Was geht ab, Leute? Oh mein Gott! Hey, yo, Leute, Crimex hier. Was geht ab, ihr Paul Berger? Herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer, meine Freunde. Heute beginnen wir ein neues Abenteuer. Ich bin geisteskrank gehypt. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, ihr seid alle mit live dabei. Ihr wisst es ja, dass wir ganz gerne mal Überlebensgames talken, wie zum Beispiel auch Forest oder auch andere Games. Und heute natürlich wieder mit dabei Amir und Stani. Aber bevor wir die beiden anderen Jungs treffen, werden wir heute erstmal unseren eigenen Charakter erstellen. Und zwar, Leute, spielen wir kein geringeres Spiel als das neue Ark Survival Ascended, Leute. Ich bin geisteskrank gehypt. Wir werden jetzt erstmal unseren eigenen Charakter erstellen, Freunde. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr Bock auf dieses Abenteuer habt. Habt ihr auch schon mal Ark gezockt? Schreibt es in die Kommentare. So, Leute. Okay, ey. Ich hatte gerade einen kleinen Hänger gehabt. So, Leute. Wer ist denn jetzt schon wieder alles am Start von euch, Paul Bergern? Oh Gott, was mache ich hier, Leute? So, falsch. Ich bin hier, okay. Let's go. Soll ich zu Beginn des Streams erstmal drei Paul Berger grüßen? Dann schreibt jetzt euren Namen schon mal in den Chat. Dann werde ich euch grüßen. Und ich würde sagen, wir werden jetzt erstmal unseren eigenen Skin hier, unseren eigenen Charakter erstellen. Und dann werden wir ins Abenteuer abtauchen. Der Name, wie soll er denn heißen? Bob? Okay, zum Namen kommen wir am Ende. Ich grüße hier den Maxi, den Alexander und den Niklas. Und Alex250, moin. Kuss geht raus. Okay, ich würde aber sagen, Leute, wie sollen wir den erstmal, zum Namen kommen wir am Ende. Ich muss mir einen Namen einfallen lassen, wenn wir den Skin sehen, ja, oder den Charakter. Okay, da müssen wir jetzt erstmal gucken. Machen wir einen Mann oder eine Frau? Mann oder Frau, Leute, was würdet ihr sagen? Eins in den Chat für Mann, zwei in den Chat für Frau. Okay, ich würde fast eher sagen, wir machen einen Mann, oder? Oder sollen wir eine Frau? Ich weiß es nicht. Was würdet ihr denn sagen? Eins oder zwei, Leute? Okay, viele schreiben Einsen. Wir sollen einen Mann machen. Dann machen wir uns einen Mann. Aber lasst ihn. Leute, ich weiß noch damals bei Ark. Wir haben damals mal Ark Survival Evolved gespielt. Da konnten wir den echt so ein bisschen lustig machen. Guck mal, man kann ihn hier so muskulös, so sehr dünn, eher ein bisschen kräftiger oder hier übelst athletisch machen. Wir machen erstmal normal. So, dann würde ich sagen, hier Gesamthöhe. Boah, wir können den voll groß oder voll klein machen. Leute, sollen wir den mal so klein hier machen? Körperzusammensetzung. Oh mein Gott. Oha! Oha! Leute, oh mein Gott. Guck mal hier. So ein bisschen. Sollen wir dem so einen kleinen Bierbauch machen, Leute? So einen kleinen. Guck mal, man kann den so übelst krass muskulös. Voll der Stirnacken hier. So richtig so ein Stirnacken. Man sieht einfach nur Muskulatur. Guckt euch mal den Nacken an. Der geht ja bis zum Kopf rüber. Oder so ein bisschen. Ja. Ein bisschen hier auf Bierbauch angelehnt, Leute. Okay, nee, ist schon cool, wie man das hier alles customizen kann. Komm, wir machen den so übelst Stirnacken. So voll klein, aber so voll Stirnacken hier. Okay, nice, feier ich. Was können wir denn beim Kopf hier machen? Augengröße. Oder können wir voll die großen... Oder so kleine Augen. Machen wir mal normal. Augenbreite. Okay. Guckt euch das hier mal an. Oh mein Gott, ey. Ich würde auch fast sagen, wir lassen das einfach mal alles hier normal. Wir lassen das einfach alles mal im Normalzustand. So, Augen, Iris, innere Farbe. Okay, die Farbe können wir auch. Boah, was man hier alles machen kann. Alter, was man hier alles machen kann, Leute. Die Frisur. Boah. Ey, das ist doch mal eine krasse Frisur hier. Okay, ja, die Haare, ja. Auch wild. Boah. Nee. Okay, ich weiß, Leute. Diese Frisur nehmen wir safe. Wir nehmen hier safe diesen Afro, Leute. So, okay. Haarlänge. Nee, hier, wenn dann Maximum lang hier, Leute. Haarfarbe. Irgendwas Verrücktes. Machen wir irgendwas Verrücktes, Leute. Wow, guck mal hier mit weißen Haaren. Junge, das sieht ja voll crazy aus. Gesichtsbemalung. Ey, Amir, was geht? Was geht, Bro? Also, ich bin schon fertig mit meinem Charakter. Ja, ich bin auch gleich fertig. Okay, dann... Warte mal, hast du Mann oder Frau gemacht? Ich hab einen Mann gemacht. Okay. Ich hab einen Mann gemacht. Ich bin gespannt, wie deiner aussehen wird. Ich bin gespannt. Hast du eine Frau? Nee, ich habe auch einen Mann. Schade. Okay, dann bis gleich, ja? Okay, bis gleich. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, guckt euch mal diesen Bart an.
Ey, Leute, wir müssen safe diesen Bart machen, oder? Seid ehrlich. Eins in den Chat, dieser Bart. Ey, ich feier's. Ich feier's. Boah. Also, wenn wir nicht cool aussehen, dann weiß ich auch nicht. Kopfgröße. Wir machen hier einen richtig großen Kopf auf jeden Fall. Oberfläche. Okay, hier ein bisschen, ja, ein bisschen markante Gesichtszüge. Kopftiefe. Ist ja auch mal alles normal. Nackengröße. Boah, ey, der braucht auf jeden Fall hier den Stirnacken, Leute. Der kriegt auf jeden Fall hier den Stirnacken. Länge, Kopfhöhe. Ah, ne, das finde ich nicht gut. Halslänge. So einen richtigen Langhals. Alter, Leute, was sind das für Proportionen? Der Nacken ist einfach so groß wie die Brust. Ey, Mann. Oder so ganz kurz. Ey, komm, wir lassen das mal normal. Muskeln. Gesichtsfett. Oh, so ein bisschen stabile Wangen. Nacken. Oh, warte mal hier, den Nacken. Der Stirnacken ist noch nicht ausgeprägt genug. Natürlich hier voll 100%. Rumpf. Was können wir denn hier noch ändern? Alter, man kann ja hier alles einstellen. Ich muss jetzt hier mal ein bisschen schnell machen. Guck mal, der wird natürlich hier voll breit gemacht. Hüftbreite. Okay, Leute, die Hüftbreite lassen wir mal normal. Ja, das lassen wir einmal hier alles normal. Ich find den schon echt lustig. Ich finde den schon echt lustig hier, den Typen. Boah, ich habe gleich richtig Bock, Dinos zu zähmen. Ich hoffe, ihr auch, Leute. Ich will mich hier gar nicht zu lange bei der Charakterauswahl aufhalten. Arme, Handgröße. Boah, guck mal, was wir dem für Pranken hier machen können. Oberarme. Ah, okay, natürlich hier stabiler Bizeps, muss natürlich sein. So, oh, stabile Arme. Armlänge. Guck mal, die Arme sind einfach so krasser als die Beine. Ey, Mann, Leute, was machen wir hier? Okay, die Beine, da bin ich jetzt mal gespannt. Oberbeine. Okay, stabile Beinmuskulatur natürlich hier. Ist natürlich wichtig. Beinlänge. Ich will... Ey, Leute, unser Oberkörper einfach so voll normal, unsere Beinlänge so richtig crazy. Ey, Mann. Ich feier's doch. Ich feier's doch. So, komm. Ich würde sagen, wir sind fertig. Leute. Jetzt brauchen wir nur noch einen Namen für den. Wie sollen wir den nennen? Live-Chat, wie sollen wir unseren Charakter nennen? Ey, Luca Ehrenmann, Kuss geht raus. Ich würde sagen, das ist Bob. Was würdet ihr sagen? Beine länger? Sollen wir die Beine lieber länger machen? Findet ihr nicht lustig? Sollen wir lieber wieder auf normal? Gut, der war ja eh schon relativ klein. Gut. Bob. Bob ist lustig. Das ist Bob Berger. Der hat sogar einen Nachnamen. Ey, King Maxim, 5 Euro. Auf welcher Website kann man deinen Adventskalender kaufen? Link in der... Ach nee, warte, der ist gar nicht in der Videobeschreibung. Such mal iCrimex Adventskalender oder bei meinem Video heute Mittag. Da findest du den. Okay, Bob Berger. Oh mein Gott. Das ist Bob Berger, Freunde. Okay, erstellt. Und? Ich bin fertig. Ach. Wo treffen wir uns zum Spawn? Also pass auf. Ja. Ich weiß, guck mal, es gibt Südzone 1, 2 und 3, siehst du ja oben. Ja, links, das sind ne? Die Einfahrten. Wir müssen auf jeden Fall im Einfahrtgebiet erstmal starten, weil wir sind Ich Nudes. Weiß, bei Südzone 2 weiß ich, in der Nähe ist Metallvorkommen. Da weiß ich, wo Metallvorkommen ist, ja, dann, was echt wichtig ist. Dann lass uns 2 direkt machen, oder? Südzone 2. Ja, sollen wir uns da schon mal treffen? Sollen wir uns zu Stani schon mal den Bescheid sagen? Ja, komm, lass uns mal Bescheid sagen. Aufsammeln oder was? Ey, Stani! Hey. Ja, wir treffen uns Südzone 2. Ich bin Südzone 1, Bro. Oh, perfekt, Digga. Digga, warum? Digga, wofür haben wir gesagt, wir sprechen uns ab, wenn du einfach jetzt schon startest? Digga, Stani, Anti-Mate. Ey, warum nimmt ihr denn nicht Südzone 1, Junge? Weil 2 besser ist. Dann nehmen wir halt 1. Kann ja rüberkommen. Ja. Ich bin jetzt bei 2 gespawnt schon. Ja, toll, Digga. Also das fängt ja wirklich wieder super an mit euch. Wow. Super, Alter. Okay, Jungs, ich kann rüberkommen. Ja, oh mein Gott. Das Ding ist, hier sind direkt hier Dinos, ne? Das sieht ja voll schön aus. Oha, wie nice. Ich bin ja gespannt, wie euer Charakter aussieht. Ich bin auch gespannt. Warte mal, hältst du da hinten, glaube ich, ein, oder? Oh mein Gott, was? Alter, Stani! Stani, hier läuft einfach Candys Mutter rum. Hey, ich sehe dich da! Wer ist denn das da?
Ich komm rüber geschwommen, das bin ich. Ah, bist du das? Okay, sehr gut. Ich bin Südzone 1 gelandet. Ich bin angegriffen! Piranha! Army ist down. Ich bin echt mal gespannt, was ihr zu meinem Skin sagt. Oh, guck mal, hier ist ein kleines Huhn. Der hat hier der hat hier alles voll gemacht. Ich hau den kaputt. Was ist los, Leute? Wie siehst du denn aus? Warum ist Max? Ey, ich hab hier gerade irgendwie so ein Dodo oder so erledigt. Sehr gut. Wo bist du denn, Max? Ja, ich weiß, wieso, ich weiß doch nicht, wo ich bin. Drück mal M. Drück mal M. Was soll ich euch denn sagen? Ja, bei einem Fluss. Ey, warte mal, ich sehe da jemanden. Ah, das bist du. Ey, da bist du doch. Abi, wie siehst du denn auch? Wie siehst du denn? Warum seid ihr alle so groß, Jungs? Ey, was haben wir gerade gesagt? Schlag ihn! Ja, knüppel den zusammen, Junge! Knüppel! Bam! Junge, der ist ausgenockt. Den haben wir richtig zusammengeknüppelt. Den haben wir noch. Max geht immer noch auf Freiheit. Ja, muss man da nicht looten oder so? Wenn man den schlägt? Der lebt noch. Der ist nur bewusstlos. Wir haben den bewusstlos geschlagen. Lass ihn immer weiter schlagen. Ja, lass ihn mal direkt wegkloppen. Jetzt fertig hier. Endstation. Also ich habe gerade schon ein Steak mir geholt, ne? Ja, sehr gut. Ey, warte mal, Stani, was hast du? Wie siehst du denn aus, ey? Digga, Stani, hast du dir... Ich bin auf Oberkörper gegangen. Digga, ja, merkt das. Bist du eine... er ist eine Frau, er hat sich einen weiblichen Charakter gemacht. Ich hab den weiblichen Charakter machen lassen. Aber guck mal, Stani, ich hab die gleiche Frisur. Warum seid ihr alle so groß? Ja, Bro, ich hab mich eigentlich auch voll klein gemacht. Ey, aber guck mal in die Augen. Guck mal in die Augen. Was hast du denn für Augen? Ja, guck mal in die Augen. Ja? Gefällt's dir? Sieht hübsch aus? Nee, der Augen gar nicht richtig. Ja, also du hast die so klein gemacht, ne? Ja, ich glaube, wie findet ihr eigentlich meinen Bart und so? Sieht auch wild aus, nicht, ne? Nicht schlecht. Sieht aus wie Uwe einfach. Ey, Jungs, ganz kurz, ich hab hier ein neues Level, ich kann hier irgendwas hochleveln. Ja, ich will hier schon eine Steinspitzhacke machen. Ich sag euch ehrlich, das Beste, was man hochleveln, ist mal Gewicht am Anfang. Gewicht am Anfang, okay. Gewicht. Ah, hier kann ich leveln. Gesundheit. Damit wir ein bisschen mehr mittragen können. So die ersten 3-4 Level auf jeden Fall Gewicht. Vertrauen wir mal Armion und haben jetzt hier Gewicht hochgemacht. Ja, ja. Und danach kann man immer Leben und Ausdauer am Anfang machen, bis man so ein bisschen hat. Wie kann ich das denn jetzt herstellen, die Sachen hier? Okay, pass auf. Wir sind Noobs. Du musst uns das erklären, Armion. Genau, ihr geht auf Inventar. Ey, Leute, habt schon gespielt. Und da habt ihr so einen Reiter um Kosmetika und Herstellung. Hilfe! Und da könnt ihr eine Steinspitzhacke. Oh, was passiert? Ja, aber wie kann ich die herstellen? Muss ich die Sachen erst sammeln? Ey, Jungs, was ist das? Warum kann ich hier nicht entlanglaufen? Ey, ich hab Bug. Da ist was hinter dir, Ey, der Max gekillt! Was? Stani, komm, wir verprügeln den! Ey! Komm her! Du Paulberger. Ey, was war das denn? Ey, du musst um diese Sorge. Ist noch einer! Aua, ich wurde angespuckt. Da war irgendwie so ein Bug, ich konnte da nicht mehr entlanglaufen. Ich konnte nicht abhauen. Überleg mal, wie viele krasse Leute sind. Du boxst uns einfach mit Dinos, Alter. Checkt ihr das? Ey, Mann. Ja, Max ist auch tot. Ich muss dir das wegboxen, wieder K.O. boxen. Na gut, Leute, das Überleben beginnt jetzt auf jeden Fall. wenn ihr Tipps habt, schreibt es jetzt mal bitte in die Kommentare rein. Habt ihr schon mal arg gezockt? Womit fangen wir denn jetzt hier am besten an, Leute? Oh Gott. Bro, am besten, du siehst die ganzen Steine unten, sammel die auf, drück einfach E. Oh Gott. Sammel auf, ich hab den Körper von einem Dinosaurier dabei. Und das Ding ist, Leute, die Dinosaurier werden halt immer stärker und krasser. Und irgendwann gibt es riesen Special T-Rexes und so. Das ist zu krass. Es gibt drei Special Bosse, die man, wenn man die besiegt, hat man Arkes durchgespielt. Die drei musst du besiegen. Und die sind eigentlich fast unmöglich zu besiegen. Es gibt Bosse, die man besiegen muss auch? Ja, damit du Ark durchspielen kannst. Okay, ich bin verletzt irgendwie, ne? Ich brauch Leben. Jungs, ich hab Steine gesammelt. Wo ist hier so ein Crafting-Menü? Wir brauchen noch ein Crafting-Menü, oder? Nee, du drückst auf dein Inventar und dann siehst du Herstellung, siehst das erste Crafting-Menü, so für die normalen 0815 Bausachen, weißt du? Herstellungsmenü, wo ist das? Welches Menü, Bro? Welches? Wenn du Inventar aufmachst, ich glaube bei I, bei euch, ja. Und dann siehst du oben so Reiter, da steht Herstellung. Herstellung. Und da siehst du zum Beispiel Steinspitzhacke brauchen wir zum Beispiel. Ah, okay, da brauchen wir Holz und Stroh dafür. Aber wo steht da? Ach, Herstellung, da war das. Ah, okay, Leute. Und Stroh kriegst du einfach auf den Baum draufkloppen. Ich glaube, hier kann man sich auch Strom bei diesen Fischen hier nehmen. Feuerstein. Okay, wie kann ich jetzt her? Ach so, ich kann die ins Inventar denn ziehen. Ah, okay, zack. Ja. Also wir brauchen Lagerfeuer, Jungs. Wir brauchen Lagerfeuer. Ja, brauchen wir auch. Und Rüstung brauchen wir auch. Und die Bäume ist jetzt wie bei Minecraft, dass man die erstmal so umhauen muss mit der Faust, oder was? Genau, du Jungs, hast dann. Wir brauchen Feuersteine, Steine brauchen wir. Ja, Feuersteine kriegst du, wenn du Spitzhacke hast, dann auf Stein drauf klopfst. Ja, hab ich. Okay, ich mach grad Spitzhacke fertig. Ja, ich hab auch eine. Max kann ja auch eine geben. Alles gut, ich kann mir auch eine bauen.
Ja, und sehr gut, Jungs. Einmal herstellen. Let's go. Wir machen uns auch eine Spitzhacke. Boah. Das wird unsere erste Pickaxe. Das Überleben beginnt, Leute. Ey, man kann hier Basen bauen, alles, das ist übelst geil. Alter, und das du haust den ganzen Stein ja da kaputt. Ja, wir können uns Dinos auch holen, ne? Also die tamen, da können wir auf den reiten, fliegen, schwimmen. Oh. Es gibt hier sogar das Megalodon-Hai, ne? Dinos, ne? Es gibt hier ein Megalodon-Hai? Ja, und den, auf den kannst du reiten sogar. Laber. Ja, Jungs, das ist möglich. Crazy. So. Warte mal, was brauchen wir noch? Ich hab jetzt ein Lagerfeuer hier geplaced, Jungs. Was ist das hier? Eine Fackel? Eine Fackel können wir auch bauen. Da brauchen wir einen Feuerstein. Ich auch. Ich unbedingt leben. So. Einfach E gedrückt halten und dann nach rechts. Das ist so eine Kategorie. Ah, okay. Inventar. Oh, das packen wir mal wieder schön hier in unser Inventar rein, Leute. Oh. So. Okay, packen wir das Fleisch dahin. Feuerstein haben wir hier. Oh, das ist voll geil. Knüppeln wir erstmal hier noch den Stein weg. Ja, und dann brauchen wir, werde ich nur erstmal Rüstung freischalten. Ja, mach das ruhig. Ich baue schon mal direkt eine Steinaxt. Aber wo seht ihr, dass ihr euch Rüstung freischalten könnt? Genau, guck mal, du machst das Inventar auf. Siehst du, oben ist so ein Inventarzeichen, oben in der Mitte und nach rechts sind so drei, so ein Engramm. Ja. So drei Kästen. Und das eine Zahl da drauf drücken. Dann kannst du pro Level immer neue Sachen freischalten und craften. Oh mein Gott, okay. Ich würde sagen, wir machen uns auch erstmal Speere, Jungs. Dann, wie schaltet man das frei? Ja. Also wie kann ich das jetzt bei zum Beispiel... Immer wenn du Level abpasst und dir einen Punkt gibst... Ja. Oh, warte. Kriegst du mehr Punkte zum Freischalten. Oha. Ich habe jetzt gerade was freigeschalten. Ja, geil, dann kannst du es herstellen. Verfügbar. Oh, verfügbar. Die Dinos darf ich nicht angreifen, das ist Mutter-Dino. Oha, okay, wild. Das habe ich gesehen, es gibt... Oha, pass auf. Ey, Bro, hör mit den Dinos auf. Das ist eine Familie. Die sind friedlich. Die sind erst greifen an, wenn du angreifst. Das sind friedliche. Alter, meint ihr, wir sollen den mal wegknüppeln, Leute? Bro, die sind leuchtend, Junge. Der haut dich weg. Aber hier den Kleinen, den würde ich wegknüppeln hier. Ja, aber wenn du den angreifst, greift die Mutter dich an. Alter, der ist Level 90. Angsthase. Ey, Stani, wenn ich du wäre, würde ich den mal angreifen. Nee. Was war das denn? Was ist das da für ein Tier? Ja. Achso, das Army, der da. Oh, Army rennt da übelst lang. Ey, Dominik, dankeschön. Kuss. Ey, was brauchst du? Ich hab eine Steinaxt gemacht. Ich nehme auch mal ein bisschen Holz mit hier, alles. So, ich werde hier auch mal ein bisschen farmen gehen, Leute. Ich greife mich was an. Oh, oh. Oh mein Gott, was ist das denn da? Das ist so ein Flugvieh. So ein riesen Flugvieh ist das hier. Oh mein Gott, Junge. Ja, die werden wir uns später sehen und wir auch fliegen können. Ja, das ist geil. Das also, ist geil. Ami, du skillst jetzt am Anfang nur Tragekapazität, Tragelast, ne? Ja, also die ersten drei Level oder so. Die ersten drei mache ich da und dann mache ich Ausdauer, damit ich lange laufen kann, weißt du? Ey, Leute, überlegt euch, wie geil das wäre, wenn die noch mehr YouTuber auf die Ark-Insel kommen. Wie das wäre nice. Das wäre geil, wenn da jemand Bock hätte. Also, wenn hier noch mehr YouTuber kommen. Aber wollen, die müssen auf uns hören erstmal. Auf die Ark-Inseln. Und dann kämpfen wir. Das ist einfach die YouTuber-Ark-Insel hier. Aber das ist schon nice. Also, rein grafisch muss ich sagen, sieht das richtig schön aus, das Spiel. Oh, da kommt ein Sturm, Leute. Da zieht ein Sturm auf. Ich habe hier noch so viele. So, gucken wir mal, Herstellung. Was brauchen wir dafür? So, und nicht das vergessen, können wir Jungs, wir machen. Können. Also, Jungs. Wasserschlauch auf jeden Fall auch. Das ist nicht so wie Minecraft gemacht, dass du Stein, also Spitzhacke immer für Stein benutzt, sondern wenn du mehr Erz haben willst, benutzt du die Spitzhacke und wenn du mehr einfach nur Stein haben willst, benutzt du die Axt. Frag mich nicht warum. Fasern, okay. Fasern muss ich sammeln, ne? Ja, genau. Du darfst nichts in der Hand haben und dann einfach über so über hier das Grünzeug hin und E drücken. Boah, ich mach mir jetzt hier gerade schon eine komplette Rüstung. Ja, ist gut. Die hält Schwarm und so. So, guck mal, bam, ja, normal. Guck mal, wie ich aussehe hier. Boah. Alter, ich sehe aus wie ein Ninja-Krieger. Was ist so der stärkste Dinosaurier, der hier sein kann? Zum Attackieren? Ey, guck mal, Stani, wie ich aussehe. Ich sehe wie ein Ninja T-Rex aus. Ein T-Rex ist gefährlich. Hey, Bro, du siehst voll cool aus. Ja, ne? Ich habe mir schon eine Rüstung gemacht. Mein Vater, Alter. Überleg mal, ich bin dein OP-Sohn. Ich bin da einfach dein OP-Sohn geworden. Ja, wie OP-Sohn? Du bist mein Adoptivsohn. So Speer haben wir auch. Also wenn jetzt ein Dino kommt, den fetze ich direkt weg hier. Ja, wir müssen uns auch ein paar wegfetzen tatsächlich, weil wir Leder brauchen, Bro. Sehr gut, Leute, sehr gut. Okay, aber auf wen werden wir angreifen? Ja, das sind so kleine Dinos. Ich werde jetzt den großen hier angreifen. Nein. Also der ist eher nicht aggressiv, der fliegt eh nur weg. Der sieht sehr, sehr stark aus. Quatsch, der kann nichts, der sieht nur so aus. Du, der greift dir jeden Dino an. Max hat eine Rüstung und sagt, er haut alle weg jetzt. Du hast aber eine Stoffrüstung, die du hast. Ist egal. Das reicht für den Dino. Warte mal, Inventar mal ein bisschen leer. So, zack. Hier direkt mal ein paar schöne Sachen hier mitnehmen. Die können wir auch essen, ne? Ach stimmt, Thema Essen, das ist ja auch wichtig. Ah, ja, gut. Das habe ich ja ganz vergessen, dass wir auch was essen müssen hier.
Jetzt habe ich auch eine Axt und so. Wenn man jetzt so ein schönes Filet hat, kann man das dann einfach hier aufs Feuer legen oder wie ist das? Ins Feuer muss reinigen. Drück E gedrückt halten. Oh, ey, mein Charakter hat gerade. Ich habe mir gerade in die Hose gemacht. Ja, ja, du, das ist halt normal hier, ne? Weil jeder Charakter muss mal. Da ist einfach ein Haufen gerade rausgeflutscht. Ja, ja, Charaktere machen. Du hast gerade in die Hose gemacht. Ja, mir ist da gerade einfach was rausgerutscht. Zeig. Ich bin nicht stolz drauf. Bro, du hast deine Bremsspur da hinten, Mann. Du hast deine Bremsspur. Ey, ich bin angegriffen von einem Vogel. Oh. Der hat mir was geklaut. Hier, ich bin ganz hinten. Aber wie kann man das Feuer da jetzt wieder rausnehmen aus dem Lagerfeuer? Einfach einmal E. Achso, du musst E gedrückt halten, um das Inventar aufzumachen. Und dann ist das wie so eine Karte. Aua. Okay, jetzt haben wir gebratenes Fleisch hier. Das ist ja schon mal gut. Der ist OP, Armin, der ist OP. Ja, der klaut mir die ganze Zeit Beeren. So, komm her, der kriegt jetzt einen Speer hier in den Kopf rein. Ich muss jetzt auch immer einen Speer machen. Haben wir jetzt genug Speere hier? Können wir jetzt einen Speer machen? Ah, ich werde angegriffen! Oh. Ja, der hat dir was geklaut. Chill. Komm her, Junge. Komm her. Komm her, du Pauberger! Ja, der kommt jetzt richtig an. Er traut nicht. Der kommt nur kurz an. Der kommt hier immer nur kurz an, macht Faxen. Ey, Jungs, ich kann nicht mehr sprinten. Ich brauch Wasser. Ja, Wasser oder du hast zu viel Gewicht drin? Das kann auch sein. Guck mal, wahrscheinlich eher zu viel Gewicht. Du hast zu viel gehortet hier. Ja, aber warte mal. Anderes Thema. Thema Trinken. Einfach aus dem Meer trinken kannst du. Einfach aus dem Meer? Mehr Wasser? Das geht doch gar nicht. Wie doch? Aber die ganzen Bären brauchen wir erstmal nicht, oder? Oha, man kann wirklich einfach. Hör, da ist ein. Bam! Da ist ein Fisch, den werde ich holen. Den werde ich holen. Wo? Guck mal, guck mal, ich hab ihn getroffen. Wie trinken? Boah. Ich fetz hier den Fisch weg. Ey, KFF, danke schön für 32 Monate. Oh, greift doch an, der greift es immer noch an, der eklige. Der ist abgehauen. Und was ist das für ein Wellenfisch? Ah! Oh! Ja, ich bin der Beste! Boah, der kämpft zurück. Boah, wir haben ihn gefetzt. Das wird Piranha sein. Boah, ich hab den so weggefetzt gerade. Das hab ich bekommen. Von Marc, das sind Piranha. Hoher Fisch. Ich hab 30 Fleisch, Jungs. Stark, Jungs. Stark. Das läuft hier sehr gut bei uns. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt erstmal weiter rein, dass wir uns erstmal vielleicht eine kleine Base bauen, oder? Ja, wir müssen auf jeden Fall eine Base bauen. Guter Call. So, warte, aber erstmal mache ich das Fleisch rein hier ein bisschen. Warte, wir brauchen ein bisschen, dass wir alle braten können. Ich hab hier noch ein bisschen Fischi. Ja, danke. Ein Fischi rein hier. Wieso? Warte mal, ich pack hier noch Holz rein. Boah, endlich. Wow. Ja. Ey, wir brauchen unsere kleine Base, aber dafür müssen wir halt erstmal weiter in die Mitte gehen. Aber das Problem ist, umso weiter wir gehen, umso stärker werden die Gegner. Ja. Wo ist Fleisch? Aha. Wie lange dauert das denn hier, bis das durchbrennt? Ja, das war gut. Ey! Wer Max, danke schön für 10 Monate. Aufpassen, Kuss. Der kann ein bisschen Gift spucken. Komm, renn er nicht weg. Der hat Angst vor uns, ne? Will er einfach recht mal so gedrückt loslassen. Boah, ich glaube, mit dem würde ich mich nicht anlegen, Leute. Das ist doch so ein Raptor kleiner, oder sowas. Nee, das ist kein Raptor, das ist ein kleiner Giftspucker. Nee, das ist ein Giftspucker, so ein kleiner, der ist schwach. Okay. Aber der ist nervig, weil der immer angesprungen kommt. Der rennt wieder, kommt wieder. Mann, hinter dir! Daneben. Bro, der ist eklig, der ist schnell. Bam! So, hier schön Essen im Gepäck. Ja, ich bin wieder getroffen. Ja, ich bin Speermeister, Digga, ich sag's dir. Ey, crazy. Speermeister Arm, ja. Am besten macht sich mal noch einen zweiten Speer direkt, ne? Für miese Zeiten. Ja, ich mach generell, weil die auch brechen können. Boah, wie viele Skillpoints wir jetzt hier schon haben. Ich würde sagen, wir lassen das mal hier hoch. Geht ja richtig schnell. Ja, warte, ich hol das Fleisch und das Lagerfeuer mit. Das kann er wieder rauspacken. Da kann man das Lagerfeuer wieder mitnehmen, oder was? Ja. So, okay, gut, Jungs. Das läuft ja jetzt hier schon mal. Okay, mitgeholt. Dann warte mal, wir müssen uns überlegen, wo wir eine Base bauen können. Essen voll, trinken voll. Jungs, wo seid ihr hingelaufen? Ich hab euch nicht... Alter. Oder? Du bist doch hier bei mir, oder? Da, hier am Strand. Da bist du doch. Ich finde eigentlich hier am Strand ist doch gar nicht mal schlecht für die Base, wo wir jetzt gerade waren, oder nicht? Ich würde, guck mal, unter der anderen Seite, guck mal, das Strand ist nicht schlecht, weil wir unendlich Wasser haben. Strand ist eigentlich smart, Bro. Ey! Aua. Digga, dieses Flugvieh hier. Ja, aber die sind wieder gespawnt, weißt du? Hat schon wieder was geklaut, das ist voll der Dieb. Ja, komm mit, lass uns rübergehen hier, oder? Ja, wollt ihr rüberschwimmen, oder was? Ja, rüberschwimmen. Wenn Piranha kommt, einfach mit dem Speer töten. Wo ist der gar nicht? Wo seid ihr denn? Unter Wasser. Achtung, Piranha-Angriff! Piranha-Angriff. Boah, das sind viele. Nein, ich bin tot. Rüber, ich komme. Nein, was? Egal, ich komme der ist auch stark, der Piranha. Ja. Alles gut. Ich habe ihn zerfetzt. So, ich komme. Jungs, wo seid ihr denn? Ich sehe euch nicht. Wir sind da beim Fluss auf die andere Seite rüber geschwommen. Ja, da bin ich auch. Guck mal, hier ist ein Dodo. Oh.
glaube, hier ist wieder so ein kleiner Gift. Ah, ich sehe dich da, Stani. Da bist du ja. Wir müssen wieder zurücklaufen. Oh, mein Speer, Bro. Mag- Guck mal, der hat mir meinen Speer abgezogen. Gib mir meinen Speer wieder, Junge. Hey, gib den Speer wieder. Ey, guck mal, der bedroht uns mit meinem Speer hier. Junge, ey, lass Max in Ruhe. Oh, sorry. Der will mich hier... Oh. Leute, der bedroht uns. Ey, au, au. Ah. Haut ihn weg. Ja, Bro, der dreht durch. Der dreht hier völlig durch. Der verletzt mich mit dem Speer. Wer ist Stani? Ja, werf den auch mal ab. Mann, Max, du wirst dich hauen. Warte, jetzt kriegt der noch einen Speer. Oh. Komm, Jungs. Ey, der ist OP, Bro, der Dodo. Bro! Alter, guck mal, wie viel Speere der aber ausgehalten hat. Guck mal, ich trage die, man kann ihn hier auch tragen. Ja, gib mir mal die Speere wieder, Bro, leg mal wieder hin. Ja, warte, E-Körper fallen lassen, okay. Wie kann ich dir denn was droppen? Ey, der Kumpel greift uns an, Bro! Ey, nee. Okay, warte, der kriegt jetzt auch wieder, der kriegt jetzt auch drei Speere. Eins. Ey, du hast mir alle Speere ab. Zwei. Drei. Bam! Jetzt hast du alle. Ja, das waren meine drei, Bro. Ich hab selbst zwei gehabt, das waren nicht deine drei. Nein, ich hatte drei Stück gehabt, glaub mir wirklich. Bro, also ich glaube, Stani erzählt hier Geschichten aus dem Paulanergarten. Dodo-Baby, Bro, nein. Ey, wenn die Eltern tot sind, du müsst ihr nur E drücken, dann könnt ihr den schon zähmen, dann gehorcht er euch, weil ihr die neuen Eltern seid. Aha. Ey, Stani, gib mir mal bitte einen Speer wieder. Ich hab nichts mehr in der Hand. Die Leute. Guck mal, wie er heißt, Bro. Jung, Max, ey! Du hast den Dodo Max genannt, Junge. Ich hab den Dodo Max genannt, Bro. Ey, Stani, drop mir jetzt mal einen Speer hier. Ja, ich muss einfach gucken, wie es geht, Bro. Ich mach mir selbst einen. Ja, mach dir selbst einen. Bro, das ist Stani, das ist ein Speerdieb. Nee, ich brauch Fasern, ich hab nicht genug Fasern. F-Roy, danke, 45 Monate, oha. Axt macht aber auch Schaden, ne, Bro? Ey! Ja, Axt und Spitzhacke. Lass Max in Ruhe! Warte, ich helf dir. Au, ey, du hast mich gehauen. Ja, egal. Der wird angegriffen. Ich bin gestorben, ich musste wiederkommen. Ey, Stani, du musst jetzt mal gucken, wie du mir einen Speer droppst, weil ich habe hier keine Fasern, um mir einen neuen zu machen. Mit O. Bro, mit du O. Kannst doch hier Fasern einsammeln, du Dulli, hier auf dem Boden. Das sind keine Fasern hier. Doch, du dürfst es in der Hand haben und E drücken. Boah, hier ganz kurz, Leute, wir werden die noch am Streiten. Leute, machen wir uns jetzt ein Bett erstmal. Ach, ein Bett kann man hier bauen? Aha, okay. Mhm. Ich habe jetzt ganz viele Speere, Bro. Ich habe jetzt ganz viele Speere. Hey, wo ist der Dodo hin? Oh, ich hab den kaputt gemacht. Ganz viele Speere von mir geklaut. Ich habe jetzt ganz viele Speere, OP-Speere. So, wo seid ihr, Jungs? Hier nochmal Ding. Wir sind hier auf der anderen Seite, Bro. Also wenn man einen Schlafsack hat, ist das wahrscheinlich der Spawn dann, ne? Falls man sterben sollte. Hier. Jungs? Hier, Ami. Ah, da, ich seh dich. Ja, sorry, nochmal. Ist der Schlafsack der Spawn, falls man stirbt? Ja, aber den kannst du nur einmalig benutzen. Es gibt ein einfaches Bett. Okay. Aber den kannst du schon mal machen, das ist auch nicht schlecht. Aber da braucht man Leder, wo kriegt man Leder her? Von Tieren, wenn du die tötest und dann mit der Axt zerteilst. Mit der Jungs, guck mal hier. Ach, deine Level. Ach so, ja, stimmt. Hab ich den jetzt gemacht? Oh, wo seid ihr überhaupt? Seid ihr weitergelaufen? Ey, ich werde angegriffen. Ah, da seid ihr. Ey, mein Dodo greift dich an, Bro. Bro, mein, warum? Ey, beruhig dich. Ey. Ey, Jungs, ich leg mal hier eine kurze. Au! Aua, ey, was, kannst du mich auch an! Ey, Stani, wenn der jetzt so weitermacht, dann hau ich den weg. Ey, wenn der so weitermacht, kriegt der jetzt hier einen Speer ab. Ruhe, Dodo! Ey, Gregor, wie lange denkst du für 5 Schweizer Franken? Kuss. Wenn der angreift, holt euch Bolas, müsst ihr craften und Knüppel, damit betäubt ihr. Oh. Nein! Bro, ich bin fast down wegen deinem Mülldodo, Alter. Ja, Bro, weil du hast ihn angegriffen, du Dulli. Ey, ich hab hier gerade einen guten Tipp bekommen, Jungs, von Gregory. Der schreibt, holt euch Bolas, die muss man craften. Ja, weiß ich. Okay, Amir kennt sich aus, der weiß. Ja, damit können wir Flugtypen so einfangen, dann können wir die Knüppel kaputt hauen, dann sind die K.O. und dann können wir die tamen. Ja, aber lass uns erstmal hier eine Base suchen, Bro. Guck mal, ich sag euch ehrlich, ich weiß, hier hinten kommt jedes Wald. Wald ist immer gefährlich, wenn wir nichts sehen. Ich finde hier gar nicht mal schlecht. Und hier ein schönes Häuschen mit so Türmen. Hier direkt am Meer, finde ich. Ja, wir können uns ein Floß bauen. Lass uns da oben auf die Klippe machen, Bro. Das ist eine gute freie Fläche, Jungs. Wo? Komm mal her. Wo meinst du denn? Hier, guck mal, da hochgehen rechts. Bin bei Armin. Hier hoch. Guck mal, da vorne ist ein Dino auf. Also was? Boah, eigentlich hier Achtung, da ist ein Giftspucker. Der kassiert. Hat dick kassiert, Bro. Aua. Wir müssen gucken, also wenn die Leichen da sind, dann müssen wir die mit Axten und so. Guck mal, hier ist doch viel geiler, Bro. So, erstmal schön was essen. Oh mein Gott, guck mal, was das ist. Schildkröte. Yo! Let's go! Los!
Alter! Die sind stark. Das sind Tanks. Boah, das Ding muss man zähmen, Leute. Boah, guck mal hier. Boah, jetzt apropos. Guck mal, hier sieht das schön aus. Boah, jetzt erstmal einen Schluck Paulberger Limo, ey. Ey, er ist wieder Spucker! Spucker! Er kassiert. Okay, warte, nicht mehr. Leute, Paulberger Limo, ihr wisst Bescheid. Genau, 10 raus. Mit links kannst du ihn schmeißen. Ah. Boah, hier ist eigentlich, hier ist schön, ah, oder? Und jetzt mit Axt, oder was? Ja, mit Axt. Ah, okay. Oh, hier ist noch, ne, das ist Max, Ja. Hier ist gut, ja, Jungs, wie wollen wir das machen? Wollen guck mal, wie blau hier das Wasser ist, wie schön hier das aussieht. Wollt ihr eine Grünfläche hier bauen, oder wollt ihr noch weitergehen? Ja, guck mal, wie schön hier das Wasser aussieht, wie blau das hier ist, boah. Und das ist kein Meer, das ist unser eigener See. Das ist, also ich muss sogar sagen, auf dem Wasser ein bisschen bauen, glaube ich. Ich muss sagen, hier finde ich es sehr, sehr schön. Okay, warte, ich baue mal. Guck mal hier, ich habe jetzt unsere erste Kiste schon mal hingestellt. Da können wir ein bisschen Sachen reintun. Boah, guck mal hier, mein Haus. Boah, eine Inventarkiste. kann man auch irgendwie so Sachen einfach wegwerfen, so müllmäßig? Ja, so ja, einfach draufdrücken und oh, dann schmeißt du alles weg da. Bären ist ein bisschen unnötig, ne? Ja. Oh. Ich stand jetzt am meisten Spaß. Ich kann nichts mit Kacke abwerfen, Max. Warte mal, wo ist denn Max? Alter, Max, ey, hör auf, mich mit deinen Fäkalien abzuwerfen, Junge. Ja, der hat Spaß damit, Leute. Macht einen Stamm. Aber wie kann man einen Stamm machen? Stimmt, wir können so einen Tribe zusammen machen, dass wir uns auch überall sehen auf der Map. Boah, das ist auch gut. Ey, einen Stamm. Ja, das sollen wir eigentlich machen, oder? Ja, aber ich weiß gar nicht, wie das geht. Okay, also wir gehen jetzt erstmal ein bisschen Holz holen, ne? Würde ich mal jetzt behaupten. Warte mal. Damit wir eine Base bauen können. So, Baum fällt, Baumfäller Crymax hier. Bam, bam, bam. Oh mein Gott. Geht mal in einen Tribe. Hab ich gemacht, ich hab einen gemacht. Okay. Oh, ich bin vergiftet, Bro. Geil. Das ist sehr gut, sehr gut gemacht, Stani. Hey, komm mal her zu mir, Max. Hinter dir. Ja. Bro, lass erst mal ein Feuer machen, Bro. Wir wollen einmal ein Feuer. Ja, ich hab dir Lagerfeuer. Warte, wo bist du hier? Komm mal zu mir. Ja. Dass wir Essen machen können, Jungs. Amir Level möchte, dass du Stamm Paulberger beitrittst. Oha! Wo kann ich da jetzt aber beitreten? Könnt ihr nicht irgendwo draufdrücken? Ansonsten drückt mal, macht euer Inventar auf und oben seht ihr so drei Mannequin neben diesem Level. Ah ja, hier Stamm. Das ist ja schlau. Ah nee, aber hier kann man nur einen neuen Stamm gründen. Ich will ja deinem beitreten. Warte, ich mach nochmal. Ich lade dich nochmal ein. Ja, mach mal. Das ist ja schlau. Amir möchte, dass du Stamm Paulberger beitrittst, aber. Ah, warte! Warte mal. Warte, Stammoption. Kochtopf. Warte, Einladung. Akzeptieren. Ich glaube, ich bin drin. Jetzt, genau, weil dein Name sehe ich jetzt auch grün. Wir sind jetzt im Paulberger Stamm. Paulberger. Okay, lade ich auch mal ein. Hab ich. So, boah. Boah, also rein optisch, Leute, sieht das hier schon richtig schön aus. Metall brauchen wir. Okay, guter Call. Oben sind so drei Männchen. Metall. Aua! Ja. Jungs! Ja, wir helfen. Nicht anpucken! Da steht aber 9 Stamm Gründen, Bro. Ja, aber Max, erkennen die? Nein. So, weg mit dir, Junge. Stani, du musst hingehen zu Amir und dann E gedrückt halten. Ach so. Und dann auf Annehmen oben. Warte, ihm, Amir, bleib stehen. So, Leder schon mal wichtig, Leute. Richtig und wichtig. So, zack. Was ist denn das hier für ein kleiner? Was ist denn das hier für ein kleiner Bummi? Warte mal, kann ich den jetzt direkt sehen? Ja, ne? Ist ja ein Baby. Ist grün? Ja. Ja, wir sind du. Ja, wir sind Freunde, Leute. Wir sind Freunde. Ist das hier unsere Kiste, oder was? Ja, ist unsere Kiste, aber wir können davon mehrere machen. Ich geh jetzt ein bisschen Stein. Alter! Zählen, Leute, ich hab einen richtig krassen Dino gezähmt. Oh, was denn wieder? Zeig. Wo? Komm her, Stani. Komm her, kleiner Stani. Guck mal da. Baby-Stani! Und guck mal, was das ist. Das ist, so ein Raptor oder sowas. Warte. Ey! Hey! Alter, Stani, du bist so ein... Bro, du bist so ein Ehrenloser. Ah, nee, du hast diese ekelhaften Giftspicker. Bro, das hast du davon! Digga! Weil du Dodo gekillt hast! Du hast Dodo auf dich gewissen, Bro! Alter, du hast grad... Ey, Bro. Was hat dir Dodo getan gehabt? Hä? Amir hat den gekillt, du Ekliger. Du hast mit draufgeschlagen. Du hast Dodo verprügelt über mehrere Gut, Tage. Stani. Pass besser auf deine Dinos auf. Sagen wir es mal so. Du besser auf deine Dinos auf. Jungs, lass uns so nicht die Flugdinos weg, war. Die sind nämlich wichtig. Bro, ey. So. Ja, ich bin enttäuscht von dir, Max. Ja, ich bin auch enttäuscht von dir. So war das denn jetzt hier gerade nochmal. Zack. Ich wollte mir jetzt hier nämlich nochmal ein paar Sneaker machen.
Ja, mach richtig. Oh, ich muss was essen. Machen wir jetzt Sneaker, Leute. Ah, da brauchen wir noch ein paar Fasern, okay? Weil Schuhe sind wichtig. Ja, Schuhe sind okay. Aber ich laufe erstmal ein bisschen nackig rum. Aber ich genieße das gerade, wisst ihr? Wie, du läufst nackig rum. Ey, irgendwie habe ich mein ist es bei euch auch, dass das Inventar, irgendwie ist es bei mir so, rotiert das durch. Also ich habe meine Leiste ist immer unten irgendwie voll mit den Sachen, die ich im Inventar habe. Ist das bei euch irgendwie ja, auch so? Ja, drück mal Q gedrückt halten. Dann hast du eine neue Leiste. Die kannst oh mein Gott, viel besser, okay. Nice. Das haben die neu gemacht bei Ark. Ich weiß nicht, ob Fasern und so alles rein, Jungs. So, Fasern holen. Dann machen wir uns gleich erstmal ein paar schöne Sneakerlies. Sollen wir jetzt schon mal anfangen, Jungs, die Base zu bauen? Wäre eigentlich schon mal wichtig, ne? Ja, ich brauche mehr Fasern. Dann kann ich. Boah, ich verhungere. Ist du gerade Rohfleisch? So. Nee, ich hab Leute, jetzt haben wir gleich Fleisch. Noch schön Schuhe im Gepäck. Ja, wir haben eh mehr als genug Fleisch. Also wir könnten uns da sogar gleich nochmal ein Dings machen. Nochmal ein zweites Lagerfeuer. Gut, ich gucke jetzt erstmal. Was denn neben, Mann? Jetzt mich hier. Was sollten wir jetzt immer noch? Schlafsack lieber, oder? Bevor wir sterben. Ja, Schlafsäcke. Boah, ja, Schlafsack wichtig. Oh, da brauchen wir 25 Leder. Hätte ich das Leder lieber dafür aufgehoben. Aua. Ey, Stani, hol mal deinen Speer raus. Hilf mir hier. Ich hab. Ja, da hinten in die Richtung war irgend so ein kleiner. Ja, da ist kleine Drecksviech hier. Wer ist er denn? Der sieht aus wie Candy, Alter. Perfekt, ey. Ja. Ziemlich viele Candys. Oh, ich bin so schwer vollbeladen. Er hat mir Fleisch geklaut. Was, der hat Fleisch geklaut, der Eklige? Ja. Alter. Oder was? Ja, verdorbenes Fleisch aber nur. Ja, so. Klar. Nee, verdorbenes Fleisch, damit können wir später Gifte machen und so. Also ich pack mal mein ganzes Holz hier in eine Kiste rein. Ja, mach damit, mal. Damit du damit auch was bauen kannst dann. So. Sieht's eigentlich mit Essen aus? Aber wir haben noch richtig viel rohes Fleisch. Das müssen wir auch mal hier auf den Grill hauen. Ja, das ist am Braten. Ja, ich habe auch noch über 40, viel. 80 oder so ist am Braten. Geil. Boah, guck mal, ich hau hier auch noch schön. Ah ne, ist voll. Können wir gar nichts reinhauen. Nehmen wir uns was später auf. So. So, Bro, Jungs. Ich hab einfach Mr. Berger gefunden. Ich hab einfach Mr. Berger, Bro. Wie, Mr. Berger? Wo ist Mr. Berger? Mr. Berger, hier. Da kommt er, Bro. Oh, ich hab einen Bogen. Ich kann einen Bogen jetzt craften, Mann. Jungs. Mr. Berger. Ey, das ist Bro, du bist ein Baby-Dino-Mörder. Ja, Bro, wenn du meine Dinos killst, kill ich deine Dinos. Sobald du irgendeinen seltenen Dino hast, Bro, ich werde den richtig Finger ausmachen. Bro, wenn du einen richtigen OP-Flug-Dino hast, den du 10 Stunden lang gezähmt hast, werde ich den einfach abstechen, Digga. Wenn du einen Dino hast, den es nur einmal hier gibt, werde ich den platt machen. Jungs, meine lasst ihr bitte in Ruhe? So. Pass besser auf, Stani. Narkosemittel. Oh, ich hol mir Narkosemittel, dann zähme ich mir einen fetten Dino, Leute. Ja, kannst du machen. Huh. Ja, ich helfe dir nicht, Bro. Oh, ein Sattel, Leute, dass wir uns einen Reitdino holen können. Ja, aber pass auf, dass du die richtigen Dings drin hast. Ja, das ist ein. Was sind das hier? Item-Sattel. Was sind das hier, Leute? Das ist das neueste Arc, was wir gerade spielen. Da spielen wir das neueste Arc. So, Jungs, ich bin hier gerade vor uns was am Machen. Wir können hier wirklich eine schöne Wasserbase machen. Okay, wir brauchen jetzt mal Leder für einen Schlafsack. Oh, wir haben schon 20 Leder. Okay, sehr gut. So, 3 Mörser-Dinge habe ich jetzt gemacht. Die brauchen wir alle. Boah, ich kann einen Bogen machen. Ja, ich bin auch mehr gerade am Machen. Steinpfeile. Ich auch noch mal ein paar Sättel. Wie haben wir jetzt? Oh, 34, nice. Sehr, sehr gut. Boah, nice. Kann so viel herstellen. Geil. Boah, was ist denn hier für ein schöner Platz? Wo? Oha, Leute. Ich hab hier eine Kiste gefunden. Eine Schatzkiste. Ah, du bist oben beim Metallvorkommen. Ich weiß, eine Schatzkarte. Ist das so zum Buch? XP-Multiplier. Was ist denn das? Ich glaube, das führt zu einem Schatz. Leute, live, ist das eine Schatzkarte? Laber nicht, das wäre krass, Bro. Wahrscheinlich hast du Fasern? Labert hier irgendwas. Nee. Doch, Fasern habe ich ja eigentlich nicht gelegt, Bro. Ich glaube, das ist keine Schatzkarte. Nee, das ist ein Codex, Codex. Ist auch gut. Da kriegst du XP-Multiplier und so. XP-Multiplier? Ja. Aber gibt es ja auch richtig selten Schätze und so? Ja, klar. So, allein, es gibt ja Dungeons und Caves und so Höhlen. Wenn du die reingehst, dann findest du da so seltenen Loot drin. Ich muss einfach Fasern sammeln, Leute. Oh, nee. Oh, was ist denn das hier?
Ach Gott. Kann man voll einfach sammeln. Man rennt hier einfach lang. Ist das hier nicht so ein Baby? Ja, es gibt Dinos, die auch das ganze Farm für dich übernehmen dann. Ne? Dann gehst du mit so einem Trizop und dann haust du einmal rein und dann kriegt er so 1000 Fasern raus und sonstiges. Was? Deren. Ja, ist also. Dinos, die für uns arbeiten. Oh, das wäre voll das süße Baby gewesen, aber ey, wenn man den einmal angegriffen hat, dann will der nicht mehr gezähmt werden von einem, ne? Ja, musst du ausnocken danach. Musst du richtig verprügeln erstmal. Verprügeln ihn erstmal. Wow, Max verprügelt einfach seine Dinos, die er sich. Soll ich uns erstmal eine kleine Holzhütte bauen? Ich verjag hier gerade so einen kleinen süßen Baby-Dino. Monster. Ich nehme jetzt erstmal hier. Boah, ich habe jetzt schon einen Pfeil, Bro. Ja, ich auch. Ey, wie viel halten die denn aus? Man kann die gar nicht. Ja. Ey, Bro, die haben meinen Speer sogar überlebt. Die kann man gar nicht wegmachen. So okay, ich hab jetzt Bogen endlich. Boah, das ist stark. Geil. Boah, ich würde den gerne mal austesten, den Bogen, was ich damit wegfetzen kann. Habt ihr schon Schlafsäcke, Jungs? Noch nicht gemacht, aber ich kann mich noch fasern. Warte mal, ich mach mir mal einen. Aber gut, dass du sagst, Max, ich muss mir echt mal einen machen. Einen so, kann ich fasern. Machen. Wenn ich ein Leder noch hab, dann kann ich noch einen machen. Und jetzt hier richtig ordentlich fasern, Leute. Oh, den haben wir platt gemacht, Leute. Den Vollidioten. So, gut, wir machen uns jetzt mal einen Schlafsack. Also wenn man einen Schlafsack hat, spawnt man da oder was, wenn man stirbt? Ja, einmalig aber nur. Ein einziges Mal. Okay. Nur. Ich mach den außerhalb von der Base. Ja, das ist Minecraft. Das ist doch Minecraft. Das ist Minecraft, Leute. Das ist doch Minecraft, nur anders halt. Bam, weg damit, Leute. Nochmal schön Fleisch hier für unser Lagerfeuer. So. Obwohl, ich glaube, Fleisch brauchen wir uns gar keine Gedanken machen. Aber was bringen. Können die Dinos auch noch andere Sachen, krasse Sachen droppen? Warum kannst denn du dir schon einen Bogen machen, Stani? Ja, Bro, weil ich schon viel weiter bin wie du. Oh. Es gilt ja immer alles an Crafting-Sachen. Was meinst du? Nee, nicht alles. Ach so, ich habe schon alles gemacht. Du musst überlegen, was du gebrauchen kannst. Du kannst ein einfaches Bett, würde ich zum Beispiel machen. Wahrscheinlich kocht auch immer ich kein. Ich habe jetzt diese ganzen Holzdinger gemacht. Ja, habe ich auch gemacht. Das hätten wir uns sparen können. Zement mache ich. Ich glaube, mit einem Knüppel kann man so eher ohnmächtig machen, ne? Genau. Mit Knüppel verprügelst du die. Wir werden uns gleich. Aber das Ding ist, wir können uns jetzt schon anfangen, Dinos zu zähmen. Die Frage ist nur, können wir einen Sattel für die bauen? Zum Beispiel diesen ersten Flug, den wir haben können, können wir erst mit Level 36 uns holen. So, mit Level 6, wenn wir selber Level 36 sind, oder? Genau, und dann kannst du erst freischalten, den Blueprint dafür. Wie kann man den zähmen, den Idioten? Welchen? Das ist meiner schon. Ach, das ist deiner, Candy. Ach so. Das ist Candy, der heißt Candy bei mir. Ach so. Ja. Oh, denk dran, ich meine, Schlafsack ist besser hier auf so dein rein. Ding. Aber Candy dürft ihr ruhig umbringen, hab ich eh keinen Bezug zu. Die könnt ihr ruhig platt machen. Sollen sie jetzt nicht schlafen legen? Nee, du musst nicht schlafen legen. Das ist nur, wenn du stirbst, kannst du hier drin respawnen. Ah, okay, aber einmalig nur, Jungs, ne? Also in einem Schlafsack, wenn du einmal respawnst, ist der Schlafsack danach weg. Okay. Er hat hier einfach wirklich Candy rumlaufen. Einfach der kleine Candy-Vogel Jungs, hier. Jungs, ich warte, bis er groß ist und dann werde ich ihn schlachten. Ist ja nur Candy, deswegen passt der. So, boah. Meine Rüstung, cool. Strong. Wir müssen gleich mal ein bisschen erkunden gehen und ein bisschen mehr bauen. Aber einen Bogen kann man ja eigentlich voll leicht bauen. Ja, das ist doch voll. Die Bogen Fasern. Ist easy. Man braucht eigentlich nur ein paar Fasern dazu. Okay, gehen wir uns noch ein paar holen. Ein bisschen mehr. Oh, ich bin am verdursten. Schnell. Einfach zum Meer gehen. Ja, zum Meer, Bro. Gundos. Jetzt ein Powerbag Limo im Game, hä? Ja, das wäre schön jetzt. Das wäre jetzt hier mal eine anständige Sache. Ey, es gibt sogar Kriegstrommeln. Ja, richtig. Werden wir auch später von Dinos angegriffen, oder was? Es gibt aggressive Dinos, die auf uns draufgehen, klar. Ey, soll ich mal so eine Pfeile hier? Zack, Leute. Eine Kriegstrommel, Jungs? Mach uns mal eine Kriegstrommel. Was wollen wir denn Krieg ziehen? Wir sollen bereit sein, dass wir. Oha! Gold, Leder, Stroh. Ich hab ein neues Level wieder. Guck mal hier. Bam! Wir haben wieder ein neues Level. Ich hab jetzt hier einen Bogen auch. Oh. So. Das ist schon mal gut. Jetzt ich kann mir Lederrüstung machen, Jungs. Lederrüstung schon? Boah. Ja, ich hab schon wieder in die Hose gekeckert. Einfach Stani Hustler. Stani ist ein Kacker. Oh, der muss hier unser ganzes Zeug wegessen, so viel wie der hier abkackt, ey. Ja, ist halt echt so. Der frisst uns wirklich alles weg. So, boah, warte mal. Ich friss alles weg, was ich finde. So, 7. Okay.
Okay, was haben wir hier als nächstes? Also, Amir meint, er hat sich hier schon Lederrüstung gemacht. Also, ich könnte mir machen. Ah, okay. Also, ich kann es freischalten. Aber Leder kriegt man ja nur von Tieren, oder? Ja, Leder ist natürlich schon, boah. Da ist man eigentlich schon echt OP, wenn man das macht. Da brauchen wir aber richtig viel Leder, um das zu machen. Da müssen wir jetzt richtig auf die Jagd gehen. Oh, was ich hier für Bäume fällen kann. Okay, ja, ja. Okay. Alter. Du bist stark. Hier drei Hits. Der Baum ist weg. Man haut hier direkt alles. Bro, hast du mal deine Arme angeschaut? Ja, meine Arme, ich bin auch breit. Du bist richtig breit. Weg damit. Oh, ich hab alles Leute, zockt ihr eigentlich, zockt ihr eigentlich auch arg? Schreibt's mal jetzt in den Live-Chat rein. Okay, hier Fasern und so einsammeln. Oder kennt ihr das Game schon? Sagen wir es mal so. Weil die richtigen OGs, Leute, also wirklich die langen Zuschauer, die wissen, dass Stani und ich das damals schon mal, da gab es Armin noch nicht, da hat man an Armin noch nicht gedacht. Aber mit, okay, viele schreiben ja, mit Brox haben wir das damals, ich glaube 2017 oder so war das, also richtig ja, das lange her. Geil, das ist jetzt schon 6 Jahre her, da haben wir Ark gespielt. Da haben wir auch eine richtig krasse Base uns gebaut, alles, Alter, das war echt. Ja, Mann, das war echt geil. Ich hab wieder alles vergessen, wa? Also wirklich cooles Game. Ja, das, aber das ist halt nicht das, genau das gleiche Game, Bro. Das ist nämlich ein neueres. Ja, und das jetzt hier. Neue Variante. Genau, und das jetzt hier die Fortsetzung davon, Leute. Oh, Leder kriege ich nur von Tieren, ne? Genau, wir müssen Tiere töten. Das machen wir gleich. Wir gehen mal gleich ein bisschen auf Lederhand, Jungs. Das ist immer ganz wichtig. Ja, Leder ist wirklich wichtig. Ja. Also, ich stepp hier auch gerade durch den Wald. So, warte mal. Ich habe meinen Kind auch nicht. Ich habe die Holzkarte reingepackt für uns. Und ich werde jetzt hier, ja, ich baue uns. Pfeile, hier. Ganz viele Pfeile, Bro. Ganz viele Pfeile, Bro. Oh mein Gott, ich habe so viele Pfeile, Leute. Ja, wenn du rechts drückst, kannst du auch alle herstellen. Dann kannst du direkt so 100 Stück auf einmal herstellen. So. Also, der muss die trotzdem nacheinander machen, aber... Jungs, ich mache uns gerade eine große Kiste, Bro. Die Base sieht schon mal richtig gut aus hier. Ich werde uns jetzt richtig gutes Zeug bringen. Guck mal, hier ist auch... Armin, ich habe ganz viel Holz reingebracht, ja? Ja, guck mal hier. Ich habe jetzt so ein riesen Dings gemacht. Alter, das ist ein Flugsaurier, ja. Muss okay. Aufpassen. Warte mal. Ist ein Dodo? Was ist die Frage das? Was meinst, ist das jetzt Candy? Nur... Ich glaube, ich mache uns mal ein zweites Lagerfeuer. Ich mache uns mal ein zweites Lagerfeuer. Ey, 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 da wird angegriffen. Wer wird hier angegriffen? Ey, der wird mein Bogen geklaut. Das ist ein Ernst. Hab ihn. Strong. Bro, wie hast du das gemacht, Amir? Amir ist Sniper, Junge. Also du musst ihn in kann das sein? Im Flug musst du den weghauen. So, hier ist unsere Brennstelle. Bro, oder kann der auch kaputt gegangen Lagerfeuer, sein, der Bogen? Der kann auch kaputt gegangen sein. Inventar. Guck mal, wenn du auf 1 hast, den auf erstmal ein bisschen hier Holz reinfetzen. Und jetzt hier schön Fleisch rein. Let's go, Leute. Wir haben einfach direkt ein paar mehr Bögen, weißt du? So, ein bisschen Fisch hauen wir auch noch rein. Das lassen wir jetzt hier einmal schön alles brennen. Jetzt hab ich hier richtig krassen Bogen. So, warte mal. Okay, denk grad immer leveln, Max, auch, ne? Leveln, deine Dings hochleveln. Ja, Feuer entzünden. Ja, auch mal sehr wichtig, Bro. Stimmt, das vergesse ich hier wahrscheinlich die meiste Zeit. Also geht ihr jetzt voll auf Gesundheit oder was macht ihr jetzt? Ausdauer? Nein, ich guck mal, ich mach gerade. Ich sag mal, ich mache. Ich hab ein bisschen auf Gesundheit gemacht. Auch. Ja, noch nicht. Ich kann Leder. Wie viel Gesundheit hast du jetzt, Amir? 180. Ich bin schon bei 260. Ja, das ist gut. Ich werde dann noch höher gehen. Ich bin auf Gewicht auch gegangen, Bro. Ich bin auch auf Gewicht gegangen. Amir, willst du meine Stoffrüstung haben, mach ich mir Lederrüstung? Ausdauer, Abfahrt, Leute. Ja, ich will deine Stoffrüstung sogar nehmen. No joke. Sattel. Was ist hingelandet, Leute? Ich bin gerade abgesniped. Okay, wir warten mal ab, Leute. Wir warten mal, was wir noch skillen sollen. So. Die Ledersachen. Candy ist Level 135. Oha. Ledersachen brauchen auf jeden Fall noch viel mehr Leder für alles. Macht natürlich auch Sinn. Ja, Jungs, ich verkaufe Candy. Gegen 5 Subs kriegt ihr Candy. Bro, Candy willst du immer geschenkt nehmen. Verdammt. Hast du die weggeschmissen? Ja, du musst warte mal, hier ist das hier, ich gemacht. Aus der Regen hier, das kannst du nehmen. Mal hier schön ein bisschen Fisch, Leute. Zack. Ey, Lederhut hast du mir gemacht, Johnny. Ja, aus Versehen habe ich doppelt gemacht. Egal, nimm. Oh, jetzt gehen wir hier nochmal kurz trinken. Einmal alles voll machen. Ja, warte mal, jetzt habe ich das für dich. Das für dich. Ja, Armin, ich muss echt sagen, hast du hier schon eine ganz schöne Hütte gebaut, ne? Ja, gerade schon auf schnelle Welle. Wir werden uns ein richtiges Häuschen noch bauen, aber ich denke mir gerade zum. Wir werden uns noch eine richtige OP-Base bauen. Ja. Wenn der Chat Bock hat. Boah, ich habe jetzt. Leute, wir können jetzt echt auf Dino-Hand gehen. Lass ja, komm, lass auf Jagd gehen. Lass jetzt wirklich mal. Warte, Jungs. Ja. Wenn wir gleich was zähmen wollen, ich habe uns alle so einen Knüppel gemacht. Knüppel habe ich auch, Bro. Knüppel habe ich auch. Boah, ich habe noch keinen, aber ich kann mir auch selbst. Also einmachen. Mit Knüppel können wir die zähmen, oder was? Ja, hier sind 2 Knüppel. Genau, da prügeln wir auf die drauf, dann sind die Knockout. Wenn ihr wollt, können wir es einmal an Candy ausprobieren. Ja, safe. Sollen,
Sollen wir einmal Candy wegknüppeln? Okay. Ja, ich hab Fasern. Candy, es tut mir jetzt leid, was wir jetzt mit dir machen müssen. Fasern sammeln. Hä? Was mit dir? Der kriegt aber viel auf den Deckel hier. Candy hält viel aus. Junge, wie viel der aushält. Er ist noch, oder? Ja, okay. Ist er noch kurz. Siehst du? Ja, wusstest du, und dann können wir dem, da kann man dem, wenn er wild ist, geben wir ihm so Beeren oder Fleisch, dann isst er das und dann, wenn der voll ist, dann liebt er uns, dann folgt er uns. Okay, okay. Okay, ich habe jetzt auch einen Knüppel. Okay, sehr gut. Oh, ich. Wollen wir uns vielleicht schon mal, wir können uns ja schon mal einen Kampfsaurier holen, weißt du? Ja. Der hilft uns ja noch beim Fighten, das wäre ganz gut, glaube ich. Ja, da brauchen wir aber, schlecht. da brauchen wir andere Sachen für, leider. Also, den Knüppel, ich würde jetzt ungern zu einem, Angriff, die nur gehen und ihm einfach nur Knüppel, der wird uns zerfleischen. Also der erste Schritt ist, glaube ich, jetzt erstmal ein bisschen auf Leder gehen, damit wir uns Lederrüstung machen können. Genau, lass uns mal ein bisschen auf die Jagd gehen, Jungs. Ja, komm, auf die Jagd, am Rad. Lass uns da lang gehen. Ja. Aber erst noch trinken und essen noch, Jungs. Ja, ich bin voll. Ich hab alles dabei. So. Kannst mich ey, Tobias Dupik, 10 Jäger. Euro, bist der Beste. Ja, vielen Dank dafür, Bro. Kuss, geht raus. Liebe Grüße. Bob Berger, warum heißt du bei mir Bob Berger? Ja, weil ich Bob Keine Berger Ahnung. Heiß. Ich heiß Bob, Junge. Er ist einfach Bob Berger, Junge. Mit meinem Skin sah aus wie ein Bob. Hier rein. Hier lang. Kommt ihr hinterher, Jungs? Ja, wir kommen hinterher. Jetzt nehmen wir den Namen, ja. Jetzt können wir noch hinterherlaufen. Ja, Max ist einfach höchstes Level von uns allen. Ich weiß gar nicht, warum. Ja, weil du gefarmt Grinder. Hast und so. Nee, gar nicht. Farms kriegst du Level. Oha, der leck. Wenn du rumläufst, bin Profi. Seltene Ruine. Ja, da war ich. Da habe ich hier diese Karte gefunden. Guck mal, wer ist das hier, Bro? Welcher Berger ist das denn hier? Ey, der ist aber, glaube ich, strong. Lass dich erstmal abknallen, Bro. Lass abknallen. Der sieht schon irgendwie gefährlich aus, ne? Abknallen. Soll man den fertig machen? Bam, auf den Kopf. Der hat keinen Bock mehr. Der hat keinen Bock mehr. Bam! Bro, wie viel hält der aus? Aber der wehrt sich nicht mal. Der Arme, jetzt mit der Axt? Ah, okay, stark. Okay. Stark, Junge, sehr gut. Jetzt redet der Typ mich voll, Max, wie bei dir. Guter Call. Okay. Bro! Oh, du hast mich hier gerade fast mit dem Baum erschlagen. Oh mein Gott, guck dich mal diesen an! Wo ist denn Stani? Wo ist der denn? Ey, Stani, hör auf damit! Der haut den Baum einfach weg. Ey, Bro. Alter. Okay, Eiersache, wer den angreift. Nee, Eiersache, wer den angreift. Ich schaff mich nicht. Aber die Schildkröte? Aber den hier schaffen wir. Die Schildkröte, ja, die brauchen wir. Weil jetzt brauchen wir die später für den Sattel. Einfach auf den Kopf schießen, Jungs, nicht aufs Panzer, weil er macht weniger Damage. Der ist langsam. Ah, Max, aufpassen. Der ist aber tanky und stark. Oh, Max, ich hab dich aus dem Kopf geschossen, Entschuldigung. Jungs, aber passt bitte auf. Aufpassen, ich würde nicht auf Nahkampf mit dem gehen. Ja. Hab ich jetzt auch gerade gemerkt. Boah, die müssen uns Gott. Später zähmen, sag ich ehrlich. Ich glaube, das wird krass. Ey, die sind übelst tanky. Stark, Jungs. Der durch. Riecht viel aus, das ist eine Tank-Klasse. Die machst du um deine Base. Jawohl. Jetzt mit Dings hier weg. Mit Axt, ne? Ja. Wir brauchen diese Zitrine, diese Hörner, die der hat. Okay, die haben wir weggehauen. Ey, Jungs, ganz kurz, ich muss mir ein paar mehr Pfeile machen. Komm, wie hier ist. Was geht, Candy? So, wenn wir hier auf der Jagd sind, brauchen wir natürlich auch ordentlich Pfeile. Zack, 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 zack. So, alles hier verballert an Pfeilen. Ich mache auch 50 Pfeile gerade. Oh, warte mal, ich glaube, ich kann mir doch jetzt auch hier eine Lederrüstung schon mal machen. Ey, kann man sich die später auch zähmen, den großen oder was? Nee, ne? Doch, kann man, ja klar. Brauchen wir dann Fasern dafür, aber egal. Den kannst du auch reiten. Den ganz großen da? Ja, den kannst du auch reiten, wenn du willst. Boah. Bro, das ist crazy, aber man sieht hier kaum was, Bro, es ist so dunkel hier. Ja, das ist hier leider echt ein bisschen dunkel gerade, mit den Sonnenstrahlen, die hier reinkommen. Wir haben auch Dämmerung gerade, Wow. Ach, ich will mal noch Pfeiler machen. So, ey Jungs, warte mal. Den können wir zähmen. Wo bist du? Den hier, warte, hier, wo dieser Flugding. Wie willst du den denn zähmen, Bro? Hast du so eine Dinger gebaut, Ach, er hat was? Diese Dinger gemacht, um den runterzuholen hier. Bam! Hör, wieso klebt er nicht dran? Egal. Jetzt pass auf, holt eure Knüppel in die Hand! Ah, Knüppel? Holt eure Knüppel! Knüppel! Und drauf, Knüppel! Ja! Knüppel! Warte, da ist noch so ein kleiner! Da ist ein kleiner, der mit angreift, Jungs, pass auf! Aua! Ey, der Große! Oh mein Gott, ihr habt den Großen sauer gemacht. Nein. Nein, der schlägt mich! Lauf! Renn! Lauf! Vergisst alle anderen Freunde! Oh mein Gott. Der haut mit seinem Schwanz! Um Gottes Willen.
Haben wir den wirklich angegriffen oder was? Ja, wahrscheinlich ja, aus Versehen getroffen. Leckt das Spiel bei euch, Leute? Leckt das Spiel? Also mir leckt bei nicht. Mir leckt gar nichts. Ja, bei mir auch nicht. Bei mir, auch nicht bei mir alles hier perfekt. Der Regen nervt mich gerade. Aber das war trotzdem schon eine erfolgreiche Tour gerade genau, gewesen. Genau, so, und so können wir den knüppeln und dann geben wir dem Fleisch und dann ist der okay wieder mit uns. Aber in die Richtung muss ich nicht mehr gehen, weil der Brontosaurus ist ein bisschen sauer auf uns jetzt. Ja, brauchen wir nicht mehr ins... Amir, warum kann weißt du, wie der heißt? Kann man auch sagen, dass die Nacht vorbeigeht, Bro? Bruder, den kennt man, das ist der größte Pflanzenfresser, den es gibt. Oh, seit wann kennst du dich denn mit Dinos so gut aus? Hä? Mein Neffe ist voller Dino-Fan. Ich kenne nur T-Rex und das war's. Ach, Digga. Nur T-Rex. So, jetzt erstmal schön was futtern hier, Leute. Zack. Jetzt gehen wir uns mal schön noch ein paar Fasern holen, weil dann mache ich mir jetzt hier meine erste Lederrüstung. Dann laufen hier die anderen Noobs noch mit Stoffsachen rum und wir haben Ledersachen. Ey, Max, du weißt doch, dass es Ego-Perspektive gibt, ne? Wie? Ja, du musst einfach nur mit Maus reinscrollen. Oha! Alter! Was findet ihr besser, Ego oder Third Person? Ich finde Ego am besten zum Spielen, aber manchmal zum Rumlaufen und so findest du Ego. Ego eigentlich besser, ne? Ey, das ist ja viel besser, Leute. Was findet ihr besser, Ego oder so? Mir gefällt eigentlich Ego-Perspektive besser. Hat so Forest-Vibes. Bei mir leckt es nicht, Leute. Ich weiß nicht, ob es im Stream leckt, aber bei mir läuft es eigentlich flüssig. Sagen die Leute, das bei dir leckt, oder was? Oh, die pranken dich einfach und du checkst nicht. Stein, Feuerschein und Leder brauche ich. Haben wir Leder? Ich habe vielleicht noch ein bisschen Leder. Ah, ich habe selber Leder, sorry. Never mind. Ja, okay. Ich habe auch kein Leder mehr. Boah. Jungs, weil ich kann uns so einen Schmelzofen jetzt schon mal bauen, dass wir gleich Metall anfangen können zu schmelzen. Ich bin jetzt hier Leder-equipped, Leute. Hm? Können wir eine Pistole bauen? Ja, Pistole ist aber sehr toll. Ego finde ich schon nicer, man sieht mehr im Ego, finde ich besser. Ja, müssen den können wir gleich tamen. Ja, dafür müssen wir den betäuben. Kann ich aber gleich zeigen. Aber können wir den auch mit diesen Narkosepfeilen... Genau, die machen wir uns jetzt gleich. Das steht als nächstes an. Narkosepfeile? Da müssen wir doch aber erstmal Narkosemittel herstellen. Ja, das ist relativ einfach. Mit verdorbenem Fleisch und mit Beeren. Okay. Ich habe hier nochmal neue Skillpoints. Wir gucken mal, was wir noch skillen können. Okay. Boah, ein Floß kann man auch machen. Cool. Insektenschutzmittel, Wassertank, Wood Gateway, Raptorsattel, eine Angel. Boah, Metallsachen sind natürlich auch edel, Leute. Da bräuchten wir aber erstmal Metall dafür. Mhm. Ja, das stelle ich gerade her. Am Anfang. Achso, und Metall kriegen wir von Stein oder was? Ja, wo hast du denn jetzt hier schon Metallerze? Ja, weil ich so einen Stein kaputt gehauen habe und da war ein Metallerz. Oha. Ja, das ist cool. Guck mal da hinten, ich will auch vielleicht mal, dass wir da hinten langlaufen. Ey, Leute, was ist das da für ein Rotes da am Himmel? Was ist das denn? Das ist so ein Boss-Spawner. Da musst du eine bestimmte Sache machen, dann ist man da drin der einen Boss. Das sieht aus, als würde da gerade ein Vulkan ausbrechen. Oh, okay, das ist krass. Das ist wirklich, da muss man aufpassen, Leute. Kann man sich den Boss auch ziehen eigentlich, oder geht das nicht? Nein, ich hab's nur gesehen, ich bin mir schon noch sicher. Wenn du den Boss besiegst, dann kommt ein spezieller Dino oder spezielles Wesen, was du zähmen kannst. Es gibt zum Beispiel so einen Wolf, Eiswolf, der greift an und friert alle Gegner ein. Nee, Alter. Der ist wirklich geil. Das ist ein richtiger OP. Ey, wow. Ja. Das sieht hier schon echt wild aus, Leute. So. Jetzt aber wie kann ich mir Mörsel brauchen? Haben wir schon Mörsel und so? Ja, die sind hier. Ich bin gerade 6 Narkosemittel am Herstellen. Du machst verdorbenes Fleisch rein und diese Betäubungsbeeren, die sind so schwarze Beeren. Mhm. Ja. Und dann musst du E drücken auf dieses Ding. Dann siehst du ja so Konsumgüter, Medikamente und dann kannst du Bauplan Narkosemittel. Und kann ich dann Pfeile auch reinmachen oder wie gehen wir das sehen? Nee, du holst das Narkosemittel dann in dein Inventar und dann gehst du wieder auf Herstellungsmenü im Inventar und dann kannst du Narkosepfeile machen. Weil du Pfeile mit Narkosemittel zusammentust. Braucht man nur Narkobeeren und verdorbenes Fleisch, mehr nicht? Genau, mehr brauchst du nicht. Okay, super easy. Ja, also hier sind jetzt auch schon 6 Stück drin in dem einen. Ja, geil. Brauchen wir die anderen Bären auch oder können wir die wegwerfen? Die brauchen wir zum Zähmen von manchen Tieren. Okay, also eigentlich mal behalten alle Bären, oder? Ja, aber kannst du irgendwo reintun. Jungs, ich hab hier, guck mal, hier sind 2 Schränke, das sind so große Kisten. Die kann ich jetzt auf den Pfeil rauf. Genau, genau, die kannst du mit dem Pfeil kombinieren und wenn du deinen Bogen in der Hand hast, drückst du R gedrückt halt. Oder übertragen? Bei Herstellung. Also die Bauplan Betäubungspfeile. Ey, ich mach hier mal in den einen Schrank die ganzen Bären mal rein einfach, ne? Ja, mach mal. Aber das ist erst ab Stufe 21, oder? Ganzen ich hab das jetzt schon. Zack, ich hab diese braucht ja kein Mensch.
Ich habe auch keine Betäubungspfeile. Ich glaube, da muss man. Dann gib mir Narkosemittel, ich mach dir welche und dann kannst du die verschießen von mir aus. Ja, ich habe die hier. Ich habe nur ein Narkosemittel. Warte. Feuerstein. Hast du ja noch nicht rausgeholt? Nee, Bro, das Problem ist, wir haben kein Fleisch mehr. Doch, das 8 also, Stück. Also, da ist noch was drin. Fleisch. Also, ich habe hier auch nochmal 6 Narkosemittel. Ich habe ganz viele Beeren. Ah, du hast die aufgesammelt. Okay, du hast die aufgesammelt. Ich bin gerade da drin am Craften. Dann schul das raus. Lass mich das rausholen, dann kann ich. Ja, das ja, dann würde ich sagen, dann lass uns doch mal da vorne, war so ein Triceratops gewesen. Dann können wir uns ja eh schneller fortbewegen, weißt du? Ja. Der Triceratops ist der Große mit den Hörnern, der ist nicht zum schnell fortbewegen, der ist zum Bären sammeln und so. Ach so. Aber der ist wichtig. Können wir hier die Base irgendwie markieren, dass wir die finden wieder? Das wäre nicht auch gut. Guck mal, das Blaue da, das soll ein Loot-Drop sein oder so, glaube ich, haben die Leute gesagt. Ja, es gibt immer so Loot-Drops, die runtergeflogen kommen. Da müsstest du immer hingehen, Alter. Ey, wie kann man denn jetzt die Pfeile zu Narkosepfeilen machen? In der Herstellung. Das musst du herstellen. Narkosepfeile. Ich finde das, ich find das gar nicht. Fehlt noch ein Level. Ach so. Ich fehlt noch ein Level. Ja, uns fehlt noch ein Level. Jetzt, oder? Ich bin Level 21. Ja, du musst es freischalten. Du musst freischalten. Ach hier, Betäubungspfeil. Okay, let's go. Jungs, können uns einen Holzfluss bauen, dann können wir das Schiff auch fahren, by the way. Stellung. Zack. Ich wär's 20, Bro. Oh mein Gott. Wie viel brauchen wir von den Narkosepfeilen? Wie viel sollten wir machen am besten? Oh, schon einiges. Ich bin faul gewesen, hab nicht gelevelt, Junge. Hab die anderen machen lassen. Ich mach mir mal 6 Stück. So viel Narkosemittel, wie ich hab. Boah, Conex Heals war auch krass, Bro. Cone Exiles. Ich habe davon nur eine Folge gemacht damit. Ja, aber Bro, ich muss ehrlich sagen, Cone Exiles habe ich leider gar nicht gefeiert. Das ja, war. Ist auch nicht so meins. Das war zu kompliziert, fand ich ja, auch. Ja, es ist auch super kompliziert. Die Frage ist jetzt nur, wie kann man jetzt den Bogen mit den Narkosepfeilen und nicht mit den normalen beladen? R gedrückt halten. Wie, was? R gedrückt halten. R gedrückt halten. Ah, lol. Man kann es auswählen. Okay, da kann man auswählen, welche Pfeile man nehmen will. Ja. Okay, ja, sehr gut. Hunger nur, ne? Ja, verliert hier echt schnell an Essen. Ja, ist normal. Boah, ich brauch kein Essen mehr, Bro. Du kannst halt Essen skillen, dass du ein bisschen dass du weniger Hunger kriegst und so. Mhm. Oder du mehr Kapazität hast. Ich habe jetzt erstmal Ausdauer gemacht und Ich auch. Ja, ich auch. Und ein bisschen Gewicht. Später gehe ich noch auf, ich gehe mal gerne auf Movement Speed, damit du voll schnell weglaufen kannst vor Dinos und so. Okay, das ist auch geil. Das ist auch gut. Guck jetzt hier nochmal, ob ich hier irgendeinen Dino erledigen kann. Ja, ich würde jetzt erstmal sagen, Bro, dass wir uns eh erstmal einen Dino holen, auf den wir reiten können, weißt du? Boah, das wäre. Oh, guck mal, hier ist so ein Raptor. Wenn man auf dem reitet, ne? Das wäre eigentlich crazy. Nee, das ist keiner zum Reiten. Das ist der kleine Giftspucker. Ja. Warte. Jetzt nochmal fett Dinoholz, ne? Bitte? Holz haben wir richtig viel drin gerade. Geil, das ist wichtig. Wir brauchen Holz, Stein. Also, brauchen wir Holz und Stein? Ja, Holz und Stein kannst du immer gebrauchen, Digga. Es dann gibt dann nie so Farm, ja, dann ich, ja. Also, ich würde eigentlich sagen, Bro, dass wir uns vielleicht mal, dass wir irgendwie eine freie Fläche suchen, wo wir im Dino, dass wir wirklich erstmal ein Dino haben, wo wir uns fortbewegen können. Am besten alle drei, oder? Damit, dass wir so zu dritt mit Dinos rumlaufen können. Ja, safe. Das wäre ja das Allerbeste. Dann lass uns mal alle so Sattel. Also welchen Sattel sollen wir uns bauen? Wir müssen ja erstmal Dinos suchen, Bro. Das Problem ist, viele Sattel hast du erst im höheren Level freigeschaltet. Hm. Ja, aber die einfachen, denke ich, machen wir jetzt ja schon, weißt du? Ja, Das ganze Holz machen wir ja in die Kiste da einfach vom Haus, ne? Das ist ja unsere Holzkiste. Ja, mach die rein da alles. So, das ist die Holzkiste. Boah, ey, wir haben ultra viel Holz auf Lager. Das ist wichtig. Die Kiste ist voll. Raptor, guck mal, wir haben doch schon einen Raptor-Sattel sogar, Bro. Ja, wir müssen einen Raptor finden erstmal. Du musst eigentlich nur einen Raptor finden, ja. Boah, guck mal, eigentlich hätten wir hier. Ich geh mal jetzt hier lang, Bro. Lass uns jetzt erstmal so Dinos suchen, die was bringen. Also, wir wollen 2-3 Mal die Woche auf jeden Fall Ark spielen. Ja. Ja, das ist der Plan. Wir wollen öfter Ark spielen. Aber eigentlich könnten wir uns ja auch schon Flugsaurier holen, Bro. Ja, nein, die kannst du ja erst mit Level 36 reiten, weil du das Sattel erst machen kannst. Amir, wo war denn diese Kiste da? Ach, hier. Okay, ich hab's. Direkt von unserem Haus. Nee, ich baue uns mal noch eine neue, weil die ist komplett voll. Ah, okay. Die ist komplett voll mit Holz. Ich hab 2 von den großen gemacht, ne? Im Haus drin selber. Ja. Ich dachte mal, ich mache jetzt hier mal noch so eine kleine Kiste für Holzlager. Ja, da können wir so Bauprojekte damit machen. In den Loot-Drops sollen meistens Sattel drin sein, okay, sehr gut. Ja, sogar so bessere Sattel sogar. So
So, zack. Du bist schon besser, weißt du, Bruder? Ich weiß, Bruder. Okay, das nehmen wir mal mit. Wenn ihr diese kleinen Candy Chicken sieht, dann tötet sie ruhig, ne? Es gibt doch schon mal ein bisschen XP. Okay. Also wie, was ist jetzt der Plan? Sollen wir jetzt warten, bis hell ist und nächsten Tag abwarten? Ich würde und dann... sagen, such jetzt erstmal also, Tiros, Bro. Ja, ja. Also du kannst dir eine Fackel machen und wenn du auf die Fackel in der Hand hast, dann rechtsklickst, drückst, dann machst du die an deinen Gürtel dran. Dann hast du vorne wie so ein Lichtding bei dir. Was ist das denn für ein Loch, Alter? Bro, ich hab hier so richtig ekelig. Der sieht wirklich aus wie Candy, Bro. Das war so ein richtiger Loch, Alter. Candy wird ja jedes Typ auseinandergesetzt. Ich hab hier Trizraptus, Bro. Trizraptus. Ey, das ist sogar mein. Damals war das mein mit eins meiner Lieblingsdinos gewesen, Freunde. Ein Trizraptus? Ein Trizraptus. Ja, warte mal, an, wie cool er ist. Leute. Wo ist der Schwanni? Hallo, Herr Trizraptus. Also, du bist weiter in die Insel, da bist du ans Wasser vorbeigelaufen, ja, ja, ne? Ja, am Wasser rumgelaufen, ja. Soll ich kommen? Willst du den zähmen? Ja, ja, ich würde den gerne zähmen, Bro. Ich habe eh keine Betäubungspfeile, also musst du eh kommen. Ja, ich komm. Ich würde jetzt mir einen Sattel dafür machen. Ey, ich finde hier gar keine Dinos gerade, Leute. Trizraptus-Sattel, Leute. Dann werden wir uns den jetzt zähmen. Leute, jetzt kommt die erste Zähmung. Max, willst du mitkommen, die erste Zähmung? Ja, wo seid ihr denn? Eigentlich ist die erste Zähmung. Eigentlich haben wir diese ganzen Candy-Dinger gezähmt. Ich finde hier gerade überhaupt keine... Ah, muted. Also, ich finde hier gerade überhaupt keine Dinos mehr. Ich laufe hier rum. Gar nicht. Schlafen viele. Ich glaube, wir haben die alle weggeknüppelt hier schon. Wir haben das hier alles ausgerottet. Genau. Anders kann ich mir das nicht erklären, Leute. Bin auf dem Weg, Stani. Wir haben die alle weggehauen. Easy, ich warte. Ich muss eh noch ein bisschen was sammeln. Nein. Ah. Ich komm mal mit dir, Amir. Ja, siehst du, da bist du da, Bro. Aber Max, der Stani müsste irgendwo gleich hier sein. Leder brauchen wir noch. Den Vollidioten müssen wir auch mal erledigen hier. Alter, guck mal. Alter, die können ja this brennen. This chick is on fire! Gerade ein Dino abgefackelt? Digga, der verbrennt hier ein Dodo, Alter. Der Amir dreht hier völlig frei. Oh, da hinten ist der, geil. Der Amir dreht hier völlig frei, Leute. Bist du danke. Okay. Aber das ist meiner, sag ich jetzt direkt schon. Na gut. Ja, Stani, okay, pass besser auf. Ich muss den Sattel machen, Bro, Ja, yeah, den können wir, kannst du eh machen. Der klappt erst, wenn wir den gezähmt haben. Dann kannst du da erst drauf machen. Ja, warum habe ich schon wieder so viel Hunger? Machen, hat noch jemand Leder dabei? Kann mir jemand Leder noch droppen? Ja, hier, ich hab 176. Okay. Scheiße, oh mein Gott, Leute, ich muss was trinken. So, ich mach schon mal Dings. Okay, Jungs. Damit können wir den Beben und zusammen mit den Vollidioten. Okay, willst du uns willst du mir auch noch Betäubungspfeile geben, Bro? Ja, klar, kann ich machen. Gib mal her. Ich geh einfach die Hälfte ab. So, alles wieder voll. Neuer Level verfügbar. Let's go, Freunde. Oh. Warte, ich mach mal noch ein Dings. Oh, leck bei mir gerade, warte kurz. Jo, passt. Ah, kannst du mir ein Leder gleich noch geben? Leute, das ist jetzt die erste richtige Zähmung hier. Bro, ich hab gesagt, hä? Hallo? Wie kann man denn was droppen? Was geht, Shani? Du drückst Inventar auf und wenn du drauf drückst, also wenn du alles droppen willst, drückst du O, ansonsten kannst du rechte Maus halbieren und so. Alles kurz. Ja, kein Ding. Stapel teilen, halbieren. Ah, übrigens, immer aufpassen, wo ich auslogge, ne? Weil siehst du, Shani schläft jetzt hier gerade. Ah, krass. Guck mal hier, ich hab dir ein Leder getroppt, Armin, ja? Komm, ich hab. Ey, Armin, mach keine Scheiße! Was denn? Ich mach doch gar nichts. Ja, Stani, ich will dir nur sagen, wenn du deinen neuen Dino zähmst, pass besser auf den auf. Ey! Bro, weißt du, wie selten der ist? Schade, Bro. Max, magst du meinen Dino ausschalten, Leute? Ich glaube, ich dreh durch. Bro, ich glaube, ich dreh durch. Ja, was soll das Level denn? Boah, der ist richtig, aber das ist ein richtig schöner Dino. Und der ist dafür zum Beeren sammeln da, oder was? Ja, Level, Den gibst du nur, Dinos kannst du auch leveln, den kannst du auch Stats geben. Der sieht richtig schön aus. Und dem gibst du zum Beispiel nur Gewicht. Der ist halt gut zum Sachen rüber transportieren und so. Der kann irgendwie. Das ist der Transport-Dino. Ja. Das ist ein richtiger Standard-Skill, weißt du? Richtig breit und. Der tankt. Weißt du? Der tankt. Ja, ich muss kurz einmal Dings, Leute. Dings, das Game ist gecrashed. Geht gleich weiter, Leute. Wusstest du, dass du zum Beispiel hier sowas bauen kannst? Und dann kannst du ja drinnen so eine Falle bauen, dass sie nicht rauskommen? Oha. Das sagt man so Zähmungsfallen und so. Was denkst du, wie viele Narkosepfeile der Bummi braucht? Ob so zwischen 6 bis 7. Oh, warte mal! Die können wir auch zähmen, Max, warte. Wo? Hier, der oben, der. Ich sehe dich nicht, ich weiß nicht, wo du bist. Siehst du mich nicht hier? Hinter dir. Ah, doch, da bist du. Oh, der hat gerade richtig einen fetten Haufen gelegt hier.
Boah, den habe ich schon gezähmt, Leute. Den nehme ich mit. Okay, warte, ich mach's nochmal. Ich hole jetzt erstmal. Okay, ich hab den Sattel, den, Bro. Wir können, den hast du gezähmt jetzt hier. Wir können loslegen. Ja, den habe ich jetzt gefangen. Alter, Ami hat einen Flugdino gefangen. Ja, den kann er noch nicht reiten, das ist das Ding. Aber ja, ist trotzdem cool. Ami, jetzt gibt's Angriff. Ja, warte. Gib mir vielleicht auch Narkosepfeile, falls du brauchst. Ja, komm her zu mir. Okay, komm her das zu mir. Will ich jetzt mal sehen hier. Also, dann magst du das auch Narkosepfeile oder nicht? Ja. Gib her. Mach dir mal, schieß mal drauf. Guck mal, wie weit du kommst. Hier, warte. Hier, drei Stück hier. Und ich muss R drücken, ne? Guck mal, wie weit du kommst damit. Jungs, aufpassen, der Dino, wenn der euch haut, der schmeißt euch weg. Ey, Max, hast du nicht auch Narkosepfeile? Ja. Ja, dann helf mit, Bro, du musst mit schießen. Ja, mach ich doch. Okay, Leute. Okay, Bogen anlegen! Nicht auf die Fresse schießen. Oh, Leute, nein, warte. Was ist das? Nein! Was denn? Mein Game ist gecrashed. Oh, da sieht ihr auch. Einfach Game Crash, lol. Bro, jetzt habe ich einen Narkosepfeil in die Luft geschossen. Ist egal. Warten wir mal kurz auf Max. Ja, ich hatte das gerade auch gehabt. Hä? Komisch. Kann man dir auch diese Fehlermeldung einfach? Ja, auch. Hm. Ey, Leute, wie schlecht. Wie schlecht ist das denn? Egal, warte. Geht wieder weiter. Boah. Gleich wieder drin. Ein Schreiner ist kaputt gegangen. Was ist das denn? Wartet, Jungs. Ich habe den zweiten Flug gegen mich so, Hä, ich habe das doch vorhin zu Favoriten hinzugefügt. Warum sehe ich es jetzt nicht in meiner Favoritenliste? Ja, musst du kurz warten. Das hat irgendwie auch das Problem gehabt. Kann der Dino auch Dings kaputt machen? Bäume und so? Ja, nicht gut. Dafür sind Biber gut. Du kannst die Biber zähmen. Biber? Die sind gut, kann man die ja, auch ja. zähmen? Ja, Biber. Da kannst du auf einen Biber reiten. Das ist crazy. Was? Ey, Leute, ich hab richtig Bock, mir so einen seltenen Dino zu holen. Ich sag euch, Real Rap. So einen richtig seltenen, wo ich dann Dings, Max und Army beeindrucke. Ja, Jungs, der Server wird mir nicht angezeigt. Ja, dann gut. Dann gib nochmal einen den Namen. Ah, guck mal, hast du Passwort umgeschossen oder so? Kannst du rechts oben da angeben nochmal. Ah, zeig das nicht im Stream auch. Ja, klar, natürlich. Das ist ein Top-Secret-Server, Leute. Unser erster Dino, den wir gleich zählen, wenn Max da ist, Leute. Das wird geil. Digga, ich verhungere einfach. Auf Essen. Ja, Pech. So, Leute. Und wir trollen wieder rein. Da ist er wieder, ja. Ui. Okay, ich bin wieder da, Leute. Okay, Max, okay. Mach dich bereit. Ich bin ready. Bist du ready? Okay. Jetzt wird der Dino gefetzt hier. Der okay, kriegt jetzt schön einen zwischen die Augen. Anlegen, ja? Jungs! Anlegen! Nicht auf mich, nicht auf mich. Und 3, 2, 1, Schuss! Feuer! Bam! Wie viele braucht der? Feuer! Wir brauchen ein bisschen! Ich hab keine mehr. Wir haben noch einen. Ami, mach mehr! Hab ihn! Letzter Schiff! Ja, letzter perfekt. Schuss. Optimal. Oh nein, so, warte, Shani, komm her, Shani. Wichtig. Guck mal, die hier, tust in sein Inventar. Und dann drückst du einfach reinlegen. Und dann drück E drauf. Wenn du die reingelegt hast, paar Mal. Einfach zwei, Bären. Einfach Bären reinlegen. Bären oder welche Bären waren das? Ja, reicht schon. Die Mejo-Bären, Mejo. Magenbären? Mejo, diese lilanen so. Ja, weil ich hätte nur ein paar gehabt. Hast du nicht aufgesammelt? Warte mal. Ah, hier, Mio-Bienen, ja. Woher weißt du, dass das die Bären sind? Zähmung 0% aktuell. Weil ich den kenne. Ja, du musst warten, der muss fressen, da muss er ein bisschen erholen und so. Guck dich mal an, der schläft jetzt hier gerade. Wie krass das einfach ist. Wie viel soll ich den geben, Bro? 2, 3 Stück und dann wartest du einfach. Ich hab dir jetzt mehr gegeben, Bro. Aber nur diese Jungs, da kommt was geflogen! Wow! Das ist Speedy! Alter! Und das ist der andere, den ich auch noch gezähmt habe. Ich hab 2 Stück. Tasche. Bro, was? Alter, haben jetzt hier 2 von den Flugdingern, ey. Ich muss mir jetzt auch mal einen zähmen. Ja, da steht noch 0%. Den hast du noch nicht gezähmt. Der braucht noch, Stani. Ja, er braucht noch ein bisschen. Das dauert ey, bei mir auch. Amir, wie kann man diesen Flugding da hinten zähmen? Helf mir mal. Aber ich hab dir schon einen Namen gegeben. Warte. Hol den Knüppel in die Hand? Nee, so wegknüppeln oder mit Narkosepfeil? Ja, hast du Narkosepfeil noch? Ja, ich hab 2 Stück noch. Ja, warte. Das geht gar nichts mit Zähmung. Jetzt schieß auf den! Nicht füttern! Bam! Erst allein! Nicht nochmal, füttern, schießen. Leute! Ja, der zerfrisst die gleich von alleine, aber ist ich glaub, ich hab keine. Jetzt Knüppel! Okay, Knüppel! Ja! 33%! Wegknüppeln! Geh schlafen, den Junge! Nee, das ist der Army sein. Ja, erst schlafen. Jetzt, warte, jetzt musst du dem Rund Fleisch geben, Max. Großfleisch, okay. Ja.
Warte, also da gehe ich dann jetzt aufs Inventar. Genau, und dann schmeiß. Und ich hab rohes Fleisch dabei. Drück E auf den. Ja, einfach E, okay. Und dann rohes Fleisch da reinziehen. Ich hab dem 14 rohes Fleisch reingedroppt. Ey, Jungs, das ist so geil, Junge! Ey, das ist voll krass. Komm. Dicke Tasche, wer wird denn dicke Tasche genannt? Ey, Stani. Digga, Stani, hast du mein Dings geklaut? Was hab ich geklaut? Du hast ihn einfach umbenannt, jetzt Folge Stani Bunny. Du ekelhafter. Ist das jetzt meiner? Nee, aber du hast einfach einen Befehl gegeben. Ey, Amir, ich hab dem das Fleisch reingezogen, aber was ist ja, jetzt warte, damit? Ja, warte, du musst jetzt nur warten. Nur warten, mehr muss ich. Okay. Oh, ich hab 66,7%. Alter, Leute, wir haben jetzt gleich endlich. Jetzt hab ich ihn! Dicke Bauchtasche. Digga, die dicke Tasche. Die dicke Bauchtasche, Leute, ist wie kann ich ihn. Oh mein Gott. Junge, wie crack das hier aussieht. Okay, Bro, jetzt gebe ich den einen dicken Sattel. Junge, ist das krass. Jetzt Junge, E drücken und dann, musst du drauf. Ja, jetzt kannst du E drücken auf den. Let's go! Alter! Aber pass auf, dass er überladen ist, ne? Weil er ist noch schwach. No way! Ja, der ist überladen. Ja, der ist überladen, Bro, der ist überladen. Aber guck mal, wie ich da drauf sitze, Bro. Weil du überladen bist. Junge, das ist ja übel krass. Also du hast voll viel. Musst du vorstellen, er, den Sattel noch. Boah. Der Stani reitet da oben einfach auf seinem eigenen Dino drauf. By the way, wir können unsere Tiere auch paaren miteinander, ne, jetzt. Oha. Also wir können jetzt auf jeden Fall hier schon mal so eine Flug-Dino-Schule aufmachen. Ja, klar. Na klar. Ey, ist das normal, dass der immer noch bei 0% ist? Ja, das dauert ein bisschen. Bei mir auch ganz null, dann auf einmal ist er auf 100 gegangen. Stimmt, wir können ihn paaren, Bro. Dann machen wir uns nochmal eine Paul-Berger-Limo auf, Leute. Warte, Leute, wie kann ich ihn denn... Bro, der Flugdino gehört jetzt mir auch, oder was? Die gehören uns eh alle, die hören auf uns alle. Okay, weil wir einem Stamm sind. Ey, wir haben jetzt schon so viele Dinos, das wird jetzt richtig krass hier. Muss ich erstmal ausruhen, oder was? Muss ich erstmal ausruhen, der Paul-Berger, oder wie? Ja. Ah, hier kann man ihn auch aufholen. Wie kann ich den mit dem irgendwas rausgehen, Leute? Also ich hab das in. Man kann ihn sogar kastrieren, Bro. Ja, aber mach's nicht. Nee. Boah, meiner wird geschissen, Alter. Ich laufe jetzt hier mal noch hinten ein bisschen rum, solange wie der E braucht, Leute. Ernteeinstellung. Dann können wir vielleicht noch den einen oder anderen Dino erledigen, weil wir brauchen sowieso noch Leder für unsere Lederrüstung. Spieler angucken aus. Ey, wann wird denn hier mal wieder Tag, ey? Das ist ja schon richtig lange Nacht. Folge mir. Okay, er folgt mir, nice. Ah, guck mal, deiner hat schon Prozente bekommen, Max. Oh, nice. Aber wie kann man denen jetzt zum Beispiel Sachen reinpacken in den Inventar, Bro? Ey. Ach, ja, Inventar, du. Hier ist noch so einer, wie Stani gerade gezähmt hat, wenn wir noch einen wollen, ne? Ja, aber wir haben keine Narkosefalle mehr, müssen wir welche machen. Okay, ich glaube immer zurück, ich habe auch kein Fleisch mehr und so. Und guck mal, hier ist ein kleiner Baby. Ich habe gemacht, dass meiner mir folgt. Guck mal, Leute, wie er mir folgt. Aber wieso kann ich den nicht reiten, Bro? Oder muss ich die Sachen bei ihm reiten? Ja, nein, weil dein Gesamtgewicht ist zu schwer gerade. Mit ihm, weil er ist noch so ein Low-Level-Typ, weißt du? Gib ihm noch ein paar Level ab, indem der ernten geht und so. Gedrückt halten, verhalten, er soll dir folgen. Und dann lauf zurück zur Base, leg alle deine Sachen ab, dass du ein cleanes Inventar hast, dann fahr mit dem ein bisschen. Ja, dann machst du locker 4, 5, 6 Level mit dem. Paarung aktivieren. Leute, den muss ich erledigen, dann kann ich mir das Baby zähmen. Ja, wenn du jemanden erledigst, kannst du Baby zähmen und dann geht Jonas das machen. Wir gehen erstmal zurück, wenn wir die erstmal leveln. Oh. So, haben wir schön nochmal Leder geholt und hier werden wir uns jetzt hier das Baby einmal zähmen. Den Flugdino müssen wir da auch erstmal abstellen, Bro, die nerven sonst. Wir müssen uns am besten Gehege machen für die Dinos. Alter, ich habe mir den kleinen Candy gezähmt schon wieder. So, mitkommen, wir gehen jetzt hier unseren kleinen Flugbruder abholen. So. Kommst jetzt mal mit hier. Oh, guck mal, aber Leute. Ich sagen, dass ich erwarten ich sag soll. Euch ehrlich, Live-Chat, wie würdet ihr den nennen? Ich muss irgendwie warten oder so. Wenn ich finde, der ist schon süß. Nein! Ey, aber ich sag dir ehrlich, wir müssen halt schnell leveln und dann, wenn wir Flugdinos haben, ist eh krass. Ja, dann können wir ja auch erkunden und so. Warum schlägt man denn mit Steuerung? Ich dachte, da bückt man sich. Ja, es wird langsam hell, glaube ich. Weil dann können wir auch zu Loot-Drops gehen und so und dann geht's eh voll durch die Decke. Ey, ich habe gerade angefangen, eine Bindung zu dem aufzubauen. Ey, ich crash schon wieder. Was ist das? Ja, die Steine brauchen wir eh in der Base auch, deswegen, ich will das jetzt nicht unbedingt hinschmeißen. Ey, Leute, alles bei mir einfach schon wieder Game Crash. Nein. Schon wieder diese Meldung, ich weiß nicht, was das ist. Das hattest du letztens auch Problem gehabt mit Dings, ne? Hat's auch mit Forest Probleme gehabt. Ja, aber das ist was anderes. Was ist das? Das ist echt komisch, Digga, das darf nicht sein bei dir.
Irgendwas kommt so ein Fenster auf mit so einem übelst langen Fehlercode und dann ist das Game, bricht ab. Gib den mal schnell bei Google gleich ein. Ja, mach ich, wenn das nochmal kommt. Heißt, mach ich das, ganz komisch. Bro, ich hab sehr, sehr viele Fasern drin. Army und Holz noch reingepackt. Nice. Wir müssen jetzt mal gucken, dass der eine Flugdino hier bleibt. Egal, geht denke. Schnell leider. Hast du das herausgefunden, Army, wie das geht? Ja, leider nicht. Muss auch so irgendwie auf Verhalten sein. Zurück. Inventar. Leute, wie kann ich ihm sagen, dass er chillen soll? Chill, Bruder. Erfahrung aktivieren, hier wandern. Hier, Folgenbefehl deaktivieren, Bro, kannst du machen. Folgenbefehl. Ah, okay, nice. Dann fliegt der, glaube ich, hier rum die ganze Zeit, oder? Nö, keine Ahnung, ich glaube, dann chillt der irgendwo. Ey, wir sind wieder da. Ich weiß, so, ich bin jetzt auch. Oh! Ich bin jetzt auf die Maschine unterwegs, Jungs. Also ich bin hier gerade an so einem Ort, wo drei von diesen Triceraptoren noch sind, die Stani hat. Geil, das ist gut. Okay. Ach, wir brauchen eigentlich nur eine, können wir die fahren, weißt du? Boah, crazy. Bro, man kann damit sogar Bäume fällen mit den Vollidioten. Was? Ja, aber der holt nicht viel Holz da leider raus. Bro, das ist ja wie so ein Panzer, ey, das Ding. Ich geh ganz kurz auf Klo. Ich geh ganz kurz boah, auf Klo, der macht Bären hier ohne Ende, Bro. Der macht Bären, der ist eine Bärenmaschine. Stark. Sehr, sehr stark. So, wie geht's hier mittlerweile meinem Idioten? Oh, dem geht's wieder gut. Oh, joi. Kleiner Paulberger hier. Zack, ich geb dir direkt ein bisschen Essen. Leute, das ist unser erster gezähmter Dino hier. Hauptsache, dem geht's gut, oder? Hauptsache, dem geht's gut. Sattel dafür haben wir leider noch nicht. Okay, komm mal mit jetzt. Wie können wir dem sagen, dass er mitkommen soll? Verfolgen die einen automatisch? Weißt du das, Shani? Oder muss man dem was sagen? Die verfolgen automatisch oder du sagst ihnen halt, die sollen dich nicht mehr verfolgen. Erhalten. Ich habe jetzt zum Beispiel dicke Tasche gesagt, der soll mich nicht mehr verfolgen. Dicke Tasche. Also der Tracking ist jetzt Info, eigentlich der dazu da für Bären oder was, der Triceraptus. Du kommst jetzt mit. Warte mal, Army, wie kann ich dem sagen, dass der mir mal hinterherläuft? E gedrückt halten auf den Dino. Ja. Dann siehst du rechts so verhalten, dass du so der Kopf mit so dreht. Und dann oben rechts Befehl folgen, aktivieren und so. Ey, Bro, der ist eine übelste Fahrmaschine. Glaub mir, der ist eine richtig krasse Fahrmaschine. Arme. Ja, und dann kannst du die Narkosebären einfach rausholen, so weißt du? Ja, okay, nice. Let's go, Leute. Wir sind wieder auf dem Weg. Ich würde sagen, dann lass uns jetzt erstmal noch ein paar mehr Narkosepfeile machen, oder? Ja. Ich bin gerade dran. Ich mache gerade verdorbenes Fleisch und so. Ich versuche das zu machen. Verdorbenes Fleisch brauchen wir halt ziemlich viel. Oh, der ist fast cool wieder, Leute. Wir holen uns jetzt richtig viel Narkosebären und dann holen wir uns übelst viele Dinos, Leute. Und du levelst ihn auch ab, ne? Ich will mir auch einen richtig dicken T-Rex holen, ich sag dir ehrlich. Boah. T-Rex ist ein geisteskrank. T-Rex machst du, dass er dir folgen soll und dann greift er alles an, was in der Nähe ist. Was? Der zerfetzt einfach alles. Ja. Ey, Junge, guck mal, wie viele Bären ich habe. Das gibt's doch gar nicht. Ja, das ist geisteskrank, ne? Das ist wirklich, den Vollidioten, den stelle ich jetzt hin, der hat erstmal so viele Bären, der wollte gar nichts mehr machen. Der ist geisteskrank. Der ist geisteskrank. Oh, bald können wir uns Dings machen. Ah, warte, genau, ich wollte ein bisschen Dings farmen gehen, Jungs, noch. Ein bisschen Eisen. Ich hab den erstmal hingestellt, Amir. Der dicke Bauchkraft steht jetzt hier erstmal. Ja, nice. Oh, warum steht Speedy bei uns in der Base? Raus, du Vollidiot! Ey, lass Speedy in Ruhe! Der schläft da. Schläft da? Ja, Bro, der soll sich mal wie dicke Tasche da hinten hinstellen. Ja, wir brauchen mal so am besten so einen Parkplatz, wo unsere ganzen Dinos geparkt sind. Dino-Parkplatz, Bro. So. Hinkommen, du kommst jetzt hier neben dicke Tasche. Die immer töten, Stani, weil wir brauchen das Dings von denen, dass wir diese Sattel für die Fliegenden machen können. Landen. Ey, was greift mich an? Aua. Ja, oh mein Gott, dicke Tasche zerfetzt den. Oh, hier ist voll der Dino-Kampf. Oh mein Gott. Dicke Tasche, du schaffst das. Dicke Tasche dreht durch, Vorsicht! Alter! Spiel! Guck mal, wie der den Kleinen zerfetzt! Boah, das ist einer! Super dicke Tasche! Boah, die greifen jetzt den auch noch an! Den Alter, strong! Strong! Bro! Ey, das ist krass, die Dinos, die tanken einen, die helfen einem! Ja klar, ist eingestellt! Und die greifen unser Ziel immer an! Das ist wild! Ja, das sind Ehrenmänner! So, du hast hier dich gut verhalten! Deswegen, du parkst jetzt erstmal hier. Wandern deaktivieren. Aber man kann irgendwie auch den genau sagen, wo die hin sollen.
Ich will nicht, dass er sich jetzt erstmal gar nicht mehr bewegt. Obwohl, wir können das ganze Fleisch hier auch mal verderben lassen, Leute. Chillt der jetzt hier oder was macht der? Ja, ich lasse auch gerade ein bisschen was verderben. Ja. Im Inventar auch voll viel. Um Gottes Willen, was macht der denn jetzt? 29 verdorben das Fleisch. Hast du hier in die Schränke das reingepackt? Ey, Jungs, wie kann ich dem sagen, dass der einfach hier chillen soll, nichts machen soll? Welche Bro, woher weißt du, welche Bären? Nochmal. Der soll runter. Oh, die schwarzen Narkosebären. Oh, mein Gott, hat der hier nicht auf ihn gesammelt. Oh. Alter, mach dir den mal an. Wo bist du? Ich bin da nicht stolz drauf. Bro. Warte, ich komm. Dicke Bauch, also ich bin richtig stolz, Bro. Was hat der gemacht? Guck dir mal diese kleine Art, die da hingeht. Das ist, Bro, das kam aus seinem Körper. Das ist, Daniel, Bro, bist du ein stolzer Papa? Sieht ein bisschen aus wie Candy. Bro, das Ding hat der, da hat der richtig einen rausgefängelt. Junge! Was denn? Dicke Bauchtasche spuckt Taschen. Das ist so, die ganze, ja, der ganze Bärenloot hier. Ich hätte die Narkosebären jetzt noch rausgeholt, die anderen habe ich weggeschmissen. Stark, stark, stark. Gut, Jungs. Ich würde mir jetzt eigentlich gerne noch ein... Was hab ich das Ding eingepackt, Stummkopf? So einen schnellen Raptor holen. Oder eigentlich macht es erstmal Sinn, dass wir auf Level Dings kommen, oder? Ja, 36 ist das Beste, was du machen kannst. Ja, 36 wäre erstmal Dings, So, wir haben ein Level up. Ich guck mal gerade. Oh, sollen wir vielleicht auch einen Futtertrug machen? Das ist auch wichtig, oder? Ja. Das oh, ich kann Armbrust auch wichtig. Machen. Schwaches Heilmittel auch. Das ist auch gut. Ami, ich hab noch ein bisschen verdorbenes Fleisch. Ja, leg's einfach in diese Dings rein. Einfach reinlegen. Und dann kannst du auch selber herstellen. Weißt ja, wie es geht, oder? Ja. Ah, nee, weiß ich nicht. Ja, wir müssen halt auch eine Heilfarm, ne? Irgendwo. Mörser. Ja, ich versuche gerade zu machen. In den Mörser reinlegen und dann gehst du auf zu irgendwie. Auf, da kannst du so, da gibt's wie so einen Ordner, auf den du klicken kannst, zum Essig. Ah, Konsumgüter? Genau, und dann Medikamente. Ami, wie findest du denn Metall? Es gibt einmal so Metallberge. Ah, okay. Und es gibt einmal hier im Wasser Nähe. Lass mal auf die andere Seite gehen, weil im Wasser da sind auch Eisenohrs und so. Die sind unter Wasser auch gerne, so runde Steine im Wasser. Boah, ich mach mir jetzt hier einfach mal 16 Narkosepfeile, Leute. Dann werden wir jetzt hier richtig durchdrehen. Ja, mach. Aber woher, zum Beispiel so fleischfressende Dinos muss ich immer Fleisch geben, ne? Ja. Ja, bei dem wusste ich's halt. Okay. Und ansonsten, woher weiß man sonst? Entweder probieren. Oder auf der Ark-Wiki gehen, schnell. Okay, probieren. Achso, ich hab ein neues Level, Leute. Oder wir fragen Chat einfach. So. Chat hilft ja auch gerne. Hab jetzt 16 Narkosepfeile, jetzt kann uns nichts mehr passieren. Wie kann man am schnellsten leveln, Chat? Ja, exploren, craften, aber bauen. Narkosepfeile machen wir uns auch noch. So. Zeiten. Digga, das... Ich weiß nicht, Leute, was würdet ihr noch mehr skillen? Sollen wir nur auf Gesundheit, Ausdauer gehen? Nein, 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 ich würd noch auf, also ich mach zum Beispiel voll gerne noch Geschwindigkeit. Ja. Damit du laufen kannst. Auch nicht schlecht. Wie viel brauchen wir für ein T-Rex? Boah, Digga, T-Rex wird schwierig, Digga. T-Rex ist so. Boah, ich glaube, auf dem Level sind wir noch nicht, Bro. Nee, da brauchen wir richtig Waffen und ja. Ich mache jetzt, guck mal, ich habe 220 Leben, 300 Ausdauer, jetzt gehe ich ein bisschen auf Bewegungsgeschwindigkeit. Ja, das ist eigentlich ein guter Call. Und Eisen können wir auch einfach mit einer normalen Spitzhacke uns farmen, oder was? Genau, aber ich hab jetzt gut Eisen gefarmt, wir müssen uns halt eine Werkbank bauen und danach baue ich uns alle eine Eisenspitzhacke und dann gehen wir Eisen farmen. Dann zeige ich euch, wo wir Eisen farmen gehen können. Da holen wir ganz viel Eisen mit. Durch Dinos bekommt die XP, genau, durch Dinos. Ja gut, 10, 5 alles. Bis 10 wäre jetzt ein 107, meint der eine. Was denn? Der eine meint 5 bis 10 Giftpfeile. Ey, Jungs, das Ding ist halt, hier neben uns ist halt so ein grüner Loot-Bereich, ne? Der ist gar nicht so weit weg. Ja, den können wir gleich hingehen, wenn du willst. Ich such grad Eisen. Ja, wie sieht denn diese Eisendinger aus? Und ich gehe an den Strand und guck nach Wasser, so nach so abgerundeten Steinen. Am Wasser? So abgerundete Steine? Ja, am Wasser, genau. Ja, ich geh ein bisschen Stein. Kann man sich eigentlich irgendwo bücken? So, oder gibt's das ja, hier auf gar nicht? C. Mal T. Ich weiß halt nicht genau, wie das aussieht. Ich habe das noch nie gesehen hier, dieses Eisen. Aber so Eisenwerkzeug wäre natürlich jetzt auch mal eine gute Sache. Ja, mache ich uns gleich. Ja. Aber hast du ein Eisenwerkzeug, farmt das mehr oder was? Ja, farmt alles mehr, schneller, mehr. Also und ja, genau, kriegst mehr und schneller. Das ist auch kein. Habe ich gerade Eisen bekommen? Und Dings sollen wir auch töten hier, Schildkröte. Metall, Rohstoff! Jawohl. Mhm.
Aber ich habe das jetzt einfach aus einem normalen Stein bekommen, Armin. Ja, da kriegst du mal eins raus. Es gibt auch richtige Steine, die sind so Metallerze drin. Da kriegst du so 100 okay. oder krass. So raus, weißt du? Krass. Ey, Marci, 46 Monate Ehrenbruder. Okay, harte Modarbeit. Kuss. Ja, kriege ich eine Paulberger Limo für den Genuss. Bro, sehr gerne, auf jeden Fall. Okay. Hast du noch keine gefunden bei dir in der Nähe, oder was? Digga, Marci wirklich schon lange dabei, muss man echt sagen. Kuss, 46 Monate, ey. Boah. Das ist krass. Das ist crazy. Macher, kein Lacher. Aber ich lache. Was willst du dagegen tun? Weiß ich nicht. So. Yeah! Oh, endlich mal Sonnenaufgang. Die Nacht ist endlich vorbei. Okay, wir haben 5 Metallbarren. So, jetzt fange ich mal ein bisschen zu bauen, Leute. Ich will abhauen! So, Herstellung. Als allererstes baue ich meine Werkbank. Ui. Und bau. Sehr gut. Was brauchen wir jetzt dafür? Hä? Bisschen Holz. Stein nochmal. Herstellung. Schalten wir mal hier ein bisschen die Metallsachen frei. So. Boah, aber ey, die Schildkröte hält ja übelst viel aus, Leute. Ja, Schildkröten sind Tanks. Das sind Tanks. Die bauen die. Brauchst du gar nicht zu versuchen. Was sind jetzt aber hier? Die Pfeile waren gerade zum Overpass, Leute. Ich hab gerade, Metallspitzhacke gedingst, aber ich find's irgendwie nicht bei der Herstellung. Ja, warte. Muss da irgendwie erst. Ja, das muss man an der Werkbank machen, Bro. Ach so, okay. Okay. So, machen wir auch mal hier ein bisschen Bewegungsgeschwindigkeit, dass wir schneller laufen. Haben wir schon eine Werkbank? Bäumen her, Leute. Ja, ich habe eine gerade gebaut. Ich muss die platzieren auch. Ich muss gerade Pfeile weitere. Also Pfeile ist wirklich eigentlich Meta. Ja, Pfeile ist unendlich auch Meta. Pfeile. Warte mal. Pfeile ist wichtig. Auf jeden. Pfeile. Schmelzofen? Pfeile, nee. Ich hab Futtertrug für die Dinos müssen wir halt auch machen, nicht, dass die wieder abhauen. Oder sterben. So. Ja, stimmt, so die Dinos müssen wir auch noch. Ja. Wir brauchen ja auch was zu essen. Das dürfen wir nicht vergessen, Leute. Ah. Kann man sich hier einen Fallschirm bauen? Mhm. Wie brennt das denn? Also hier ist noch ein Oh ja, hier sind noch übelst viele Triceratops, wenn wir brauchen, ne? Okay, Metallbarren. 1, 2, 3. Jungs, ich hab uns nur 3 Metallspitzhacken gemacht. Macher. Sehr gut. Macher kein Lacher, Junge. Macher kein Lacher, Chat. So. Mach doch Schrotflinte. Ja, wir machen uns noch Waffen, Jungs. Jo, herzlich willkommen an alle, die jetzt eingeschaltet haben hier. Ich würde gerne noch ein bisschen Eisen finden, weil ich will eigentlich auch eine Eisenaxt haben. Ich will hier nicht mehr mit Steinsachen rumlaufen. Auf Noob-Basis, Leute. Also Armbrust wäre strong. Kein Bock mehr auf so Noob-Basis hier. Ja, Armbrust wäre echt wichtig eigentlich. Was ist das für Ding? Ist Armbrust denn so viel besser als Bogen? Ja. Ah, du, damit schießt du viel genauer und machst auch mehr Damage. Was braucht man für Armbrust? Eisen und so. Aber ich zeig euch gleich, wo so ein Eisenspot ist, Jungs, wenn ihr Bock habt. Okay, ja. Dann gehen wir dann alle zusammen hin. Aber vielleicht. Oh, war geil, wir haben es noch vorher. Fallschirm, Stroh und Leder. Ich glaube auch nicht, dass Arc fürs Handy geht. Oh mein Gott, Leute, was ist das hier für ein Dings hier? Okay, die Dinger sind fertig, Jungs. Wenn ihr euch die Dings fertig, wenn ihr die schon abholen wollt, die Eisenspitzhacken. Ja, gerne. Ich glaube, Armbrust können wir noch gar nicht freischalten, ne? Also, doch, ich habe schon freigeschaltet. Oha. Level 27. Digga, Armi dreht hier völlig durch. Hä, ist das nicht alles gleiche Level? Ich weiß nicht, was ich für ein Level bin. Drei. Wo sind wir noch Fallschirme? Ich bin das Level 27. Wer? Der Parasaurius. Boah. Ist der gut oder für was ist der gut? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, der sieht schnell aus, Bro, ich sag dir ehrlich. So, packen wir nochmal ein bisschen Roheisen rein hier. Zack. Ey, Armin, kannst du mir mal die Eisending droppen? Ich weiß, hier, in der Werkbank ist das drin. In der Werkbank. Ich brauche eine Beruhigungspfeile für den. Der ist gut für Farm, schnell, ja. Boah. Ja, warte mal, ich komme mal zurück zu Base, ich hole mal Betäubungspfeile ab. Mhm. So. Also, ich würde dann jetzt sogar. Was kann man damit farmen? Wie kann ich denn die Werkbank benutzen? Ich würde mir mal gerne noch so eine Eisenaxt machen. Ich habe okay, auch Eisen. Okay, guck mal, du drückst E auf die Werkbank.
Das ist wie beim Narkostik. Siehst du, da steht da Waffen, weißt du? Da drückst du Doppelklick. Dann Nahkampf. Dann siehst du die Metallachse. Aber ah, hier dieser Eisen für. Ah. Ja, Biere genau. Haben wir schon eins und haben, Leute. Okay. Ah, ich hab 7, ich brauch noch eins. Also 7 schon Dinger, aber mal gucken. Ja, so, brauchst du jetzt habe ich 8. Genau. Ah, hier auf diese Ordner muss man gehen, lol, okay. Ja, warte, ich komme jetzt erstmal. Für was brauchen wir überhaupt jetzt Leder. Metall für Schrotfinden oder was? Für alles. Schrotfinden, Waffen, Munition, Ausrüstung, Metallrüstung, Eisen, das ist ein der wichtigste Starter-Dings, was es gibt. Also wie gesagt, also ich weiß halt, wo auf dem Berg ist, ich würde da mit euch farmen gehen. Dann habe ich jetzt für alle uns einen Fallschirm gemacht, dann können wir vom Berg mit dem Fallschirm runterspringen wieder. Ja. Boah! Ey Leute, jetzt hier voll Eisen equipped. Warte mal. Guck mal. Halbieren. Einmal das hier und. Halbieren. Oh. Ja. Sehen wir schon mal gut aus hier. Hol den Fallschirm. Ein Fallschirm? Boah, Armin ist voll der Profi, ja. Sag ehrlich, Leute. Armin ist wirklich ein Profi. Er baut hier ein Fallschirm. Auf einmal, er denkt, hier ist Fortnite und er landet irgendwo. Das ist voll easy, das ist auch voll einfach herzustellen. Nein. Ich wäre jetzt nie auf die Idee gekommen, hier ein Ding zu machen. Ja, aber ich weiß ja, dass auf dem Berg was ist, deswegen habe ich mir gedacht, Fallschirm wird doch ganz gut sein. Okay, gut. Gute. Max. Dann können wir da schön runterjumpen. Ja, runterjumpen. Ich geh mal noch ein bisschen Holz holen, aber ich glaube, die Kisten sind noch fast voll mit Holz, oder? Ich habe meinen ganzen Inventar auch leer gemacht, ne? Damit ich jetzt nichts fahren kann. Nein. Inventar ist voll. Ich glaube, ich muss meine Tragelast mal erhöhen. Nein, ich bin irgendwo stuck, Bro. Nein. Warte, wo bist du denn? Nein, ich da nie. Kannst du Leertaste und so drücken? Spam? Ja, aber. Bringt nichts. Und ich level mich mal ganz kurz. Ich bin Level 28 jetzt. Wann wieder Kick, Leute? Boah, ich weiß noch nicht. Ich bin gerade irgendwie. Ja, zur Not kannst du, wenn du im Inventar drückst, dann siehst du oben links dein Probeimplant. Wenn du da drauf bist, kannst du respawnen. Weiß noch nicht. Aber dann stirbst du halt. Da musst du wieder zurücklaufen und Sachen holen. Ja, du verlierst nur deine Sachen. Die kannst du wieder zurückholen gehen. Ich muss vielleicht mal meine Cam auch hier anders anordnen, oder? Findet ihr? Ja, okay. Oh mein Gott, Leute. Okay, Glück gehabt, Bro. Glück gehabt. Hol dich Enki, dann kannst du Eisen farmen. Ja, ich weiß, Enki kann man Eisen farmen, wir müssen das mal finden. So, das können wir auch mal raus hier, das brauchen wir auch nicht. Zack, zack. Ja, einen Raptor müssen wir erst noch finden, wir haben jetzt noch keinen Raptor gesehen, Leute, das ist das Ding. Langsam. Raptor ist overpowered, ist so ein Raptor so ein Allrounder ein guter, oder was? Ja, guter Anfangsding, glaube ich, ne? Fleischfarmer oder so, kannst du sagen. Haben wir irgendwo Betäubungspfeile? Ich hab noch ein paar. 16 Stück. Hör, der hat ein Ei gelegt! Also, willst du Dinos zählen? Weil ich würde ich gehe Eisen farmen. Leute, der hat ein Ei gelegt hier. Wer? Der eine hier, der Bummi. Oh. Ist das gut? Oh mein Gott, guck dir das an, hier liegt ein Ei. Was kann man damit machen, Leifchat? Sag mal schnell. Den züchten wir. Wow. Ey, das ist krass. Wo sind die Eisenäxte, Jungs? Ich hab aufgefangen. Aufgesammelt. Warte. Hier, stand in der Ding. Aber was muss man machen, Leute? Wie muss man den machen? Hier in der Werkbank liegt's drin. Was? Wie kann man ein Ei jetzt? Was muss man damit machen? Jetzt hat er 3 Eier. Das ist eine Frau. Ein Weibchen hat hier ein Ei gelegt. Das ist sehr, sehr gut, Leute. Achso, nee. Das ist nur so ein zum Kochen Ei, glaube ich. Achso. Ja, dann essen wir es halt. Ja, aber egal. Ja, weil sich befruchtet ist wahrscheinlich. Das kann sein. Alter, Stani, seit wann bist du so ein Biologe und kennst dich so aus? Oh, Bio 6 plus. Glaube ich dir. Okay, Leute, sollen wir losziehen oder? Ja, können wir machen. Du brauchst Betäubungspfeile, Stani, ne? Also ich bin ready. Ja. Ich habe 16 Betäubungspfeile. 17 hier, sogar. 13 für dich, Stani. 13 hier. Okay, das reicht. Also von so aus kann es losgehen. Aber wir brauchen noch einen Fallschirm dann, Bro. Oder hast du jetzt 3? Ah, ich hab drei gemacht. Okay. Bro, hier Armin schon Level 28. Hey, ja, Armin, so ein Hass. Ja, weil ich am Craften bin, weil ich craften, weil ich crafte halt. Das craft ist mir. Craft mir, Junge. Wir haben drei Flugdinger, ne? Ja, passt. Ja, wir haben 3. Okay, Jungs. Aber das reicht ja wenn du die Sättel machst, oder? So, hier ist der erste Dodo, wird weggeknüppelt. Zack.
Weg mit dem. Fertig. So, warte mal, ich guck mal gerade. Ich glaube, wir müssen. Ich muss nur gleich mal was trinken, merke ich. Hier hoch müssen wir. Ja, stimmt, ich muss auch was trinken. Ja, lass erstmal nochmal runter zum Wasser kurz. Ja. Aufpassen, Jungs, Fallschaden gibt's auch hier. Oh! Auch wenn wir uns unsterblich fühlen. Ich hab einen Fallschaden bekommen. Ja, die kacken uns immer hier an, ne? Ja, bisher, Bro. Hat hier noch niemand eine Chance gegen uns gehabt. Bis jetzt haben wir hier jeden weggeknüppelt. Aber wir sind schon mal gestorben. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir uns mit einem T-Rex anlegen. Ah, der hier, der Regurt-Leder. Boah, was ist das denn für ein Vieh hier? Was denn? Parasaurier. Ja, der habe ich auch gesehen. Weiblicher Parias. Die könnten wir uns holen, aber der ist ein ordentlicher Bärenfarmer, Bro. Scheiße. Ah, okay. Ja, ja. Ja gut, wenn wir mit Bärenfarmer haben wir schon. Ich hätte halt so, gerne mal irgendwie so ein Reitvieh, wo wir schneller reiten können, weißt du? Ja, kommt ja. Ja, und wo wir auch kämpfen können mit denen, weißt du? Aber wir haben, gleich ein Flugvieh. Ja, ich wollte gerade sagen, wo wir eh nur gleich das. Bei Flugvieh kriegen. Und dann müssen wir irgendwo hinfliegen. Boah. Flugvieh ist OP. Ja, Flugvieh ist richtig OP. So, warte mal. Das ist, glaube ich, hier den Berg hoch. Da müsste irgendwo Eisen sein. Ja. Paul Berger Limo kommt auch in Österreich, Leute. Österreich-weit kommt alles noch. Wir starten erstmal in Deutschland und dann ist geplant, Leute. Ist geplant, Live-Chat. Du musst es wärmen. Muss man das Ei aufwärmen? Okay. Tatsächlich. Ja. Wollen wir den betäuben oder wollen wir den killen? Nee, killen den. Boah, für Sattel, ne? Ja, für Sattel müssen wir den machen. Au, au, der Griff. Ey, wer ist das denn? Achtung, sein Kumpel kommt. Haben wir den außen angeschossen? Wir können ruhig ein Stück weglaufen, Jungs. Das ist so langsam. Ihr müsst nicht so nah ran stehen. Und während dem Ziehen könnt ihr auch laufen, ne? Also wenn ihr... Boah. Geil. Weggefetzt. Mit der Axt. Geil. So, zack. Let's go, Leute. Sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark haben wir den erledigt. Oh, ne, hier ist ein kleiner Vorsprung. Ich hätte Strom mitnehmen müssen. Warum? Wegen Pfeile machen. Ah, okay. Kommt ihr hoch? Ihr könnt hier hoch, wo ich stehe. Ich bin hier oben. Pass auf, dass er nicht runterfällt oder so. Was hier? Oh. Max, bist du hinter uns? Nee, wo seid ihr? Hochgegangen. Hoch. Max hat uns komplett. Da hinten, Max, ich seh dich. Ach, da. Nein, hier hoch. Nein, ich bin vorwärts runtergefallen. Lauf wieder hoch. Bro, aber ich check nicht, warum ich jetzt schon wieder Wasser brauche. Ich hab doch gerade getrunken. Ja, ey, bei mir auch. Egal. Ich brauche Dings, aber ist egal. Ich glaube, wir können auch ohne Wasser ein bisschen durchhalten, oder? Ja. Geht oder Bärenessen. Bärenessen wahrscheinlich geht auch. Ja, Bärenessen geht wahrscheinlich auch. Ey, Bro, ich falle hier fast schon wieder runter. Okay. Aua, ey, sind so kleine Mini-Dinos hier, die greifen uns an. Hä? Hab ich gar keinen. Ey! Bro, hier rein uns Dinos an, Max. Ja, ich merk's gerade. Haben die. Haben die. Warte, ich muss jetzt erstmal Bären essen, weil ich verdurste. Ey, Bären bringt gar nichts. Dann muss ich trinken gehen, Jungs, weil bei mir ist. Ich verdurste sonst. Ja, ist verständlich. Ist okay, geh ruhig trinken. Ich such mal gerade auch mal diesen Eis. Da muss ich einmal komplett hier wieder die Klippe runterlaufen, ey. Mhm. Ja, du hast den falschen, also. Man müsste halt wieder einen neuen bauen. Ja, ja nee. Ich oh mein Gott. Boah, ich lauf jetzt. Ich hab mich schon. Ich glaube, die verdurst noch nicht so schnell, oder? Ich geh mir jetzt gerade nochmal runter. Der Bären hilft. Bro, hier ist noch eine Dings, hier ist noch eine Schildkröte. Oh. Um Gottes Willen, Leute, was mache ich hier gerade? Ah, ich hab kaum noch normale Pfeile, ich hab nur noch Dings. Oh, Bro, ich muss mein Dings neu machen, mein Bogen. Wo stand ich hier, Leute? Haben wir schon nie weg. So, Essen, Trinken wieder voll aufgeladen bei mir. Jetzt kann uns ja eigentlich nichts mehr passieren hier. Ja, ich bin tot. Oh, doch nicht. Oh, ich hab low HP. Wo stand ich hin, Leute? Machen uns mal ein paar neue Pfeile. Die kann man immer viel gebrauchen. Da hinten, glaube ich, oder? Ey, Jungs, hilft ihr mir gerade, oder? Ja, Bro. Bist du noch oben? Bist du runtergegangen wieder? Ich war hinter dir, Bro. Ah.
Okay, Jungs, ich komme jetzt wieder hoch. Da oben auf dieser Brücke seid ihr, ne? Ich greife hier. Ja, mich greift hier eine ganze Schildkrötenarmee an, Bro. Oh, um Gottes Willen. Oha. Was ist das, Bro? Ich hab nur einen angegriffen. Ich hab Narkosepfeile. Schieß ich auf die ein bisschen. Ach du Scheiße, ich werd schon wieder angegriffen. Oha! Komm hier hoch, hier oben können die nichts machen, Bro. Hier oben können die nichts machen, die sind dick. Irgendwas greift mich hier an. Jungs, das war's. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wie ich das gerade überlebt habe. Ich muss aber erstmal recovern. Kann man sich irgendwie wieder voll healen? Ja, warte mal. Oder dauert das einfach einen Moment? Es dauert mit Essen und so. Vielleicht hätte man Dino mitnehmen sollen. Ich bin so weak. Ich bin so weak, Leute. Aua. Oh mein Gott, das war dumm. Das war dumm, dass ich hier runtergestürzt bin. Das ist wegen diesen kleinen Müll-Dinos da. Ja, Digga, ich muss abhauen. Schneller Follow HP. Stani, oh mein Gott, der kommt hoch, Stani. Ja, Stani, mach den Fallschirm in die Quick-Leiste und dann lass abhauen. Ja, alles gut, Bro, alles gut. Lass doch fighten gegen die, oder? Wo ist der? Bro, ich hab ein 1 HP, ich bin gleich tot. Oh. Oh mein Gott, ich bin auch gleich down. Oh mein Gott, er nimmt mich hops. Ich bin down. Nein. Oh. Warte mal, funktioniert. Nein. Okay, Leute, wir haben es geschafft. Nein, oh, er hat einen Horn auf einmal bekommen. Er hat mich hops genommen. Er hat einen Horn bekommen. Er hat mich hops genommen, Leute. Wer? Viele Leute, es sind zu viele. Ich bin gerade. Mach den Fallschirm in die Quick-Leiste und dann spring und dann drück auf den Fallschirm, wenn du in der Luft bist. Ja, ich spring zu uns erstmal. Ich bin gerade gestorben, Jungs. Ey, wir brauchen viel mehr Pfeile, Jungs, sag ehrlich. Ja, wir müssen jetzt. Ich mach jetzt 100 Pfeile oder so für mich. Bro, 100 Pfeile bringt nichts. Ich hoffe jetzt, dass ich meinen Loot wieder schnell krieg, Leute. Sonst heul ich. Cry me a river. Amir, Stani, hört ihr mich? Ja, ich höre nicht. Ey, Bro. Ich bin grad so lost gestorben. Was geht, Mann? Ist geil, ne? Falsch und Solo-P. So, da müssen wir runter. Ja, ich muss gucken, dass wir weniger Essen verbrauchen, Leute, ich sag ehrlich. Alles gut. Alles gut. Und viel, viel mehr Pfeile machen. Okay, wir safen uns unser Zeug. Warte, ich craft jetzt erstmal ein bisschen was, Leute. So, erstmal die wichtigsten Sachen hier absaven. Ja. Ich mach jetzt noch hier ein paar Feuersteine. Wood. So, wichtig, wichtig, wichtig. Wichtig. Stolperdraht-Alarmanlage, okay. Aber wie kann man hier noch mehr diesen Boden bauen? Wie heißt denn der? Ja, der ist Müll, kann man nicht. Fundament, Steinfundament. Ey, Bro, ich werd schon wieder angegriffen! Wo denn? Alles gut, ich glaube, ich kann da wegrennen vor diesem. So, irgend so ein Müllraptor, ey. Bin doch gerade gestorben. Seid ihr wieder bei der Base zurück? Ja. Ja. Ey, bei mir ist hier gerade richtig mal. Überlebenskampf. Ja, willkommen im Dino-Zeitalter, Bro. Willkommen im Dino-Zeitalter. Ich mag Dinos nicht. Wieso? Dinos sind OP. Okay, Leute, jetzt haben wir ganz viel Dings gemacht. So. Okay, wichtig. Erstmal Rüstung wieder angezogen. Aber kann ich hier gar nichts platzieren mehr? Doch, oder? Nee, das war das im Wasser. Das ist noch ein bisschen tief, ne? Ja. Warum wollen wir das nicht größer bauen, Bro? So, Dodo. Tut mir leid, Junge. Wir können es größer bauen, aber das ist ja keine gute Ebene hier. Wir hätten hier anfangen müssen. Ich brauche hier denn was. Ich brauche hier was, Bro. Ja, das ist einfach Anfang-Base. Das ist ja Anfang-Base. Wir werden wahrscheinlich nochmal umziehen, Jungs. Wollen wir ein bisschen Base ausbauen jetzt? Nee, wir machen jetzt erstmal Dings, Bro. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal. Ey, Briggs, freut mich, dass der Adventskalender gefällt. Kuss. Aber man kann sich eine Wasserflasche ja craften. Hier, ich baue mal einen Wasserschlauch. Boah. Ist das eine Wasserflasche? Ja. Ich kann davon 3 Stück bauen. Ja, dann bauen wir das. Boah, das ist gut, ja. Ich werde jetzt mal noch ein bisschen Fleisch hier auf den Grill hauen. Hier hast du eine, Stani. Oh, Pfeile, Jungs. So.
Also, nee, warte mal, das war. Zack. Zack. Ah, nee, das war ein Bogen. Nee, das war Herstellung und dann Pfeile einfach. Ja, nee, Pfeile. Ach, hast du hier hingeschmissen? Ja, das ist der Gegner. Du musst auffüllen, oder was? Ja, in die Hotbar tun und dann einfach ins Dings reingehen. Ins, Wie geht das mit dem Ding? Warte, ich geb dir Max. Ja. Hier ganz kurz. Hier. Okay. In die Hotbar reintun. Ich hab zum Beispiel auf 9. Drücken. Ja, ins Wasser und dann drücken. Oh, hier sind wieder zwei Schildkröten. Ich werde die triggern. Ich hab 100 Pfeile. Boah, hier sind richtig viele von den Schildkröten. Hä? Ah, jetzt mach ich wieder Damage. Fasern irgendwo. Fasern. Ja. Boah, ich will jetzt so viele Pfeile bauen vorbei. Lädt sich das automatisch auf, wenn man dann im Wasser ist, dieser Wasserbeutel, oder was? Nee, du musst einmal draufdrücken. Mäßig benutzen. Nee, das ist Stroh, Leute. Hm, okay. Soll ich dir mal helfen mit der Schildkröte da? Ja, warum nicht? Fasern. Wo ist eine dicke Bauchtasche? Boah, ey, wir greifen, das sind zwei, die wir... Nein, dicke Bauchtasche wird angegriffen. Dicke Bauchtasche hilft. Guck. Achso. Bam! Jawohl, fetzin. Fetzin! Alter! Ja. Und jetzt kommt noch meiner, der hier hilft. Alter! Oh, let's go! Dinosaurierkampf! Ich helf dicke Bauchtasche. Alter! Guck mal, unsere ganzen Flugdinger, die angreifen. Vorbei. Ach, oh, guck mal. Aua. Alter, aber wie hält der aus? Ja, das ist ein Tank. Alter, das sind drei Flugdinger, die hier gerade angreifen. Bro. Ich hab keine Muni mehr. Bro! Ach, du Heilige. Der ist kaputt. Guck mal. Digga. Let's go. Ey, unsere Flugdinger sind übel OP. Die Gebrauchtasche greifen wir jetzt schon 9 an wieder. Digga, der wusste gerade gar nicht, wo vorne und hinten ist. Ja. Der Gebrauchtasche alleine gekämpft. Was brauchen wir noch für einen Bogen, Leute? Der wusste gerade gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. So. Stark. Ich wollte jetzt mal noch eine zweite Feuerstelle für uns machen. Ich glaube, ich fahre mit dem mal schnell Fasern, Leute. So, damit wir essen haben. Die Gebrauchtasche ist sogar aufgestiegen gerade. Geil. Speedy! Mit U könnt ihr pfeifen übrigens. Stein. Boah, die Gebrauchtasche ist fast down gegangen. Oha, ja, dann gibt den Bären und so. Ist egal, welche Bären? Ja. War zum Essen. Hier, nimm das, die Gebrauchtasche. Hä, die sind wieder am Fighten. Oh. Boah, die rastet voll aus, hier, die Gebrauchtasche ist voll aggressiv geworden. Hab den geholfen. Ey. Speedy! Boah, die Gebrauchtasche wurde ordentlich gepumpt, Speedy! Oh, jetzt habe ich schon wieder Hunger. Eieiei. Es geht immer so schnell. Iss mal. Oh, der ist auch fast gestorben bei mir. So, wie viel brauchen wir noch? 16 Steine brauchen wir insgesamt für ein zweites Feuer. Eieiei. Hab ich Hunger, Leute? Ja, wir müssen eigentlich immer so zwei Feuerstellen brennen lassen, damit wir immer schön viel Steaks auf Lager haben. Organisier das hier gerade mal. Ey, Bro, guck mal, ich lese dir gerade im Chat. Viele möchten grüßt werden, aber liest nicht den Chat. Ja, soll ich jetzt hier den ganzen Stream nur Leute vorlesen? Das ist doch, wir müssen doch auch hier zocken, sonst macht das doch keinen Sinn. Oder soll das hier ein Crew-Stream werden? Wenn das hier ein reiner Crew-Stream werden soll, dann okay, aber. Ja, weißt du, wie ich meine? Viel auf. Fasern lieber mit der Hand farmen, oder was? Mhm. So. Wann öffnest du Fan-Pakete? Boah, keine Ahnung, Bro, ich weiß nicht. Auf viele Fasern für viele Pfeile, Leute. So, wo ist das denn jetzt? Vielleicht können wir nochmal hochgehen. Ah, hier. So, 7. Weil da müssen wir unbedingt das Metall holen, ich sag ehrlich, Jungs. Jetzt hauen wir da nochmal schön hier ein paar Steaks rein. Oh, ich hab fast einen Kacker gemacht. Jungs, Fasern geht aber auch schnell. Guck mal, ich hab 500 Fasern, Leute, das geht. Gleich schön gebratenes. Guck mal hier, Ratzbatz, Junge. Razzipazzi. So, und jetzt... Müsste jetzt eigentlich funktionieren, oder? Haben wir ein bisschen. Dicke Bauchtasche ist gerade. Soll er essen? Da so, müssten jetzt eigentlich gebratene Steaks rauskommen, wenn mich nicht alles täuscht. Wir wären...
Bewegungsgeschwindigkeit auch mal leveln. Jungs, und werde ich Pfeile machen. Jungs, was ist der nächste Plan? Wir müssen an Eisen rankommen. Wir müssen an Eisen rankommen. Ja. Ich habe gerade noch mal ein bisschen was gefunden. Ich lege es einfach alles in den Ofen rein. An Metall? Oh, ja, Metall, genau. Ja, ich bin auch gerade am Farmen. So 10 Stück oder so. 10, 15 so, Stück. So, zack, let's go. Sehr stark. Ja, ich habe jetzt 100 Pfeile. Bei mir ist over. Also. Oh Gott, mir ist so kalt im Wasser. Der Pfeilbändiger. Ich mache 100 Pfeile hier. 100 Pfeile, 100 Nike Airs. Oh. Machen wir auch mal ein paar mehr. Ist eigentlich guter Call. Guter Call hier von Stani. Ah, Maximallevel ist Level 200. 100. 100. Ah, okay. 200 ist maximal, ne? SU will mich in Minecraft angreifen. Doch, Bro, das soll er mal kommen. Soll er mal versuchen. Ich glaube, deswegen hat das Game auch eigentlich eine durchwachsene Bewertung, weil man ab und zu crasht anscheinend. Mhm. Eigentlich ist das ja schon strong. Fasern, ich brauche Fasern. Achso, oder? Ah, warte mal, ich kann schon anfangen, Schwarzkohl und so vorzubereiten. Das ist doof. Wie? Resistenz, okay. Ah, okay, Resistenz ist zum Beispiel gegen Hitze und so, Bro. Mm. Das sollten wir auch... Ja, gegen alles, gegen Hitze, gegen Gift und so. Aber, Bro, ich hab eigentlich schon eine Idee. Bro, zweite Mal gecrashed, alles gut. Ist noch, damit kann man noch arbeiten. Ich mach damit kann man auch leben. Ich bring euch zu crashen, Jungs. Ah, das ist ein okay, danke für den King. Ja, dann nimm wir es natürlich nicht. So, wir wollen nicht nur scammen. Eck mit dir. Tut mir leid, Bro, ich brauch dein Leder. Ey, schon wieder Hunger? Ey, Leute, das kann doch nicht sein. Dass ich schon wieder Hunger hab, das geht doch gar nicht. Ja, es geht echt schnell hier. Das geht doch hier gar nicht. Ich hab nur 37 Leder, warum hab ich so wenig Leder? Bro? Hm. Ich mach mir jetzt so viele Pfeile. Okay. Okay. Passt, Jungs. Dann gehen wir noch hin hier ein bisschen. Stimmt, Lederrüstung habe ich auch noch nicht komplett. Ja, ich will auch mal eine machen. Ich hab irgendwas raufgekriegt, ist irgendwas hier aufgegangen, Leute. Kompletten Leder. Leute, wir sind gleich full Leder equipped. Nice. Ich mag mir nie Helm, weil ich meine Frisur lieber gucken lassen will. Ja, Frisur. Schon nicht schlecht, aber. Irgendwann. So. Yo. Saurus soll stärker sein. Was? Die Bude ist aufgeräumt, das ist nur von Lotti. Paul Berger Ehrenmann 250. Beim Eisberg gibt es weiße Steine, die Eisen geben. Schade. Bei einem Eisberg ist das. Gigasaurus soll stärker sein. Oh, gut zu wissen, Bro. Gigasaurus. Also, mein Chat hat mir gerade gesagt, da wo Schnee ist, irgendwo auf einem Eisberg, sollen viel so Eisdinger sein. Also Eisendinger, meine ich. Ja. Viel ja, so klar. Eisenerze. Ja, auch. Ja, so ein Flugding wäre jetzt geil, ne? Lass doch nochmal versuchen, so ein Flugding zu kriegen. Ja, nee, müssen wir 36 werden, um das zu zähmen. Um so zu reiten, Sattel zu machen. Ja, deswegen, 36 werden wir eh relativ zügig, wenn wir Eisen auch abbauen. Ja. Gut. Dann gehen wir nochmal auf Farming-Tour jetzt hier. So. Wenigstens sind wir jetzt hier mal voll. Mit Lederrüstung. Kann ich noch mehr Pfeile machen? Ich glaube, wenn man 100 Pfeile hat, das reicht, oder? Wir killen hier Leute. Es gibt Pflanzenfresserinsel. Oh Gott. Okay, interessant zu wissen. Oh, Eisen. Wichtig, Leute. Aua! Wichtig und richtig. Nochmal 100 Pfeile. Boom. Also, wir können jetzt mit meiner losgehen, Jungs. Wasser habe ich auch hier. Könnt ihr mir sagen, wie ich so mehr produzieren kann, dass ich nicht die ganze Zeit draufklicken muss? Ah, alle herstellen. Nein. So, Wasser haben wir jetzt nochmal full gemacht. Ah, okay. Also jetzt bin ich ready, wir haben jetzt 200 Pfeile. Ein paar mehr Fasern brauchen wir noch, dann können wir durchstarten. Ja, Narkosepfeile können wir auch nochmal. Stimmt. So, zack. Dafür brauchen wir verdorbenes Fleisch, wenn wir was haben. Ja, aber nicht so viel. Bleib mal stehen hier. Boah, jetzt dreh ich durch, Leute. Jetzt machen wir richtig viele Pfeile. Hä? Nur 7 Stück? Ah, Stroh. Mir fehlt Stroh. Wartet.
Wartet, Leute, wartet. Kann man pro Narkosemittel nur ein Pfeil herstellen? Ja. Ich will uns jetzt hier mal richtig viel Stroh holen. Kann man irgendwie das Fleisch schneller... Ja, wenn du so ein Stack Fleisch hast, ja? Drück ganz so STG gedrückt halt, dann zieh das einfach ganz nach rechts, dann stapelst du das mal einzeln. Achso, dann geht's schneller, oder was? Ja. Dann kannst du 40 auf ein Stück wegmachen. Bro, bleib stehen hier. Guck mal her. So, nee. Jetzt aber hier. Pfeile, wie viel können wir machen? 37. So. Jetzt läuft das doch hier gut. Ich muss wieder frei skillen hier. Oh, wir haben auch ein neues Level. Wie hält der aus, Leute? Level 500 oder was? Ja, ein bisschen auf Bewegungsgeschwindigkeit. Betäubungsleiste. Also ich habe übelst viele Sachen zum... Also ich habe übelst viele Skillpoints, um Sachen freizuschalten. Ne? Ja, ich auch. Ich warte jetzt aber mal, falls wir irgendwas brauchen. Ich auch, ich warte auch, bis irgendwas... Oh, Armbrust, genau, kann ich auch mal Armbrust machen. Also STRG und dann... Jungs, warum machen wir uns denn nicht jetzt schon einfach Armbrüste? Wir haben doch safe schon genug Eisen dafür. Was soll ich machen? Nee, ein Armbrust kostet 7 Eisen, ne? Ja. Wie soll ich das machen, Amir? STRG, du guck mal, STRG drückt halt, dann ziehst du das Fleisch immer rüber mit STRG, dann splittest du das auf. Zieh das irgendwo hin, einfach ganz schnell. Aber nicht hier im Dings oder in der Kiste wahrscheinlich, oder? Ja, warte mal, was? Ich glaube, hier geht noch was. Rechte Maustaste, stapeln, alles aufteilen. Ey, Leute, Armbrust müsste doch safe gehen. Ja, wir haben es bestimmt. Da können wir erfrieren, da brauchen wir bestimmt Pelz dafür, um da hingehen zu können. Ja, also, um das erfrieren brauchst du Pelz. Was dauert halt 7 Minuten, Leute, dass hier ein. Also guck mal, allein ich komm jetzt hier gerade nochmal mit 4 Eisen zurück, man braucht nur 7 pro Ding und ich hab nicht mal krass gefahren. Ja, ist nicht schwer, Max. Das hat nicht nie gesagt, ja. Ich will das nicht in den Mund drehen, ne? Ich weiß nicht, so wie das. So, Leute, jetzt haben wir komplette Lederrüstung einmal. Waffen, Fernkampf, Armbrust. So halt warten. Fasern rein, Metall rein. Ich mache jetzt eine Armbrust, Leute. Ich mache jetzt eine Armbrust, mir reicht's. Schade. 31er. Ja, Bro, wir können gleich alle machen. Ich habe nochmal Eisen reingelegt. Das geht jetzt ganz schnell. Ja, ich habe auch Eisen. Auch. Ganz schnell. Wir brauchen auch Teile, ne? Ja, ganz normal, kannst du verwenden. Boah. Kann ich überhaupt schon eine Armbrust machen? Ey. Stani, guck dir mal an, wie das aussieht. Machen wir mal eine Armbrust, ich bin keine 25. Ja, warte. Mach ich nicht. Ich fahr mir nochmal Stein, Leute. du musst gucken, dass wir Eisenerz kriegen, weil wir brauchen noch. Wir brauchen noch ein bisschen was an Eisenerz. Aber wenn ich jetzt normale Steine abfarme, kriege ich auch Eisenerz. Ja, ist auch manchmal Eisen drin. Einfach normale Steine holen. Wie viel Eisenerz brauchen wir für... Pro Ding 7. 2 sind jetzt gerade noch drin. Ja, okay, Bro, das ist ja relativ schnell gefarmt eigentlich. Ja, Bro, ich habe gerade auf 2 Steine geklopft, hatte 3 Stück direkt. Ich bin mal gespannt, wie viel stärker die Armbrust ist. Da bin ich auch sehr gespannt. Oh, ich hab jetzt auch ein bisschen Eisen geholt, Jungs. Wir sehen mittlerweile schon echt krass aus mit unserer Lederrüstung und hier Armbrust und so. Ich hab 27, daraus können wir 13 Metall machen. Ah, da hast du vergessen, du brauchst 2 Eisenerz. 3 Eisenerz brauchst du für einen Metallbarren. Ah, okay. Dann dauert es doch nicht mehr. Mir ist heiß, ich sollte einen kühleren Ort aufsuchen. Ja, wegen Leder. Ah, das Leder. Mach Bock, Bungie. Oh, guck mal hier, ich kriege 3 Erze und so. Ja, hier, ich habe auch nochmal Erze. Alles immer direkt in den Schmelzofen rein. Immer direkt hier in den Schmelzofen rein. Boah, unsere Base, Leute, seid ehrlich, wird doch hier langsam, oder? So, seid ich zufrieden. Ey, übrigens, mit der Axt kannst du Stein besser farmen, ne? Wenn du gegen Stein dagegen haust. Und mit Pickaxe für Metall, ne? Genau. Denn, Leute? 24 Grad, ich muss mehr farmen, Leute, ich bin zu faul, Junge. Was ist das? Ja, Schrotflinte ist strong, aber ich glaube, wir brauchen halt viel, viel mehr Metall. Wie viel brauchen wir denn Metall für eine Schrotflinte? Ja, viel, viel mehr. 100 Stück oder so. Ja, obwohl, dann brauchen wir Schrotflinten-Munition und so. Ja, und da kostet es 1 oder 2 Eisen pro Kugel. Deswegen ist es erstmal hier. Ach, der.
Mein Bogen ist kaputt, kann ich nichts zum Reparieren gerade. Schrotflinte ist nachher für Evo, für Endgame und so, Leute. Ja, Schrotflinte. Wir machen es als erstes. Nach der Armbrust kommt als erstes die Flinte. Weil mit der können wir auch Narkose-Munition reintun. Leute, wir sind noch Noobs. Halt vergesst das mal nicht, bitte. Wir haben gerade erst angefangen. Was ist das denn für ein Fehler? Ich muss sagen, dafür machen wir uns ganz gut. Aber wir sind auch ja noch nicht bei den schweren Kinos, Freunde. Nein, wir müssen den Anfang erstmal richtig durchspielen hier. Oh, Leute, ey, wir haben so viel Fleisch auch hier auf Lager. Nice. Leute. Das Verschimmelte machen wir da mal raus. So, optimal. Also im Ofen liegt noch Fleisch, wer braucht? Dankeschön, Abibi. Dankeschön, mein Bruder. So. Mein Bruder. Nächstes Level haben wir gleich. Mein Bruder. Sollen wir noch ein paar Pfeile machen? Ja, Stroh, ja. Fasern und Stroh brauchen wir. Wir sind ja gerade mal hier noch bei den Pflanzenfresser-Dullis. Oh, 36 Eisen habe ich genauso geholt. Also sind. Ja, also habe ich auch. Ja, reicht schon. Kriegen beide easy eine. Oh, hier ist noch eine Schildkröte, geil. Reicht schon. Das reicht. Reicht doch, Junge. Boah, Headshot, Leute, von hinten, so aus der Entfernung. Guck mal, was die Armbrust an Schaden macht, Max. Ja, warte, ich guck mal, ob ich irgendwo hier was zum Fetzen hab. Ja, hier, bei mir an der Base. Jetzt hab ich eine Schildkröte gegen dich, gerade Fetzer. Ah ja, okay, da komm ich. Aber bis ich da bin, jetzt hast du die vielleicht schon weggemacht. Boah. Ey. Das Ding ist gleich, Bro, mein ganzes Fleisch ist gleich schön. Oh, warte, hier ist ein Raptor, mit dem muss ich mich anlegen. Also ja, aber so dann Narkosepfeile, Nee, so ein Giftspucker ist das. Alle noch. Ah, nee, dann egal. Dann hau den weg schnell. Oh mein Gott, das macht 95er Schaden. Ja. Headshot, 300er Schaden. Wow. Ist OP. Mit drei Hits. Warte mal, ich mach einen zweiten Steinofen, Freunde. Wir haben zu wenig, glaub mir. Ja, mach. Und du brauchst aber Eisen, glaub ich. Armbrust so wichtig. Oh mein Gott. Grabstein. Ja, deswegen müssen wir die craften. Das ist die wichtigste Waffe erstmal. Armbrust so wichtig, Leute. Die Waffe kannst du noch bis mit Endgame benutzen. Gefühlt. Ey, Real Talk. Mit drei Hits habe ich diesen Giftspucker weg. Was? Drei Hits mit Armbrust, Giftspucker weg. Boah, Bro, krass. Okay, das macht echt einen riesen Unterschied. Real Rap, Leute. Ich glaube, ich werde auch gleich mal die Base noch ein bisschen weiter ausbauen, Freunde. Aua. So. Inventar öffnen, Holz muss rein. Mal einfach mal alle herstellen. So. Machen wir einmal hier, Leute. Was soll der Geiz, Junge? Ey, ich hab hier so ein Flugding, der irgendwie so ganz komisch aussieht. Der hat so wie so eine Skelettbemalung. Ist das so ein epischer oder so? Ja, es gibt so verschiedene. Der sieht voll schön Dinger aus von der Optik. Leute, so, guckt euch das hier mal an. Der hat so wie so eine Tarnung. Das ist wie so ein Skulltrooper. Geil. Oh, guck mal, einen Riesenvogel sehe ich hier. Seit wann gibt's die denn? Oh, den werde ich killen. Wo? Guck, hier bei mir. Hier bei mir. Bei Speedy. Soll ich den mit Narkosefall? Der ist wie ein riesiger Vogel, sieht der aus. Nein, er fliegt weg. Soll ich Narkosefall machen? Armin? Ja, mach. Ich mach auch. Ah, nee, das ist der falsche. Ach so. Meint. Dann will ich ihn trotzdem essen. Bam, schön hier in den Hals rein. Wir können auch so eine normale Bam machen jetzt. Ah, der haut ab. Boah, ich hab auch nochmal getroffen. Obwohl, das vielleicht der dreht um. Eine Pike aufgemacht? Eine was? Eine Pickaxe? Das hab ich niemals. Nee, Pike. Pike ist Nahkampf, weil die kostet viele Dings, die brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht? Ah, der haut ab. Nee, brauchst du noch nicht. Der lohnt sich nicht. Nur 10 Metallbarren, Bro. Ja. Nein, ich Dummkopf, hab den mit einem Narkopfeil abgeschossen. Oh, wir haben so viel Metall, Jungs, also ich sag euch, wie was. Ja, erstmal Dings machen. Armbrüste, zwei Stück. Ja, ich hab jetzt Armbrust. Er muss hier in die Werkbank legen, ich zeig dir, wie es geht. Also, mach selber, mach ich selber. Ah, okay, weiß schon. Oh, ich bin doch hier. Ja, okay, dann machen wir. Verschwendung. In 1,40 Meter habe ich, glaube ich, mit 100 verdorbene Fleisch oder mehr. Nice. Schau mal, schon mein Level wieder höher. So. Ja, soll Leute grüßen, ich werde jetzt hier drei Leute grüßen. Also, schreibt jetzt mal euren Namen in den Chat. Dann werde ich jetzt hier drei grüßen, okay? Versprochen. So.
Ah ja. Ja, ich behalte meine Punkte noch ein bisschen. Aber ich bin noch hier in der Werkbank, Bro. Warum geht das nicht? Du musst also, eh drücken. Okay, Leute, jetzt geht, Werkbank ja, geht ja völlig durch. Ja, dann auf Waffen. Ich grüße den Nick. Dann auf Entfernt. Yvonne Schwieter. Nick, Gruß geht raus. Diese, Ordner drücken. Dann grüße ich den Giuliano. Gruß geht raus, nee, mein links, Bester. Nee, links, rechts in dem Werkbank. Okay, wer ist, der Letzte? Wer ist der Letzte? Der ist noch gegrüßt. Ja, Doppelklick. Okay. Und dann Entfernt, Doppelklick. Und dann ist da die Arme. Wir machen einmal noch Paulina, weil die hat hier Diamantabzeichen. In die Werkbank reinlegen. Und dann machen wir hier noch den... Oh Gott, das geht so schnell. Geil. Leo senkt das. Ja, mach dir rein, ich mach dir raus. Auch gerade kurz Arm. Ja, ja, so. Die Arm muss fertig sein. Guck mal, da ist so überall Dings drin, ne? So, hier drei gegrüßt, Leute. So. Machen wir uns hier nochmal ein paar Narko-Pfeile. Bogen brauchen wir nicht mehr, Leute. Hier, Bogen weg. Bogen Müll, Junge. Boah, Junge, 265 Schuss, Junge. Alter, du hast ja richtig aufgeladen. Ja, das Ding ist. Hä, wo ist mein Fleisch, Leute? Du hast dir für alles verdorben bis jetzt. Ah, das ist alles verdorben! 44, ja. Junge. Vorbei, jetzt vorbei, Leute. Passt mal, was ich jetzt mache hier. Wir haben noch 2 Sekunden, 1. Warte. 66. Jetzt nochmal kurz warten. So, Wood. Oh. Woodwall. Ich ein paar Narko-Pfeile. 123 bei mir. Oh, Stroh. Fleisch oder was? Ja, verdorbenes. Boah. Weißt du mal was? So, wir gehen uns jetzt hier nochmal ein bisschen Stroh holen und dann bauen wir mal unsere Base hier weiter aus, Leute. Jetzt rechts hier. Okay, Chat. Chat, jetzt haben wir echt. Wo ist denn der Vollidiot? Wo ist eine dicke Bauchtasche? Dicke Bauchtasche. Da hinten, glaube ich, irgendwo, ne? Dicke Bauchtasche. Resistenz. Kommen wir mal wieder ein bisschen Gesundheit, Leute. Dicke Bauchtasche. Oh. Mein Inventar ist so sackvoll, ey. Schön ja, geh mal wieder was der machen. Max, immer wieder was der ja, machen. Ja, ich glaube, ich skill auch mal wieder Trag. Du kannst aber auch Inventar skillen, ne? Das kannst du auch mal. Ja, ja. Ey, Bro, wenn du Beeren brauchst, dann musst du die Gebrauchtasche kurz nehmen. So, ich werde jetzt hier erstmal unsere Bude weiter ausbauen, damit wir hier nicht in so einer Bruchbude leben. Große Dinger machen wir jetzt. Junge, was geht denn jetzt ab? Bam! So, dann brauchen wir hier ein paar mehr von den Wänden. Nein, jetzt brauche ich schon wieder Stroh. Warum braucht man denn immer Stroh, Leute? Man braucht viel mehr Stroh mit der Spitzhacke, als Holz. Mit der Spitzhacke auf Holz draufkloppen, dann kriegst du viel Stroh. Ach so, okay, weil ich dachte mir schon immer, ich krieg viel mehr Ding, Holz, als ich Stroh bekomme. Ah, lol. Oh mein Gott, okay, viel ja, besser. Gut. Viel, viel besser. Aber was brauche ich nochmal für ein Dings? Leute, hier für den Fallschirm. Fasern und Leder brauche ich. Also Leder gehe ich mir kurz abholen. Also Jungs, wir müssen gleich wirklich auf Mission gehen. Macht euch vielleicht, ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, Pelz. Ja, Jungs. Pelz ist für Schnee. Aber Max, wenn du die nächste Wand baust, dann drück mal da irgendwie, ich glaube, steht ein Knopf in der Mitte. Da kannst du einen Türrahmen bauen, statt eine Wand. Ah, okay. Ja, ja. Das wollte ich nämlich jetzt hier in die Mitte einen Türrahmen machen. Wasserglas, ja, ja. Dann wollte ich noch Fenster reinhauen. Stegosaurus-Sattel, oh mein Gott. So, was können wir noch machen? Wood Doors, Ort, eine Tür müssen wir natürlich noch haben. Mhm. Wood Cages, Alter, was man alles machen kann, wie cool. Ja, das ist wirklich krass, man kann hier alles machen. Ey, guck mal, man kann auch so eine Spike-Wall hier machen, falls man angegriffen wird, die Base. Boah, wir können die Base so fett machen. Ey, ich hab so Bock drauf. Nicht nur ihr. Ich hab ehrlich so Bock, hier so eine geile Base uns zu bauen. Leute, das wird hier einfach Minecraft. So, ich brauch schon unser erstes Schießpulver, dass wir uns später ein paar Waffen machen können. So, oh Gott, Leute, jetzt geht's ab. Jetzt sind wir krass ausgerüstet. Jetzt sind wir richtig krass ausgerüstet. Ja, vorbei. Warte, Jungs, ich bin gleich vorbei jetzt bei mir hier. Türrahmen rein, let's go. Gewicht. Wie kommt hier hin? Machen wir noch einen Fallschirm? Was brauchen wir, einen Fallschirm? Also, Fallschirm kann man wie machen? Voll günstig. Fallschirm ist voll einfach zu machen. Geh ich nochmal hoch, Leute. Müll weg. Ich hab noch so viele Feuersteine. Ich weiß nicht, was ich brauche, Mann. Schießpulver machen. Schießpulver können wir die auch nehmen. Haben wir noch Stroh da irgendwo? So.
Sehr gut. Brauch noch mal so eine Steinkiste oder sowas. Ja, müssen wir alles noch machen, Bro. Damit. Das müssen, wir dann alles ordnen. So Lagersystem noch machen. Ja, ja, genau. Richtig vernünftiges Lagersystem. Wichtig. Ich fang jetzt so viele Feuersteine, reine Steine. Könnt ihr euch alles nehmen. Nice, nice, nice. Gibt's irgendeine, gibt's eine Methode, um mehr Fasern zu bekommen? Ja, es gibt so einen Raptor damit. Ja, es gibt so ein Dino, was halt gut macht, ne? Aber du sammelst auch so extrem gute Fasern, ne? Ja. Ja, stimmt, geht schon. Das geht schon, Leute, hier. Ja, Jungs, mit der Hand. Also ich würde sagen... Sollen wir nochmal Action machen? Mit unseren neuen Armbrust. Wir werden los, safe. Lass noch Fleisch... Fleisch und Fleisch? Ja, übelst viel in den Öfen drin. Okay. Ich pack auch noch was rein. Boah. Cool. Hier, Fleisch. Nehmt euch Essen einmal mit. Ja, ja. Und ich bin, wichtig. Ich hab 5 Wasserflasche. Trinken, Jungs. Ja. Trinken hier nochmal nachfüllen. So. Und dann können wir eigentlich los, würde ich sagen. Ja, warte ganz kurz. Ich will hier noch das Ding fertig bauen. Ey, Jungs, hier ist noch ein. Boah, soll ich mal abschießen? So, dann machen wir hier mal noch eine Wand rein. Was brauche ich mal für einen Pfeil? Weil ich muss noch einen Pfeil nochmal herstellen. Fasern, Stroh und Feuersteine, okay. So, hier hinten machen wir schön Fenster hin. So, sollen wir irgendwo noch Fasern hier rumfliegen? Nee, haben wir nicht. Ich will uns gerade schnell welche holen, Leute, weil ich brauche echt viele Pfeile. Willst du den gerade bändigen, oder was? Hey Leute, wir haben eine Tür. Geil. Hilft mal mit vielleicht, Anna? Ich hab keine Narkose. Doch, ich hab welche. Oh, bist du? Willst du einen bändigen? Nee, nee, abschießen, Leute. Einfach Narkose. Fertig machen. Ach, nicht Narkose? Warum machen wir den denn nicht Narkose? Bro, ich weiß nicht. Er ist down. Er ist down. Weggefetzt. Ey, mit Armbrust geht das wirklich so smart. Den, ja, okay, ich glaube mir direkt. Danke, ja, was brauchst du, was brauchst du, was brauchst du? Danke, ich hoffe, danke. Ich will gucken, was du droppst. Bro, denn nur Leder und Fleisch, Digga. Bro, war hier nicht noch gerade. Okay, ich würde sagen, wollen wir jetzt nicht los dann zu da oben zu den zu der Dings fahren? Eisen und vorkommen. Ja. Ja. Ich mach gerade nur noch Ding hier schnell, einmal, warte. Macht euer Essen wieder hoch. So Inventar, ja, Inventar will ich noch kurz leer machen, dann können wir los. Oh Leute, ich bin Level 34. Ja, okay, wenn wir jetzt Eisen haben, dann können wir gleich die Sättel machen. Boah, strong. Nee, Eisen ist was anderes. Eisen ist für Kugeln und Waffen. Boah, Sattel guck mal, hier ist so eine richtige Feuerstelle. Ist die nicht besser? Mantrasattel. Ja, Jungs, wollen wir los, oder was? Ja, eine Sekunde. Ja, Bro. Eine Sekunde. Das Ding ist nur, was ich mich frage, mit diesem Wasserschlauch hier. Irgendwie funktioniert. Ja, damit kannst du, also wenn du Beete machst und so. Musst du, deinen Garten. Den Hotbar machen, Bro. Ja, der holt ihn bei mir gar nicht raus, das Ding irgendwie. Nein, mach einen Hotbar und dann einfach nur den Knopf drücken. Im Wasser, Bro. Ja, ich hab's in der Hotbar, aber. Ich bin gut, Leute. Aber der holt den gar nicht raus. Wenn blau ist, unten ist full, Bro. Das holt er nicht raus. Achso, ja, wenn full ist, full. Wenn unten ist blau, ist full. Das wird bei mir aber gar nicht voll. Hast du E gedrückt unter Wasser? Muss den Hot im Wasser Hot drücken, Bro. Oder 9. Nee, auf ich hab's, genau, ich hab's auf die 9 gelegt und dann drücke ich die 9, aber es passiert nicht. Ja, dann ist blau, unten ist voll. Nee, es wird ja nicht blau, das ist ja das Ding. Ich check das nicht. Ich kann, also er wählt das nicht aus. Das macht keinen Sinn. Warte. Ja, da gucken wir uns kurz an hier. Ja, genau. Oh. Armin, guck mal bitte, helf mal. Ich glaube, mein Schwein pfeift. I-Climax. So, ich drück jetzt. Ah, lol, jetzt! Oh, okay, ich hab's. Ja, kaum mach ich's, Team aufklappt. Nein, Bro, weil ihr habt mir immer gesagt, ich soll unter Wasser gehen. Ich war so im Wasser gestanden, so, ja, im Wasser. Ach so, ah. Okay, jetzt. Ja. Ich dachte schon, ey, es kann doch nicht sein, dass das bei mir nicht funktioniert. Ja. Super aggressiv wird. So, warte nein, mal. Leute. Machen, ne? Nein, Leute. Nein, ich hab, glaube ich, wieder einen Gamecrash. Da sein. Ach, ey, Digga, was ist das denn? Das ist echt geil, Alter. Die macht doppelt so viel Schaden wie Bogen. Leute, ich hab einen Gamecrash, musst du nur kurz neu starten. Ja, ich will schon gerade Pfeiler machen. Geht sofort weiter, Freunde. Nur mehr Pfeile machen. Dann gehen wir jetzt auf eine Expeditionstour. Du. Ich hab's geschafft, Mann, ich muss nie mehr U-Bahn fahren. Cruise vorbei im Lamborghini. Max, ich hab dich! Hä? Bro! Was ist das denn für ein Pferd? Wo denn?
der gerade vor mir in die Schüssel? Der hat gerade eine Haut vor mir hingesetzt, dein Herz oder was? Was denkst du, wer du bist, Bro? Schieß auf den, Bro. Der lass ihn platt machen! Du hast so lange geschissen, Idiot! Warum habt ihr nochmal gehittet? Boah, ich auch. Oh, Stani hat ihn gekillt. Oh, der Idiot. So, was ich denkt ihr? Er kommt, landet bei uns, kackt bei uns ins Lager rein oder was? Ey, ich dreh durch. Sicher, wer ist? Was ist, Max? Holen wir uns. Warten auf Beitritt. Ich komm gerade irgendwie nicht auf den Server drauf. Ich check nicht warum. Gucken, ich hab's aber offen. Warte, ich starte nochmal neu. Leute, gerade hier kleine technische Probleme. Sollte jetzt hoffentlich gleich gehen. Oh, er hat 45 Leder gedroppt. Geil. Jemand hat mich gehackt. Ich wurde einfach gehackt, Leute. Hier live im Stream. Geil. Nein. Live im Stream wurde ich gehackt. Und ihr seid mit dabei. Und ihr seid dabei. Ei. So, bitte jetzt. Einmal. Ja, schwimmen müsste ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen skillen. Aber ich bin jetzt eigentlich so zufrieden, Bro. Wir haben jetzt echt gut geskillt, Leute. Also ja, eine gute Mischung auf jeden Fall. Okay, es geht wieder. Nice. Wir sind drin. Manchmal hilft einfach neu starten. Ich schwöre. Manchmal hilft ein einfach. Ein PC brennt, einfach neu starten. Ja. So. Ey Leute, wir haben nur ein kleines Problem. Ich muss einmal eine Pipi-Pause machen, dann können wir los. Ja, mach hin. Okay, bis gleich. Leute, bin gleich wieder da. Danke, ich auch mal ganz so Pipi, Mann. Gleich. Pipi! Hier reinpacken. Jungs, wenn ihr noch Metall habt, auch mal reinpacken, ne? Das ist hier schön brennt. Kreatin. Boah, ich hab Kreatin, Leute. Ich weiß zwar nicht von was, ich glaube von den einen da bekommen. Ich glaube, das ist gut. Mal gucken, was wir uns jetzt holen. Wir holen jetzt erstmal ein bisschen Metall noch und dann werden wir uns den Sattel bauen und haben einen Flugsaurier, Leute. Und mit den Flugsauriern sind wir natürlich viel, viel mobiler, ne? Ah, okay, Ofen ausmachen. Besser, sonst verbrennt das Ganze heute, ne? Ich bin wieder da. Mach die Öfen aus, Bro, weil wir haben ja gerade eh nichts drin. Lass die durchlaufen. Die Holzkohle ist wichtig, die brauchen wir. Achso, okay. Ja, Jinking, was sagst du, Junge? Jinking, du hast jetzt bald Dings verbaut, mein Freund. Jinking. Ups, warte. 1, 2. Ich mach voll viel Holz da rein. 1, 2. Ja, Bro, ich hab eh immer alles vollgefahren, weißt du? Wir haben Holz, Feuerstein, alles. Oh, nice, Level 35. Oh, ich kann die Flinte bauen dann. Einfach Gewehrmunition, Zielfernrohr. Geil, Leute. Geil. Geil. Geil, Mann! Ja, Flinte wird geil, Bro. Flinte wird echt geil. Aber guck mal, das Ding ist, wenn wir jetzt wirklich so viel Metall kriegen, ist halt Jackpot, weißt du? Ja, da kann ich uns alle eine Flinte machen. Hey, Leute. Flinte, Leute. Hey, so schlecht kein Ton. Der kein Tonbreak hat noch nie funktioniert, Leute. Das hat noch nie funktioniert, wenn ich weg bin. Der Ton ist so. Okay. Gut, Leute. Von mir aus kann's losgehen. Wir bauen noch ein schönes Haus, Claudia, genau. Komm mit. Auf los geht's los. Ja, Bro, ich hab auch ein Crash. Nein. Ja, ihr wechselt euch ab. Hä, irgendwie wechselt uns echt immer ab. Ich check's nicht, Leute. Hä? Stani? Ist komplett überall rausgecrashed. Nein. Sag mir nicht, er hat PC crashed. Hallo? Achso, ach, der hat nur Leck gehabt. Bro, das hat sich gerade so angehört, als wäre PC crashed. Ja. Nee. Ami hatte noch keinen Crash, ne? Nee. Vielleicht würde er auch wieder Treiber installieren, Leute. Das kann sein. Aber egal, alles halb so wild, weil in der Zeit baue ich hier einfach noch schnell das Haus fertig. Ess nochmal und trink nochmal, Jungs. Ess nochmal, trinken nach früh und dann Abfahrt. Safe. Zack, zack, zack. Machen wir natürlich hier ein schönes Fenster, damit man auf den Seeblick hat, Leute, hier. Schön den Seeblick genießen. Mashallah. Guck mal, hier langsam wird das hier. Jetzt fehlt nur noch ein Dach. Ah ja, das Spiel irgendwie nicht.
Oh, das ist übelst geil. Also, ich sag ehrlich, ich feier es unnormal. Vor allem guckt euch mal hier diese, guckt euch mal hier diese Optik an, wie schön das aussieht. Ja, hier das blaue Wasser hier. Guck mal hier mit dem Gebäude, mit dem Gebirge hier im Hintergrund. Ja, was auch alles möglich ist, Alter, mit den Dinos, das feier ich so krass. Das ist voll nice, Leute. Guck mal, wir bauen uns ja hier gerade erst noch auf, ey. Das Ding ist, wir müssen jetzt nur mal schauen. Das Dach. Braucht ein Dach hier noch auf unserer Bude. Ist es hier dieses Wood Quartier Triangle Ceiling? Ist das ein Dach? Nee, das ist so ein Dreieck. Triangle Ceiling heißt einfach nur so. Ja, ist so ein glattes Dach. Keins, was so. Also ich fand, es war damals schon eins der besten Games. Arc. Man also muss nur reinkommen. Und so. Man muss nur reinkommen, ja, weil es halt auch echt. Der Anfang ist schwer. Oh mein Gott, ja, ich glaube, ich habe was voll Cooles zum Bauen, Leute. Warum haben wir das noch nicht? Was denn? Warte, ihr werdet es gleich sehen. Warum haben wir das noch nicht? Guck mal, ich habe ein Schild in der Hand. Ja. Warum haben wir denn sowas nicht? Oh, Armbrust haben wir. Ja, okay, dann braucht man das echt nicht. Okay, ist doch nicht so smart. Ich dachte, man könnte beides gleichzeitig verwenden. Schade. Ich dachte, es wäre eine schlauere Idee. Ja, Sons of the Pros kommen nochmal, die 1000 Tage. Ich hoffe, ich sehe die noch. Die kommen noch. So, Jungs, ich bin wieder da. Das ist gut. Stani ist back. Okay, dann trinken jetzt nochmal, trinken, nachfüllen und dann los. So, das ist wie hier, weil auf Klassenfahrt nochmal schön alle auf Toilette einmal, Brotboxen eingepackt. Jeder hält sich an der Hand seines Sitznachbarn und dann kann nichts passieren. Ja, ich bin Level 36. Armi, los. Ja, guck mal, kannst du die Dinger jetzt schon machen, ja, müsste. Ja, dann können wir die ja direkt rein, dann können wir ja fliegen, Bro. Ah, warte, ich muss meinen Punkt noch vergeben, hoch, Idiot. Bro, dann können wir direkt hier loslegen. Hä? Das geht doch gar nicht. Nein, er will 38, verdammt. Oh. Mein Bad. 38, noch zwei Level, aber die kriegen wir wieder. Die kriegen wir. Komm mit, wir gehen jetzt Dings. Er lauft jetzt wieder vor, wie ich komme hinter dir. Boah, so Treppen zum Rausschießen. Ey, Jungs, wartet auf mich, wo seid ihr denn? Ja, mach hier eine Abfahrt. So, okay, die wollten hier ohne mich losziehen. Abfahrt, Junge. Ja, okay, es geht los. Ja, warte mal, lass mal gucken. Vielleicht finden wir ja einen seltenen Dino, den wir direkt mitnehmen können, weißt du? Hm. Narkosepfeile haben wir im Gepäck. Super. Boah, du hast aber viel auf Geschwindigkeit gemacht, oder? Kann das sein? Ja, die ganzen Punkte. Boah, mir ist richtig heiß wegen meiner Lederrüstung. Da schwitzt man voll drin. Warte mal, hier ist ein Dino. Was ist das für einer? Das ist ein Spuck-Dino. Weg mit dir, Idiot. Triple Hit. Aber er hat mich noch vergiftet, der Eklige. Aha. Ja, warten. Lass kurz auf Stani warten. Jetzt. Ready. Boah, ich frag mich, wie viele Pfeile den... Ich glaube, die kriegt man mit Bogen gar nicht down. Mit Armbrust. Hier hoch. Ah, Jungs, ich werde angegriffen. Wo? Hier bei mir. So ein kleiner Blitzer, ey. Oh. Sehr stark. Hier kommt mit. Ja, neues Level schon wieder. Ich mach auch mal ein bisschen Bewegungsgeschwindigkeit, kann nicht schaden. Fleisch rum. Boah, guck mal hier der Riese vor uns wieder. Ja. Hier links hoch, Max, links hoch. Ja, auch. Ach da. Muss hier rum, Max, hier rum. Ja, hier. Aber pass auf, lauf nicht zu weit. Flitzen wir dann mit Fallschirm runter oder was? Später. Ich hab drei Stück wieder gemacht. Okay, ich hab auch einen dabei. Lass mal gucken, ob hier die ekligen Turtles wieder sind. Die Schildkröten, Junge. Boah, Dodo, One-Shot. Die armen Dodos, Mann! Bro, wir sind der Grund, warum die ausgestorben sind. Ohne Witz. Ey, Jungs, ich hab euch schon wieder verloren. Ach, da. Wir sind wieder Schildkröte, Stani. Hier ist einer. Oh. Bro, wilde Fights hier, wilde Fights. Hier, wo ich hinschieße. Ganz außen hier. Was suchen wir denn jetzt genau, Leute? Schildkröte weg, da ist eine. Boah. Oh mein Gott. Jungs, so strong. Schnell, Bro. So strong.
Guck mal, wie lange das mit Bogen immer gedauert hat. Da waren das so 5-Minuten-Kämpfe gefühlt. Und jetzt mit Armbrust, zack, zack, zack. Man geht ja. Ey, Jungs, ich muss jetzt schon was trinken, sonst bin ich am Verdursten. Das ist echt crazy. Ja, weil wir so sprinten. Deswegen müssen wir jetzt da hinlaufen, Amir. Wir müssen uns, wir brauchen halt Kristalle, dann können wir uns Glasflaschen machen. Ja. Ja, das sind auch Kristalle, wo ich da hingehe. Wow! Ich seh's, ich seh's. Ja, scheiß auf den, scheiß auf den, scheiß auf den. Oder? Jungs, ja. Es gibt ein Problem. Was denn? Der eine Dino vorhin, der hat mir mein ganzes Fleisch geklaut. Ich hatte 50 gebratene Steaks dabei. Nee, ich hab noch genug. Kannst du mir was toppen? Brauchst du Wasser? Ja, ich hab nichts mehr. Der hat mir das komplett abgerippt. Okay. Oh, crazy. Okay, lass weitergehen, komm. Ja, weiter. Und vielleicht mal bei einer Wasserquelle, falls wir eine sehen, halten und wieder auffüllen. Warte, warte, aufpassen hier, Jungs. Oh, da geht's tief runter. Nee, da sterben wir, Bro, da sterben wir, da sterben wir. Ja, oh, guck mal, was das für ein Riesenvieh da unten ist. Der fetzt sich gerade mit irgendwas da unten. Boah. Okay, warte. Aber warte, sehen, ey, Jungs, guck mal, hier ist Wasser unter uns, da können wir doch runterjumpen. Wir springen da ins Wasser rein, dann sind wir warte da mal, unten. Hier, ja, runter. Ja, hier. Aua. Ey, mein Fleisch! Boah, ich spring ins Wasser! Boah, ich hab's geschafft. Ich bin unten. Stani, hier kannst du runterspringen. Stark, stark, stark. Kartunga, ich flieg zu weit! Oh, ja, super, Amir, stark. Stark. Ich bin zu weit geflogen! Bro. Ja, das kommt von deinem schnellen Sein. Guck mal, der Typ da an. Ey, der, guck mal, der fetzt da gerade irgendwas kaputt. Oh, tank deinen Dings nach, deinen Dings nach. Dein Trinken, Bro. Ja, ja, hab ich nachgefüllt. Ja, ich komm wieder, Jungs, ich komm wieder. Macht euch keine Sorgen, weil ich so schnell bin, kann ich rüberlaufen wieder. Bitte, ich hab den Kraft drin. Ey, mich greift den Vogel gerade an. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Wow! Ich kann das nicht nachfüllen, Leute. Aus der Luft runtergeschossen. Sniper. Sniper Crimex. Bro, ich hab eben aus der Luft einen Speer abgeschmissen. Sniper Amir. Ja, du bist Profi-Sniper. Piranha. Weg mit dem. Also ich sag ehrlich, Jungs, wenn wir den Großen da zähmen, dann sind wir hier die Kings im Dschungel. Wenn wir den erwischen, Leute. Ja, ich weiß nicht, wie er heißt, aber der Große da. Bei uns hier. Oh, wir haben noch Narkosepfeile alle. Ja, ja. Ich sag ehrlich, wir müssten es eigentlich echt zähmen. Also ich hab, Bro, ich hab 30 Narkosepfeile dabei. Aber noch bringt er uns nicht viel. Oh, glaub ich, ist auch so rum, dann. Der hat mir Fisch geklaut, der. Digga, diese Vögel sind echt ekelhaft, ne? Die sind echt gemeingefährlich. Ah, die sind auch One-Shot, ja. Wenn du den triffst. Oh, das hast du davon, Bro, das hast du davon. Stark. Junge, nur der Stärke überlebt. Digga, das ist das Gesetz der Natur, nur die Stärkeren überleben. Ja, Mann! Zeig dem, wer der Stärkere ist, Jungs. Dinosaurus ist das, ist Dinosaurus. Wie heißt der, Paul? Ist der aggressiv, wenn ich da in die Nähe von ihm gehe? Mach lieber nicht, Bro. Wir warten auf Armin und dann schießen wir mit Narkosefallen drauf. Ja, mir dauert es noch ein bisschen, Jungs. Aber das Ding ist, sollen wir das überhaupt mit dem versuchen? Oder ist unnötig? Safe. Ja, aber Armin meint, wir brauchen ihn jetzt noch gar nicht. Das wäre unnötig. Warum? Den Brontosaurus? Nee, Spinosaurus. Wer ist das jetzt? Das ist ein Spinosaurus. Mit wo siehst du den Namen? Wenn du mal rangehst. Ey, der ist voll aggressiv. Der fetzt hier alles weg. Guck mal, jetzt fetzt er hier schon den nächsten wieder. Der ist voll der Kranke. Bro, Spinosaurus ist das. King im Dschungel. Das ist der King im Dschungel. Leute, sollen wir versuchen, den zu zähmen? Ja, safe, Bro. Den guck mal, der zerlegt hier alles auseinander. Bro, wenn wir den haben an unserer Seite, dann sind wir hier respektiert. Oh. Leute, fetzt euch jetzt mal alle eine Paulberger-Limo auf, wenn ihr eine zu Hause habt. Dann aggressiv. Cheers, Leute. Auf uns. Paulberger-Limo auf die 1. Ihr wisst Bescheid. Wir erlegen den. Okay, noch 200 Meter, Jungs. Damit wir packen uns den. Der hat's mit dem Falschen angelegt. Holt ihr euch den gerade? Nein, nicht ohne dich. Die Frage ist halt, mit was zähmen wir dem, Leute? Fleisch, der will Fleisch. Wir nehmen T-Rex auseinander anscheinend. Ja, Bro. Mit was zähmen wir dem, Leute? Das ist Cap Talk. Ah, Fleisch, okay. Einfach Fleisch, Bro. Und Fleisch haben wir sowieso genug. Der kann sogar schwimmen wohl, Bro. Pass auf, Stani. Geh nicht so nah hin. Nee, Bro. Ich bin hier. Der ist richtig gefährlich. Wo sind meine Items hin hier?
Aber ey, das Gute hier ist, der ist schon angeschwächt, weil er sich gerade da mit einem Raptor fetzt oder so. Ey, die zerlegen da den ganzen Wald. Guckt euch das mal an. Da fliegen die Bäume um und so. Das ist aber gut für uns, der ist schon richtig blutig und angeschwächt. Der Raptor sogar besser, Bro. Ich sag, der Raptor wäre sogar besser, ne? Da auf den können wir nämlich reiten. Ja, Bro, der macht den Raptor aber gerade fertig, ey. Weg, Max. Der kommt zu uns. Bro, der hat den Raptor fertig gemacht. Ja, Bro. Der hat den Raptor fertig gemacht. Ey, das Ding sieht aus wie ein kleiner Godzilla, ey. Jungs, das Problem ist, was ich da gerade sehe. Ja. Wie wollen wir den zähmen? Weil der ist schnell. Guck mal, wie schnell der ist. Ja, Bro, wir gehen irgendwo auf Erhöhung. Wie zähmen? Wir machen ihn doch mit Narkose und Dings. Der weiß doch gleich gar nicht mehr, wo vorne hinten ist. Ja, aber Bro, wir werden für den wahrscheinlich 20, 30 Narkosepfeile brauchen. Ich hab allein 30 einstecken. Ich habe auch 35, Bro. Ja gut, dann guck mal, wie viel hast du, Amir? 6 nur, Narkose. Ja, aber dann haben wir irgendwie 70 Narkosepfeile zusammen. Ja, safe. Das wird doch reichen für den, oder? Leute, denkt ihr, das reicht, 70 Narkosepfeile? Wenn nicht, wäre halt Verschwendung, dann hätten wir alles verschwendet, aber... Lass probieren. Ey, wenn wir den schaffen, dann wäre wirklich Ende. 3. Dass wir feiern. Warte, ist Amir da? Ja, na. Okay, warte. Ich muss nachladen, Narkosepfeile geladen. Seid ihr bereit? Ja, ich bin bereit. Dann würde ich sagen, 3, 2, 1, Feuer. Gehittet? Auch gehittet. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen näher ran. Gehittet. Komm, wie schnell der ist. Oh mein Gott, habe ich nochmal gehittet? Es geht zu Stani, Jetzt Feuer mit Narkosepfeile auf ihn, Jungs. Schön Abstand halten. Warum geht der auf mich, Bro? Scheiße, Mann. Ja, ich bin down. Nein. Erhöhte Position. Erhöhte Position. Max, komm zu mir. Ja. Schieß doch mal! Ihr müsst schießen! Jungs! Ich schieß doch! Was macht ihr? Bro, wir schießen die ganze Zeit. Spiel auf die ganze Zeit hinterhergerannt! Noch ein Treffer, komm! Narkosepfeile, full! Und der hat nochmal getroffen! Nochmal! Komm! Er darf nicht abhauen, er ist so nah. Er läuft weg! Der haut nicht ab. Sicher! Der fetzt hinten gerade die anderen Raptoren! Jetzt wieder! Ja, er ist schlafen gegangen! Er ist eingeschlafen. Er ist schlafen gegangen. Leg schnell Fleisch rein. Bro, so eine Nichtsnutze. Also, die haben es geschafft. Die rennt rum, Bro, sagt erhöht Bro, Position. Was laberst du denn? Weg, Bro. Ich hab doch gesehen, wie ihr gerannt seid, die ganze Zeit nicht geschossen habt. Ja, ich war die ganze Zeit weil stehen. Angst hattet, dass er euch angreift, die Ekligen. Hört ihr das gerade, Leute? Ich hab die ganze Zeit auf den draufgeballert. Ja. Bro, das nächste Mal könnt ihr euch opfern, die ekligen, Alter. Max, gib mal bitte die Hälfte von der Nacht. Kannst du mir ein paar Narkosepfeile geben? Ja, Bro. Musst du rechte Maus, sondern einen Stapel. Digga, ich hab 13 Pfeile auf den geschossen und er sagt, ich hätte nur rumgechillt. Ich muss Fisch reinlegen, Bro. Ich hab Fisch. Warte, ich geb dir so. Ja, vielleicht. Ich muss Fisch reinlegen. Fisch. Stapel teilen. Nee, dann genau halbieren und dann auf O drücken, den halbierten Stapel oder keine Ahnung. Ja. Boah, ey, Leute, das ist der. Wir haben gerade den Königs-Ding hier gezähmt. Den Königs-Dino. Das hier ist kein Raptor, oder? Gianni, bist du gerade wieder gestorben? Parasauri. Gianni, bist du gerade wieder gestorben? Oh, super. Jetzt kann ich nur noch Respawn zufälligen Ort machen. Ja, du kannst trotzdem in der Gegend bei uns sein. Wir warten hier auf dich. Bro, da ist ein Stein im Dings. Alter. Leute, wir haben einen Spinosaurus gezähmt. Guckt euch mal das Monster an. Nein, die bleiben für immer. Die Leichen bleiben für immer. Die spawnen nicht. Guckt euch das Monster an, was wir hier erlegt haben. Bro, ein Millimeter daneben gejumpt, ey. Aua. So, das ist eine Piranha. Ey, wenn der bei unserer Base chillt, da kann niemand mehr kommen. Nein! Wer soll dann noch kommen? Brauchst Hilfe, Amir. Aber. Ist auch gut zum Farmen, Leute, oder ist der nur stark? Ich glaube, der ist nur stark, ne? Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist eher so ein Fighter, ist das. Hier sind Riesen! Pass auf, Boden, Ameisen. Riesenameisen. Was kriegt man denn von denen? Man bestimmt irgendwie so ein Insektenschale. Oh, Zitrin, ja, Mann. Das ist gut, das können wir in der Rüstung machen. Zitrin.
glaube ich. Ah, kannst du mir Essen geben? Kann mir einer Essen geben oder so? Ja, ich kann dir droppen. Bin hinter dir. Ah, hinter mir? Ah, ja. Wie viel hast du noch? Gar nichts mehr, oder was? Nee, gar nichts. Null. Zero. Hat mir ein Vogel wieder geklaut, natürlich. Ey, da muss man echt aufpassen. Halbieren. Ich geb dir jetzt Hälfte von meinem Essen. Ehrenmann, Max. Wir müssen da besorgen. So, hier hab getroppt. Bester Mann. Zitrin. Zitrin, echt wichtig. So, wir gucken mal, wie es unserem Patienten... Wir brauchen einen coolen Namen für unseren Dino. Wie sollen wir den nennen? Wir brauchen Fisch. Bino. Warte mal. Dicke Säge. Nenn ihn dicke Säge. Dicke Säge. Das ist die dicke Säge. Weil er so ein Dings mit hat. Ja, ja, Bro. Ich hab schon verstanden, warum. Ey! Der Pinguin-Bruder greift mich hier an. Digga, kommt da. Pass auf, dass du unseren Dino nicht triffst. Achso, oh. Ich glaube, ich habe ihn aber nicht getroffen. Alles gut. Den darf man hier nicht sauer auf einen machen. Den darf man hier nicht sauer auf einen machen. Dann ist vorbei. Dann ist alles aus. Dann geht's, einem wie Stani, Leute, wenn der einen verfolgt. Ist irgendwie lustig. Stani, wie geht's dir? Total lustig. Stani. Ihr Nichtsnutze. Der war richtig sauer. Ja, Bro, ich habe gesehen, die rennen da rum die ganze Zeit, Leute. Ich renn weg und schieß auch nebenbei drauf. Und die rennen einfach 10 Minuten. Bro, ich hab die ganze Bro, Raptor, greif mich an, Raptor, Hilfe! Ja, das war's. Max down. Lauf, wo bist du, Bro? 2-2! Noch was mit Max. Oh, wo ist meine Leiche jetzt? Hier, habt ihr die schon gesehen? Ach, das sind keine richtigen. Bro, ich geh ins Wasser, dann kommen Piranhas! Ey, Amir, hilf mir bitte. Bro, ich hab dich auch von dir weggelockt. Jungs, wisst ihr, wo meine Leiche ist? Nee, müsste irgendwo markiert sein bei dir. Nee, ich bin noch zweimal gestorben. Dann nach hinten irgendwo. Bei ihm hier hinten. Boah, ich bin fast gestorben. Boah. Geht's dir gut, Amir? Ja, nein, die sind wieder kommen, da! Die kommen. Hey Jungs, wo ist denn meine Leiche? Ey, ich bin One-Hit, ich bin down. Ey, wo kommen die denn her? Hinter mir, Stani! Aufpassen, ich lauf weg von dir, Stani. Nein, Jungs, wo seid ihr? Immer noch da. Was ist das für eine Zone? Oh. Was soll ich da für eine Zone machen? Südzone 1 einfach auch? Ja, in der Nähe irgendwo. Nein, ey Leute, diese Raptoren haben mich so hops genommen. Die sind auf einmal 2 Stück aus dem Wasser gerannt. Ich konnte gar nichts machen. Ich war so zu zähmen. Ey, das sind 1000 Meter. Komme ich da überhaupt hin? Hä, hey, wo denn, Leute? Ey. Oh Gott. Da ist irgendwas, was mich angreift. Entweder Raptor kommt, dann kommen Piranhas. Digga, zum Glück leben wir im 21. Jahrhundert, ey. What a time to be alive. Keine Raptoren, keine Piranhas hier. Aua! Oh Gott, ich muss abhauen, Digga. Bringt nix. Jungs, es tut mir leid. Hey, wo denn, Leute? Wo seht ihr das denn? Ich muss halt einfach nur meinen Loot wiederkriegen, weil das wäre richtig bitter. Wenn ich den da müsste irgendwo eine Tasche liegen, Stani. So eine Tasche auf dem Boden. Da steht doch Last, Last Death, Digga. Wo du ich bin doch zweimal gestorben. Er ist zweimal gestorben. Ach, scheiße. Ja, Digga, der Raptor! Digga, der wird... Oh. Bro, die Raptoren sind richtig mies. Kannst du die Leute mies. Timer und die Scheiße reinschreiben? Ich finde meinen Loot nicht, Bro. Ja, ich bin stecken geblieben. Ich bin auch tot jetzt. Nein. Raubvogel. Kein Raptor. War das dann bei mir auch ein Raubvogel? Ich glaube, bei mir war ein Raptor. Komm ich denn hier hoch, Alter? Na, ich bin jetzt schon wieder tot gleich. Der Loot verschwindet da nicht. Mach dir keine Sorgen. Ey, wir wurden einfach alle drei gerade hops genommen. Ich glaube, das war eine Nummer zu wild für uns, Jungs. Oh, so ein Ledern. Ja. Das weit kommt, wenn ich hier mal noch einen guten Mate gehabt, Max. Ja, das wäre das, Bro. Ich glaube, nee, Bro, mein Körper lag doch hier. Bist du sicher? Ich glaube, mein letztes Dings ist weg, Leute. Weil guck mal, hier liegt doch mein aktueller Körper, Leute.
Oh mein Gott. Oh. Nee. Auch noch Leder für meinen Schlafsack. Leute, 500 Meter noch. Das Problem ist, ich habe ein bisschen Angst, wenn ich da jetzt ja hingehe, dann sind ja immer noch diese Raptoren da in der Nähe. Digga, ich baue jetzt einfach nur einen Schlafsack in der Nähe. Bro, wo denn, Leute? Ich sehe es hier nicht, Bro. Ich bin doch hier, weil ich da Sound gewesen. Da, hier irgendwo. Ja, den Großen werden wir nicht tame, weil wir den nicht mehr. Wir müssen den eigentlich noch. Oh, nein, aber der hat doch irgendwie. Der hat doch 2 Stacks Fleisch drin. Ja, aber der muss noch wieder Narkose reingemacht werden. Ich kann es mal versuchen. Ich kann es machen, aber ich. Bro, ich. Das Problem ist, ich komme hier nicht diese Felswand durch. Ich meine scheiß Leiche nicht, Bro. Hinterm Stein, wollt ihr mich verarschen? Hier sind 10 Steine. Hier sind überall Steine. Bro. Die Leute schreiben hinterm Stein, ja. Ach nee, Bro. Hier ist ja nur ein Stein, sorry. Ja, ich habe gerade auch ein Problem, Freunde. Was wäre? Das Ding ist da, wo mein Death Point ist, wo das hinzeigt. Das hier so eine. Ja, du musst so ein bisschen in der Nähe gucken. Ja, du musst ein bisschen in der Nähe gucken. Links, rechts, davon könnte auch was sein. Nee, ich meine, ich bin noch 500 Meter entfernt und ich komme da gar nicht hin, weil das ist irgendwie so ein riesiger Berg, trennt mich hier davon. Ich weiß gar nicht, wie ich da hinkommen soll. Oh. Ja, das ist ja genau in der Schlucht eigentlich, dein Death Point. Ja, mir werden 4 Death Points angezeigt. So, dieses Äffchen. Ach, du Heiliger. Oh, hier fetzen sich schon wieder irgendwelche anderen. Hier ist nix. Ich guck nochmal bei. Noch 300 Meter, Leute, dann haben wir es geschafft. Ich guck nochmal im Stream. Nur noch hier den Berg runter. Deswegen soll Stachelwert heißen. Lass uns erstmal zähmen. Und wir kriegen ihn nicht mal gezähmt. Oh, hier sind voll die krassen Eisenberge hier. Oh mein Gott, da muss ich gleich nochmal hinrennen, das Eisen holen. 200 Meter, dann bin ich da. Das Problem ist nur, wenn ich da hingehe, ich werde gleich so auseinandergefetzt wieder. Ich glaube, die sind freundlich hier. Ich glaube, das sind freundliche. Bitte, sei freundlich. Okay, ich weiß nicht. Ich muss halt aber erst hier wieder durch dieses Piranha-Becken. Ich bin jetzt auf der anderen Flussseite. Amir, bist du noch da oder wo bist du? Ja, war ich jetzt auch Piranha angegriffen. Müsste hier sein, Leute, hier. Ich bin, der ist noch in Narkose. Unser Ding ist noch in Narkose. Ja, ich bin auch gleich da. Noch 250 Meter bin ich zu dem, bei dem. Nein! Was hinter mir? Alles sind Piranhas. Hier, Leute, aber, sind die Piranhas, alles gut. Es sind nur Piranhas. Das Problem ist, sobald ich ins Wasser gehe, kommen die Piranhas und wollen mein Leben hier auseinandernehmen. Wie schnell kann ich die Sachen aufnehmen, die im Rucksack sind? Ja, GG, Digga, die Vögel greifen mich schon wieder an, diese dreckigen kleinen Viecher. Hä? Ja, Bro, ich müsste normalerweise, hier müsste es sein, Leute. Nein, der Große ist wieder wach! Egal, der Raptor, der soll die Raptoren angreifen. Ja, der Bro, der greift gerade mich an. Ja, okay, mach die, du Vereinigung, oder was? Jetzt alle die nur gegen Menschen! Bekämpft euch doch! Ich hab vergessen, meine Dinger zu platzieren, Leute. Das war's, Leute. Das war's. Bro, es bringt bringt doch nichts, Bro. Ach doch, bringt doch was. Ey, Bro, in diesem Moment wird er wieder wach. Wollt ihr mich eigentlich gerade hier flachsen, ey? Wie kann das denn so unlucky sein? Bro, genau in diesem Moment, wo ich da bin, wird er auf einmal wieder wach. Jungs, wir wurden heute auseinandergenommen. Aber ohne Gnade. Wie kann das sein? Und die Raptoren sind auch, also wirklich genau an meinem Death Point. Das ist weg, Leute, das ist weg, Bro. Aber Bro, man müsste doch die Leiche hier sehen, wenn die hier wäre, Leute. Man müsste doch die hier sehen, Bro. Es war doch hier gewesen. Und jetzt wird's auch noch Nacht, also es kommt, das ist ja wirklich super, Digga. Es war ja irgendwo hier gewesen, Bro. Es war irgendwo hier. Ich glaube, das Game will uns ein Zeichen schicken, dass wir schlafen gehen sollten. Bro, Alter, an meinem Death Point sind einfach 2 Raptoren und dieses Riesenvieh. Ja, Bro, bei mir doch auch. Ist das euer Ernst, Alter? Bro, wenn ich hingehen will, ist auch noch einer hier. Wenn ich jetzt zum ersten Mal Bro, ich scheiß drauf, ich bin down wieder. Ich gehe wieder weg. Ich weiß ja nicht, was wir verloren haben, bin ich ehrlich. Ja, ich glaube, Bro, das ist weg. Ich bin weg da, Leute. Das ist.
Ja, Bro, ich werde wieder zerfetzt, Digga. Also, das ist doch hier. Nee, wir müssen uns da ausrüsten. Ja, ich noch ein Level. Wenn ich einen Stinks machen. Aua! Du dreckiges Viech, komm her! Hä? Respekt haben! Die kommen wieder, die kommen wieder. Der war eine Nummer zu hart für uns, Leute. Ihr gesehen, Leute, der wie ich ihn weggehauen hab? Eine Nummer zu krass. Bro, was ist das für ein Tier? Bro, jetzt reicht mich irgendwie so ein Rochen an, Alter. Herzlich willkommen zur ekelhaften Seite von Ark, Jungs. Jetzt kommen hier wieder Piranhas! Ey, ist doch gut, ist doch gut. Es geht nicht, also man kann es vergessen, da hinzugehen. Oh. Leute, sollen wir für heute Feierabend machen? Warte, noch einmal ist schon leicht. Willkommen, also ich komme da nicht mehr hin. Ich kann mir mein Zeug neu holen. Also ich kann, ja, das kann man vergessen. Ja, okay, ich werde wieder zerrobbt. Kann man vergessen, da hinzugehen. Ja, Jungs, wir müssen uns neuen Loot holen, ist egal. Das ist verloren, ist alles gut. Der Loot ist verloren, Freunde. Egal, wir machen nächstes Mal wieder. Der Loot ist verloren. Wir sind fast Level up. Ja. Und dann zerstören wir die einfach. Da kommen wir wieder, werden uns irgendwo hochfliegen. Ey, nee, Bro! Nee! Was denn? Hast du auf deinen Charakter gemacht? Ich werde gerade von einem Megalodon-Hai angegriffen. Ja. Nein, ich korrigiere, ich werde von 3 Megalodon-Hai angegriffen. Ach, Digga, ey, was? Also, sorry, aber was ist das denn hier? Digga. Digga, kein Bock drauf, Digga. Kein Bock drauf, Bro. Willst du auch Sonnenkopf werden, Max? Ja, bitte. Kein Bock mehr. Digga, ich geh jetzt einfach. Ach, ey, also Leute, ich mach für heute Feierabend. Sollen wir uns nächstes Mal wieder neu aufbauen? Ja. Dann machen wir so. Gut. So, Freunde, wir sind am Ende des heutigen Streams angekommen. Es macht auf jeden Fall übertrieben Bock. Wir müssen uns einfach nur neuen Loot leider holen. Wir müssen uns leider nochmal ein bisschen neu ausrüsten. War sehr, sehr geil. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder mit am Start. Ich hab Bock drauf, Leute. Ark mit Amir und mit Stani. Leute, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Seid auf jeden Fall nächstes Mal wieder am Start. Und bis dahin, haut rein, Leute. Euer Crymix.